Kommen wir ja nie zu Potte hier. Zum Podcast. Look, what I don't like in life is that... Was? Es ist der 1. Juli 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht alleine im Sendegarten, im lustigen Sendegarten heute, sondern es ist eine große Kombo da. Zum Beispiel ist die Claudia da. Guten Abend, Claudia. Guten Abend. Und neben ihr oder ihr gegenüber, vielleicht, aber auch dahinter, wer weiß, sitzt die Vera. Hallo, Vera. Mäule. Entschuldigung. Was, Mäule? Das ist Mäule? Das ist so ein Witz, den ich jetzt. Ah, okay. Mäule mit Eule. Ja, gut. Dabei ist auch der Lars. Hallo, Lars. Schönen guten Abend. Und wie immer auch der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Und wir haben uns einen Gast auf die Sendegartenbank geholt. Das ist der Stefan. Guten Abend, Stefan. Handherz. Was? Handheb? Kantürk? Gehört das auch zu dem Moin? Ist das derselbe Spaß? Nee, das ist eher so ein bisschen Verarsche von irgendwelchen YouTuberInnen und irgendwelchen Instagram-Menschen. Wie geht das? Warum? Ah, ja, genau. Erzähl mal. Okay, wenn man einen Witz erklären muss, dann ist er nicht lustig. Es ist witzig, weil, bitte, ja, jetzt, wir wollen ja nicht lachen, wir wollen es nur verstehen. Ja, okay, jetzt an der Stelle bräuchten wir jetzt wieder Jörn. Der Schiller war so freundlich, das schon mal per YouTube in den Chat zu werfen. YouTube in den Chat. Einfach so, ist der Kloppo. Andere Geschichte. Können aber wir jetzt gut, bitte ja. beim, also wirklich, nein, das, sieht ja, also, das ist ja eine bunte Tüte jetzt schon, in den ersten zwei Minuten. Donnerwetter. Kein Spiel bei der EM startet so, wie wir hier in den Sendegarten. Also, was? Moment, also Martin, ich poste dir jetzt gleich mal in den Chat ein Bild. Das ist natürlich für ein Audioformat total gut. Aber ich meine, was soll's? Wie soll man sonst ein Handherz? Also machst mit deinen Fingern, machst du dann quasi, formst du quasi ein Herz und das hältst du dann in entsprechend vorhandene Kameras und das sieht dann so aus wie das, was ich dir jetzt gerade. So wie die Kanzlerin das immer macht? So ähnlich. Was ist denn das für ein Link hier? Evangelium. Was ist denn das für eine. Ja, scheiße, das war jetzt das Erste, was ich jetzt irgendwie gefunden habe. Herrgott, Herr noch mal. Genau. Ja. Den Herrn Zweikatz freut's. Ja, das ist schön. Und das war jetzt, wie hieß das jetzt? Herzchen? Ach, Handherz. Ja. Kaum sagst du es dreimal und gibst mir ein Bild, habe ich es auch schon verstanden. Wie habe ich gesagt, der Heuschnupfen ist mir auf die Ohren geschlagen. Und das ist nicht ohne. Verflixte Hühnerfüße, was ist denn das? Ich drehe mal hier auf 11. So, damit ihr also was hören kann. Also wenn du Hühnerfüße in den Ohren hast, dann haben wir gerade noch ein anderes Problem. aber warum? Das aber Huhn lebt ja noch. An dieser Stelle sollten wir darauf hinweisen, dass kein Tier irgendwie zu Schaden gekommen ist während der Sendung. Das waren alles Gummihühner. Das Schöne am Audioformat ist ja, man kann Welten erzeugen in den Köpfen, die es ja hier real gar nicht gibt. Ja. Nugget im Ohr? Zum Beispiel. Schöner Hinweis aus dem Chat. Schön kross frittiert. Das arme Tier. wir sind hier zusammengekommen, um einen Sendegarten aufzunehmen. Natürlich. Aber wir wollen nicht vergessen, erstmal so ein bisschen in die Welt zu gucken. Und ich möchte ganz besonders an dieser Stelle die Schweizer Podcasterinnen und Podcaster grüßen. Die Schweiz liegt mir gerade seit ein paar Tagen besonders am Herzen, weil ich natürlich mit ihr gemeinsam gegen die Les Bleus-Nation gewonnen habe bei dem EM-Spiel, was ich eigentlich nur so nebenbei gucken wollte und was mich total in den Bann gezogen hat. Ehrlich gesagt, Fußball interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, aber das war ein großartiges Spiel und das hat wirklich ganz viel Freude gemacht. Und an der Stelle dicken Gruß an die Schweizer und auch eine kleine besondere Erwähnung an den Herrn Poughkeepsie, der mir nämlich geschrieben hat, dass wir überhaupt nicht mehr über die Schweizer Podcast-Szene sprechen. Das ist keine Absicht. Meldet euch einfach gerne. Also überhaupt
alle Podcasterinnen und Podcaster, die mal Lust haben, auf die Gartenbank zu kommen, meldet euch einfach. Sagt einfach, hallo, haben Lust, wir kommen mal vorbei und dann suchen wir, ob wir das irgendwie terminlich hinkriegen. Die Gartenbank ist überhaupt nicht irgendwie exklusiv oder so. Und das hat auch der Stefan festgestellt, als wir nämlich den Termin mit ihm gemacht haben, sagte er, ach, wenn ich gewusst hätte, dass das so einfach ist, hätte ich mich viel früher schon mal gemeldet. Das wusstest du nicht, Stefan. Ja, komm mal, so beim ersten Mal musste ich da ja schon, also da muss ich ja Dinge tun für. So na komm, irgendwie. Aber die drei Aufgaben waren doch recht einfach, oder? Oh ja, das war lustig, wobei Sebastian auch so Strom weg war. Zum Glück passiert das ja nie. Aber irgendjemand hat gerade gesagt, als ich sagte, das wäre ein tolles Fußballspiel gewesen. Ja, wer war das? Vera, hast du das gesagt? Das war ich, ja. Ich habe es geguckt und es war wirklich sehr... Ja, nee, es war sehr, sehr spannend auch. Also ich fand es sehr, beide Seiten waren stark und das Elfmeterschießen war dann auch, also ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ein Spiel derartig oft so den Favoriten gewechselt hat. Mhm. Also irgendwann war ja klar, ach ja, die einen haben gewonnen, das ist jetzt eine sichere Kiste und dann machen die innerhalb von 90 Sekunden zwei Tore und damit war alles wieder offen. So, hä, was ist denn jetzt passiert? Und dann dreht sich plötzlich die Welt wieder um. Also völlig irre. Das war wirklich eine Sternstunde. Und dann natürlich der Underdog, die Schweizer. Ehrlich gesagt, sind sie jetzt schon Europameister des Herzens, würde ich sagen. Ich würde ihnen ja auch den Titel wünschen, aber ich fürchte, die können nicht mehr laufen nach dem Spiel. Die haben so viel Muskelkater bis zur Halskrause, wann sind die wieder dran am Wochenende oder so, dass das nicht mehr so gut gehen wird. Aber das ist totaler Einsatz. Super, super, super. Das war ja irgendwie bei Island war das Phänomen ja auch irgendwie so ein bisschen, ne? So kleines Land und eigentlich kompletter Underdog und die haben ja dann auch relativ schwer gerockt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, schön. Das ist immer gut, wenn die Underdogs so ein bisschen hochkommen. Genau. Vera, was? Das war nicht in dieser EM, sondern bei der letzten WM war das, ne? WM, ne? Ich glaube, WM war das. Also ich als die so, keine Ahnung, so krass erfolgreich waren im Vergleich. Ich verfolge das, wie gesagt. Ich habe jetzt am Dienstag das Spiel der deutschen Nationalmannschaft, war ja einen Tag später und ich war noch so in dieser Euphorie von diesem Schweiz-Frankreich-Spiel und dann sieht man so dieses andere Spiel, also sie haben sich ja auch bewegt, die waren ja auch irgendwie aktiv und athletisch, aber das war irgendwie ein komplett anderes Bild. Das war so eher so, mir fehlen die Worte dafür. Ich hätte gerne so, ich wäre gerne so eloquent wie die Dame im ZDF, die kann das ganz wunderbar erklären immer, diese Torhüterin, großartig. Du musst dir die Fußballphrasen, musst du dir einfach bei dem, wie heißt der, Reinhold Remscheid angucken? Ja, das sind aber, was die Fußballfrau da macht, sind keine Phrasen, die analysiert das richtig gut. Und übrigens die beiden Herren auch, geben auch keine, nur so Phrasen her. Der Reporter da, also der, wie nennt man das denn, was da so in der Mitte sitzt, wie ich jetzt hier, Moderator? Ja, ne? Moderator. Der ist ein bisschen hölzern. Wo ich immer denke, lass doch deine Gäste reden. Aber wem sag ich das? Also ich habe jetzt in den letzten 7 Minuten mehr erfahren über dieses ganze Fußballthema als in den letzten 4 Wochen. Als du je wolltest, erfahren wolltest. Also ich habe es bisher tatsächlich erfolgreich vermieden gehabt. Ich hatte nur unlängst mit meiner Mutter kurz telefoniert neulich. Da habe ich dann erfahren, dass mein Deutschlandfähnchen in der Kiste bleiben kann. Aber ansonsten war ich da eigentlich bisher mit völligem Unwissen absolut glücklich. Aber es ist total schön zu sehen, dass ihr da irgendwie voll Spaß dran habt. Ich muss gerade gucken, ob das schon 21 Uhr ist. Ist es nicht. Also ist das dann quasi bei dir sowas Ähnliches wie WEM? Also, Last EM. Ja, so jedes Jahr zu Weihnachten dann. Ach so, Last Christmas. Ja. Also ich apropos letztes Jahr oder Last Christmas. Ich war total verwirrt, als ich diese ganzen Werbeeinblendungen gesehen habe und da stand da immer Euro 2020. Erst habe ich das so hingenommen, ne? Ja, ist ja alles richtig. Und so ganz langsam stieg bei mir so im Hinterkopf der Zweifel hoch. Ich schreibe doch immer 2021, wenn ich irgendwo mal irgendwas stimmt doch hier nicht, ne?
Und dann hat mich meine Frau aufgeklärt. Die sagte, ja, doch. Also dieses ganze Umetikettieren und neue Plakate drucken, es wäre so teuer geworden, hat man einfach die haben einfach die EM quasi im Titel vom letzten Jahr gelassen. Aha, habe ich nur gedacht. Ja, die haben den ganzen Format schon gedruckt gehabt. Jetzt rein so ökologisch ist das schon nicht schlecht. Das erklärt aber, warum ich irgendwie so ein bisschen gestolpert bin im Kopf, weil mein Fähnchen ist ja von 2008. Da gab es ja so ein Spiel Deutschland gegen Österreich. Da sind meine Eltern sogar gerade zufällig hier gewesen und hat mir dieses Fähnchen mitgebracht. Und ich habe es die ganze Zeit eigentlich nur dafür verwendet, einen österreichischen Bekannten damit zu hauen, der die ganze Zeit blöde Kommentare gegeben hat beim Spiel. Weil ich dachte immer, das sind ja immer so 4 Jahre, aber wir haben ja 21, das ist ja jetzt nicht 4 Jahre. Na okay, das erklärt es natürlich. Genau, also in der Fußballwelt, das ist wie die Spieltage, die liegen halt auch immer irgendwie. Dann ist 18. Spieltag, aber der ist dann zwischen dem 18. und dem 19. Spieltag liegt ungefähr doppelt so lange wie zwischen dem 17. und dem 18. oder so. Aber das ist völlig egal. Was kommt dann? So kann dann auch die Euro 20, EM, 2 Euro, wie auch immer, dieses Ereignis. Ach, das darf man alles nicht so. Bald wird es noch ein bisschen verwirrender, weil die Olympischen Spiele 2020 ja auch dieses Jahr noch sind, ne? Also nur, dass ihr das schon mal. Aha, okay. Die werden ja dieses Jahr auch nachgeholt. In 2 Wochen fängt es, glaube ich, an. Der Chat schlägt vor Fußballschaltjahr. Genau. genau, richtig. Es gibt eine Verlängerung. Das ist genau, wir sind jetzt in der Verlängerung der EM 2020. Die findet dann eben erst im Juni 2021 statt, im Nachspiel sozusagen. Es wird ein Nachspiel haben. Ich meine jetzt so mit der ganzen Pandemie ist dann alles mit dem Sudden Death ist dann bei Dings, bei Eishockey. Ich dachte, Sudden Dice ist wieder was anderes. Ich wollte gerade sagen, wie bringst du jetzt geschickt dein Angebot hier rein? Raffiniert. ich bin da ja nur hier quasi der Sprechsklave, also mein Angebot. Also ja. Da haben andere, die gerade zufällig auch im Chat sind, einen sehr, sehr viel größeren Anteil als ich. Ja, aber das mit diesem, sobald ein entscheidendes Tor fällt in der Verlängerung, ist die Verlängerung beendet. Das gab es ja, glaube ich, nur ein einziges Mal. Und das war so abturnend irgendwie. Der Ball war drin und dann war das Spiel plötzlich zu Ende und alle haben sich angeguckt und gesagt, hä, was ist denn jetzt los? Das haben sie dann ganz schnell wieder abgeschafft. Also das gibt's nicht mehr, glaube ich. Jetzt muss tatsächlich dann nachgespielt werden bis der Schiri pfeift. So, dann ist erst Schluss. Aber das Spiel Schweiz-Frankreich, das war ja noch nicht mal dann entschieden und auch nicht nach den ersten 2 oder 3 oder 4 Elfmeterschießen, sondern wirklich mit dem allerletzten. Und dann war noch, dann guckte der Torwart noch so ein bisschen ungläubig, habe ich den jetzt gehalten? Gilt das? Oder habe ich doch irgendwie die verbotene Bewegung gemacht, von der vorher immer die Rede war, weil man nur neue Regeln definiert hat und noch nicht alle so ganz sattelfest damit sind? Und dann war plötzlich dann doch gewonnen. Also so ein verrücktes Spiel. Das war wirklich, also allein fürs Spiel und zu gucken, wie die Leute sich gegenseitig auch so ein bisschen motivieren. Also die Schweizer, die haben, das war eine richtig schöne Truppe. Die haben sich auch gegenseitig so angespornt und so. Das war schön zu sehen. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich glaube, nicht nur ich will wissen, was zur Hölle ist die verbotene Bewegung? Das hat irgendwas mit den Füßen und der weißen Linie zu tun. Die dürfen die weiße Linie nicht betreten, also die müssen die betreten und dürfen die nicht, keine Ahnung. Dürfen nicht zu sie viel erst verlassen mit beiden Beinen, ein Bein muss immer noch auf der Linie sein, der darf nicht quasi hochspringen oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas, genau. Also solange sie nicht auf den Rasen treten, ist alles in Ordnung. So ungefähr. Nein, es ist nicht die RAF, die verbotene Bewegung. Herr im Himmel. Was haben wir denn für Leute im Chat hier? Also wirklich. Also ich guck kurz auf den Nickname. Ich hatte auch an die RAF gedacht, gebe ich zu. Oh meine Güte. Nein, es ist ja völlig unpolitisch. Eigentlich sind wir auch unsportlich, aber besondere Ereignisse kann man auch. Also eigentlich könnte man nach dem Spiel könnte man die eben auch aufhören. Also. Seid ihr denn jetzt aber, ach ja, dann jetzt geht's aber mal. Wie traurig seid ihr denn, dass die deutsche Mannschaft Kein nicht mehr dabei Stück. Ist?
Kein Stück? So, kein Stück. Es ist genauso gekommen, wie ich es erwartet habe. Also ich hätte schon gedacht, dass sie in der Vorrunde rausfliegen tatsächlich. Aber ich bin jetzt auch nicht Fan der deutschen Nationalmannschaft. Also war ich irgendwie noch nie, dass ich so Lokalpatriotismus und yay und Fähnchen schwingen und so. Nee. Das ist aber mal überhaupt eine Beobachtung. Also ich bin ja seit mittlerweile fast 16 Jahren, die ich hier in Österreich wohne. Und was mir halt aufgefallen ist, als ich hier damals hergezogen bin, Winter 2005, dass hier alles mit Rot-Weiß-Rot ist. Also halt die Nationalflagge, halt die Farben. Du hast einen Joghurt mit Rot-Weiß-Rot, die Nachricht mit Rot-Weiß-Rot. Du hast irgendwelche Sachen made in Austria mit Rot-Weiß-Rot, alles, ja. Und das kannte ich halt irgendwie aus Deutschland alles überhaupt gar nicht. Und dann war halt wirklich 2008, das war auch eine EM, ne? Ja. Wo dann tatsächlich so die ersten paar Male wirklich groß Schwarz-Rot-Gold halt auch in Schaufenstern war und hier mit den Autofähnchen und allem möglichen Gedöns. Das war so das erste Mal, dass ich halt wirklich in meinem Leben so ein Anflug von Nationalstolz in Deutschland gesehen habe. War wirklich das erste Mal. Und das war schon spannend. Also seither beobachte ich das dann halt auch, dass es halt entsprechend mehr wird. Aber wir sind halt auch wirklich seit eben nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg halt, eigentlich ziemlich ohne Nationalstolz großgezogen worden und halt, ja. Das kam halt auch irgendwo nie wirklich durch. Also ja klar, in der Schule haben wir halt dann mal die Hymne gelernt und so, aber ansonsten, das war's halt. Und finde ich halt schon total spannend, wo ich mir dann denke, okay, Fußball scheint das Einzige zu sein, was Deutschland halt hat, wo es dann mal diesen Nationalstolz auspackt, wobei ich jetzt an dieser Stelle auch kurz anmerken möchte, dass ich das jetzt auch nicht schlimm finde. Und gerade in der jetzigen politischen Situation müssen wir jetzt auch im Rest des Lebens nicht unbedingt direkt damit anfangen. Also wäre jetzt wahrscheinlich genau die falsche Richtung wahrscheinlich. Aber das war jetzt nur so als Fußnote. Ja, ich teile deinen Eindruck. So ist mir das damals auch aufgefallen, dass ich gedacht habe, ach, wir haben bisher immer so ein bisschen so einen Bogen drumherum gemacht, so um dieses Symbol. Das kam dann immer an hohen Feiertagen, wurde das irgendwann draußen aufgehängt oder so. Aber ansonsten war das immer, oh, nee, das ist nicht so wichtig. Und dann kam das tatsächlich raus, auch diese, wie du schon sagst, am Auto, auch über diese Außenspiegel, dass da so Dinger gezogen wurden, wo ich dann auch schon dachte, meine Güte, jetzt ist aber langsam mal gut. Andererseits habe ich gedacht, es ist so ein bisschen die Scheu gefallen und man nimmt das einfach so selbstverständlich hin, fand das wiederum, wie soll man das sagen, erleichternd, so eine Selbstverständlichkeit geworden. Ich habe allerdings das Gefühl, dass gerade in der Gesellschaft auch so ein bisschen wieder dieses Nationalbewusstsein, Nationalstolz oder so dann gewachsen ist. Ich will keinen kausalen Zusammenhang herstellen, das wäre wahrscheinlich zu weit hergeholt, aber könnte wieder ein bisschen weniger sein. Ich wäre ja sowieso mehr für die Europaflagge oder für die Flagge vom... Wobei, aber naja, bitte. Bei Europaflagge wäre ich bei. Wobei ich da einwerfen kann, dass ich dahingehend ja schon zumindest so frühkindlich ein bisschen anders sozialisiert worden bin. Also, ne, ich bin ja quasi hier auf der anderen Seite vom eisernen Vorhang da groß geworden und da hier Schwarz-Rot-Gold mit Hammer-Zirkel-Ehrenkranz, das hast du überall gesehen und das hattest du überall. Das hatte jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit dem Sinne Nationalstolz zu tun, aber das als Symbol war eigentlich überall. Also direkt dann daneben natürlich hier Hammer und Sichel und Rot und Stern und so. Die Flagge, die war halt schon überall. Also egal wo. Sei es jetzt in irgendwelchen Betrieben gewesen, an irgendwelchen Betrieben gewesen und sowas. Und das ist, glaube ich, eine andere Art von, wie soll ich sagen, ja, Nationalstolz, weiß ich gar nicht, ob das richtige Wort ist, aber halt einfach, glaube ich, eine andere Art Symbolik wahrscheinlich.
Kannst du dich entsinnen, ob die Menschen das von sich aus gemacht haben oder ob das dann doch so verordnet war, mehr oder weniger? Ich meine, gut, ich bin jetzt wie alt gewesen? 7 oder 8, als die Mauer gefallen ist. Zu sagen. Ich glaube, da war ich einfach noch ein bisschen zu lütt, um das wirklich so richtig aktiv mitzubekommen. Ja, macht natürlich schon einen Unterschied, ne? Wenn ich dann quasi, du kommst halt in die Firma und du hast nicht das richtige, die richtige Flagge irgendwie dabei und du wirst sofort gerügt, weil ne, heute ist ja der und der Feiertag und dann hast du gefälligst das richtige Ding mitzubringen. Oder so wie ich groß geworden bin, das ist überhaupt völlig wurscht. Also ich habe mich jetzt nicht einer BRD irgendwie zugehörig gefühlt. Ich war einfach, ja. Ja, weiß ich nicht. Also das Ding dabei ist halt, also viele Firmen, also viele privatwirtschaftliche Firmen gab es ja nicht. Das waren ja alles volkseigene Betriebe. Dadurch gehörten die natürlich dem Volk und da wurde dann natürlich auch entsprechendes Label drauf geklatscht. Ne? Ja. Ja. Hat eine gewisse Logik irgendwie, aber ja. Ja, ist ja auch ein Stück Identifikation. Heute heißt das Corporate Identity oder so. Ihr habt euch einfach da mit der Deutschlandflagge, mit dem Ehrenkranz identifiziert, gewollt oder ungewollt. Und ich glaube, also in meiner Jugend, also wenn da jemand die schwarz-rot-goldene Flagge ausgepackt hätte, wäre schräg angeguckt worden. So, was ist denn mit dir los? Mhm. Auf welchem Dampfer bist du gerade unterwegs? Also das war irgendwie nicht so. Nicht, dass man da wirklich dagegen gewesen wäre, aber es war einfach gegenstandslos. Wie gesagt, das war für hohe Feiertage. Ja? Oder wenn der Präsident irgendwie eine Ansprache hält, dann gehört das in den Hintergrund als Deko. Aber mehr war das eigentlich nicht in meinem Erleben. Same, same. Ja, das irgendwie fand ich das auch okay. Also wie gesagt, dieses, wir greifen jetzt mal alle zur Flagge und wenn Deutschland spielt, dann hängt jetzt an jedem Balkon irgendwie die schwarz-rot-goldene Flagge. Ich habe das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen gesehen. Fand das immer gut, wenn dann der Nachbar aus Italien oder so mit seinen italienischen Wurzeln hat er dann seine Flagge aufgehängt und gegenüber war, der BVB-Fan hat dann mal eben die BVB-Flagge rausgehängt oder so als Gegenwurf. Das ist so ein bisschen so ein Battle, das fand ich immer ganz witzig. Aber dass man jetzt sich auf diese blöde Flagge da irgendwas einbildet, nach dem Motto, wir sind eine große Nation und wir müssen jetzt unbedingt irgendwie was gewinnen oder dahinter stehen. Also ich wäre bei dieser Europa-Flagge dabei. Ja, genau. Ja. Oder wie Lars das letzte Mal gesagt hat, ne? Der Matthias Maurer ist ein europäischer Astronaut mit deutschem Pass oder so, ne? So war das. Ja, wobei, das habe ich nur wiedergegeben. Ich glaube, Jan Wörner hatte mir das mal so gesagt. Ja, ist doch schön. Ja, super. Ja, auf sowas können wir uns einigen. Das ist okay. Ja, also am besten Weltbürgerin. Ja. Auch das, also auch Europa ist ja ein fiktiver, also es gibt ja, wir erleben es hier in Deutschland natürlich nicht, weil wir umgeben sind von europäischen anderen Ländern, aber es gibt natürlich auch da harte Grenzen. Also da, wo Europa endet und das Nicht-Europa anfängt, da stehen schon Soldaten und passen auf, dass da keiner reinrennt, der nicht hingehört. Da gibt es diese ganz fiesen Auseinandersetzungen, die sehen wir nur nicht. Und deswegen fühlt sich das alles so kuschelig an. Genau, Frontex und so, ne? Ja, wir wollten heute gute Laune haben, ne? Richtig, richtig. Ja, bitte. Also. Machen wir doch bitte die Ecke vom Garten erstmal wacker wieder zu. Wir erlauben uns dann hier diesen Tunnelblick in den Maulwurfshaufen, genau. Ja, sonst wären wir aber auch einfach heute nicht mehr fertig mit dem Aufregen. Aber wer will denn fertig werden mit Aufregen? Ja, morgen dann wieder, okay. Nein, wir wollen doch einen ganz entspannten Sendegartenabend haben. Also ganz einfach und schlicht. Wir hatten die Tage irgendwann mal das Wort Einfachheit. Wie war das denn noch? Im Vorgespräch habe ich das zusammengekriegt. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Da war ich noch nicht da. Lars, wie war das noch? Das war, als ich meinte, dass es so einfach war, richtig, hier eingeladen zu werden. Richtig, es war einfach.
Und dann sagte, sag doch einfach Sendegarten. Ne? Das war doch der Spruch von Lars, oder? Einfach Sendegarten war, du hattest was geschrieben, einfach ist der zweite Vorname vom Sendegarten. Ah, ja, 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 genau, das und, war's, genau. Und ich sagte, es ist der erste. Ich, ja, jetzt so rum wird's, jetzt, genau. So, so um was. Und eben, weil Stefan gesagt hat, wenn es so einfach ist, dann hätte ich auch früher mal kommen können. Mal eine Frage an dich, Stefan. Wie hat das denn gewirkt als verschlossener Gral hier? Nee, also ich war ja, ja schon in mal der 54, da. Genau. Genau, da habe ich natürlich vorher nachgeguckt, in welcher ich da gewesen bin. Das war die 54. Das stimmt. Aber ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, auf jeden Fall. Also ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon alle eine Weile und ich rede halt gern mit euch und von daher. Oh, das ist lieb. Wir reden auch gern mit dir. Genau. Oh, danke schön. Ja, fein. Ja, also du warst in der 54 da, das war im Jahr 2018, glaube ich. Ne? Ich habe es rausgesucht. Schon wieder lange her. Wo ist es denn? Wo ist denn deine Karte hier? Im Buch? August 2018, da hat mein Gedächtnis doch mal nicht getrügt, siehste. Da haben wir nämlich über das Potsdok gesprochen, genau, also irgendwas, über das damalige. Ich wollte gerade sagen, das war irgendwas ja. Nach Potsdok muss das gewesen genau. Sein. Weil wir wissen wollten, zwischen Ansgar und Ausgar, den Unterschied, den mussten wir, glaube ich. Ja, stimmt. Diese wunderschöne Sache. Okay. Ja, aber bevor wir das näher nochmal beleuchten und quasi uns dann zurückerinnern, was war denn da und was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Also ähnlich wie in der letzten Episode mit Frank, wo wir auch gesagt haben, ja, wir haben eine gewisse Basis gelegt in einer Folge und jetzt wollen wir mal gucken, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Ist jetzt wieder reiner Zufall. Man könnte natürlich wieder reindeuten. Alle, die glauben, wir würden hier einen Sendeplan verfolgen, das ist ja jetzt Absicht, das sind ja jetzt die Wiederkehrfolgen, wie nennt man das? Das sind die Leute, die den geheimen Code in den Titeln vom Sendegarten noch nicht erkannt haben. Das durfte ich jetzt sagen, genau, oder? Genau, das sind die den geheimen Code noch nicht erkannt haben, genau. Nein, du hast eine Recall-Karte bekommen, das ist es, was ich suchte. Und der Frank auch, aber nein, es ist wieder reiner Zufall. Martin, an welcher Stelle ist denn der richtige Zeitpunkt, um dich ganz kurz auf diesen Plan da aufmerksam zu machen, dass ja die Vera gesagt hatte, dass sie heute recht früh weg muss und ihre Setzlinge vielleicht vorgezogen werden sollten? Das ist eine gute Idee, darüber jetzt nachzudenken. Wir haben uns überlegt, wenn du in den Sendeplan guckst, dass wir eine Vorgartenbank haben. Und vor der Gartenbank, eine Vorgartenbank, und da kann Vera ihre Punkte unterbringen, weil die muss nämlich dann früh weg. Was hältst du von der Idee? Weil nämlich die doofe Brücke nicht da diese ist. Diese blöde Brücke nämlich. Deswegen muss ich morgen um kurz vor 4, also es steht eine 3 vorne beim Wecker, muss ich morgen aufstehen. Oh, eben. Und deswegen will ich früh ins Bett, also so früh wie ich kann. Und deswegen würde ich mich dann auf die Vorgartenbank setzen, genau. Aber jetzt für alle, die genauso dumm sind wie ich noch vor einer halben Stunde. Blöde Brücke. Was hat es damit auf sich? Wieso gibt es eine Brücke, die dich vom Schlafen abhält? Ja, also es gibt die Salzbachtalbrücke gibt es in Wiesbaden, die im Moment gerade eigentlich schon vorher einseitig gesperrt war, weil der Nordteil der Brücke oder der Südteil, was weiß ich, keine Ahnung, ein Teil der Brücke sollte abgerissen werden und dieser Teil hat sich dann abgesenkt, ohne dass es gewollt war. Und jetzt besteht akute Einsturzgefahr und deswegen ist alles auf der Brücke und unter der Brücke gesperrt und dazu zählen die Bahnschienen, die von Wiesbadener Hauptbahnhof rausfahren in die Welt. Und deswegen fährt jetzt noch ein einziger Zug in Wiesbaden, der fährt aber nicht um die Zeit, wann ich ihn brauche und deswegen muss ich einfach zu einer ganz, ganz anderen Bushaltestelle laufen, einen ganz, ganz anderen Bus nehmen, der auch noch viel früher fährt als den ich sonst nehme, um nach Wiesbaden-Ost zu kommen, was an den Toren von Wiesbaden liegt. Und ja, deswegen muss ich einfach früher aufstehen. Und bin knapp anderthalb bis zwei Stunden unterwegs und nicht eine Stunde wie sonst zur Arbeit. Ja. Aber Moment, wenn du sagst, es fährt nur ein einziger Zug, aber also einer traut sich unter der Brücke durch, so nee, der nimmt da ganz viel Anlauf Zug, und tschusch.
Genau, das ist der einzige Zug, der nicht unter der Brücke durchführt, die einzige Schienenstrecke. Ach so. Das ist ein Kopfbahnhof und alle fahren halt unter dieser Brücke durch. Und eine fährt dran vorbei und fährt in die andere Richtung. Ach so. Ja, das heißt, ganz Wiesbaden ist momentan halt nicht erreichbar. Wiesbaden ist nicht erreichbar, nur mit Schienenersatzverkehr. Und zusätzlich, das kommt auch noch dazu, streiken gerade die BusfahrerInnen in Mainz und Wiesbaden und Mainz teilen sich ein paar Buslinien. Und deswegen ist es dann jeden Tag spannend, so kommt jetzt mein Bus oder nicht. Also rein theoretisch wird der Bus, den ich morgen nehmen muss, nicht bestreikt, aber das will nichts heißen. Also theopraktisch genau. Wirst du das dann morgen früh rausfinden. Ja, das war übrigens mein erstes Encounter mit Wiesbaden übrigens. Mhm, ja, ja. Ja, stimmt, das war weil genau ich ja unlängst gerade da warst. War. Ja, stimmt, genau. Das war genau da, ja. Nee, und wie gesagt, diese Brücke sollte eigentlich im Herbst abgerissen werden, also so stückweise und damit der eine Teil halt noch befahren werden kann. Und jetzt werden einfach beide Teile gesprengt demnächst. Und dann heißt es 2 Jahre, oder der eine Teil wird gesprengt und beim anderen Teil ist nicht klar, ob der das aushält. Und deswegen wird es wohl so sein, dass jetzt 2 Jahre die Autobahn dann unterbrochen ist. Aber das Gute ist, dadurch, dass die ja eh abgerissen werden sollte, sind wenigstens schon ein paar Teile fertig von der Brücke. Also es dauert dann halt nicht 4 Jahre, sondern nur 2 oder wie auch immer. Die Zahlen weiß ich jetzt nicht im Kopf, aber sehr viel weniger lang als geplant. Muss ja positiv denken. Ja, also ich brauche die Autobahn nicht, aber ich brauche die, eigentlich hoffe ich die ganze Zeit darauf, dass die Brücke vielleicht doch ein bisschen früher einstürzt, dann ist die Gefahr wenigstens weg, dann müssen sie nur die Teile aufsammeln und dann können die Bahnen wenigstens wieder fahren. Naja, aber ich glaube, das wird so schnell nichts. Ja, nee, und es ist einfach so, dass halt nicht nur die Autobahn und die Bahnschienen gerade komplett ausgefallen sind, sondern auch noch die verkehrsreichste Straße von Wiesbaden, wo halt auch alles lang fährt. Es ist ja Chaos pur. Okay, an welcher Stelle kommen dann die Rosinenbomber? Also ich meine, wenn man da irgendwelche Hilfspakete nach Wiesbaden schicken muss, sagst du Bescheid. Die Rosinenbomber, ne, sind früher aus Wiesbaden tatsächlich nach Berlin geflogen auch. den Flughafen mehr. Hätten wir noch. Also die Airbase, Amis ist immer noch da, also das wär's. Ja gut, Berlin und Flughäfen, das ja, ist und, ja wieder eine andere nach Story. Nach dem letzten vor Ort Potsdok habe ich die Rosinenbomber tatsächlich noch fliegen sehen, weil die hier nämlich dann ausgestellt waren und das hatte ich dann verpasst, die Flugshow, und als sie dann aber zurückgeflogen sind, habe ich das dann noch mitgekriegt. Sowas wollte ich immer mal fliegen. Sehr cool. Ja. Als ich klein war, habe ich gesagt, sowas würde ich gerne mal fliegen, wenn ich groß bin. Ne? Ich habe auch noch irgendwo ein Bild, muss ich gleich mal dann raussuchen. Naja, und deswegen muss ich halt morgen in, ich kann nicht rechnen. Zu früh. In 7 Stunden aufstehen. Ja. Um es mit den Worten der schlauesten Giersche der Welt zu sagen, einstellig Uhrzeiten sollen nicht fallen. Genau. Ich schließe mich dem vorbehaltlos an. Ja, also okay, zumindest also komme ich nicht in den Stau. Das ist schon mal gut, weil ich vor dem Stau unterwegs bin. Das ist die positive Seite. Ja, wer will schon um die Zeit im Stau stehen? Mhm. Doch keiner. Kein Nee und kein Näher. Aber wir könnten um diese Zeit jetzt auf der Vorgartenbank sitzen. Mhm. Ja, das machen wir auch gleich. Aber wir müssen eben noch gucken, was wir für neue Ernte eingesammelt haben, bitte. Und das machen wir doch mal eben. Gucken wir auf die neue Ernte. Und da möchte ich nur kurz auf den André, den Kompott, eingehen oder erzählen, was er uns geschrieben hat. Er hat mal wieder in seiner bewährten Art mehrere Tweets so nacheinander fallen lassen und kommentiert, was ich nehme an, gleichzeitig zu dem, was er gehört hat. Das hat er ja, glaube ich, schon mal bestätigt. Also er schrieb: Ich möchte nicht im Flugzeug sitzen, wo ich das Gefühl habe, mein Nachbar hat eine Granate im Schuh. Einfache Lösung, selbst eine dabei haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass 2 Bomben in einem Flieger sind, ist extrem gering. Ah, okay. Zweiter Kommentar war: Zoom ist mir nicht letztes Jahr zuerst begegnet, sondern Mitte 2019. Da gibt es einen Link zu medium.com und die haben ein Sicherheitsloch auf dem Mac aufgemacht. Okay. Ja, Zoom hat auch
eine bewegte Geschichte. Und, aber ich glaube, die tun was dagegen. Also die sind da noch auf dem Kiwis. Ich habe letztens eine Zoom-Videokonferenz gemacht mit 12 Leuten, Ende zu Ende verschlüsselt. Jedenfalls nach der Anleitung, die sie da gegeben haben. Das war super stabil. Sonst heißt es immer, ja, die Verschlüsselung, das raubt ja so viel Kapazität. Das ist dann keine stabile Verbindung. Also wenn sie uns da jetzt nicht das Blaue vom Himmel vorgelogen haben, dann hat das echt gut funktioniert. Also muss man schon sagen, wenn man will, geht das schon irgendwie. Na gut, das hab ich jetzt gesagt, ne? Das hat nicht der Kompott geschrieben. Jetzt wieder Kompott. Wir hatten ja letztens den Frank zu Gast und das bezieht sich auf den Frank. Der erwähnte Mailonator Newsgroups, muss ich schmunzeln. Alt-Sys-Admin-Recovery habe ich mir nur lesend zugetraut und damals als Arcor einen offenen Server betrieb, die SZAF-Gruppe. Ja, ist wieder was für Bisamratten. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und als letztes haben wir ja darüber Auschwitz gesprochen, über den neuen Podcaster und wie wir dazu zu stehen. Da schrieb er, ich habe Auschwitz bei einer Stufenreise besucht und an dem Tag, als wir dann noch Buchenwald aufgesucht haben, ging es mir körperlich schon nicht gut. Da bin ich lieber nicht noch auf das Gelände gegangen. Also er trägt den Vorbehalt, den wir da geäußert haben, auch mit. Ganz herzlichen Dank für die Anmerkungen von dir und an dich, André. Gut, dann haben wir noch einen Setzling zugeworfen bekommen, der kommt aber dann, wo die Setzlinge sind, also die richtigen, also wo die Setzlinge üblicherweise nicht die richtigen, das heißt ja, dass jetzt die falschen kommen, das wäre natürlich falsch, aber jetzt kommen die Setzlinge, die Vera mitgebracht hat und an der Stelle geht der Gruß an den Fasermann. Vera, was hast du mitgebracht? Moment, ich muss gerade das öffnen und zwar Fasermann hat mir, also über Sven, über noch irgendwen, ich weiß nicht, es waren viele Menschen involviert, dass wir heute diesen Podcast hier vorstellen, und zwar der Geotalk SH, in dem Emil und Onno aus Kiel übers Geocachen reden, und die beiden sind wohl noch so vorm Stimmbruch, also noch etwas jung und sind wohl ziemliche Profis, so wie ich das gehört habe. Ich habe jetzt selbst noch nicht reingehört, aber ich habe versprochen, diesen Podcast hier vorzustellen. Sag nochmal den Namen, Geocaching SH oder wie war der? Genau, also so habe ich das jetzt verstanden. Schleswig-Holstein SH. Schleswig-Holstein, genau, also die sind aus Kiel und sind da in dem Raum beim Geocachen. Geocaching-Profis, die noch vom Stimmbruch sind. Hm. Okay. Die konnten wahrscheinlich auch alle Dinosaurier. Ich bin sicher. Ja, ist wunderbar. Das war der eine. Ich glaube, du hast zwei mitgebracht, oder? Genau, ich habe noch einen. Ah, dann her damit. Und zwar, also es gibt, die sind mir irgendwann dieses Jahr erst begegnet. Die sind jetzt so auf TikTok sehr, sehr bekannt, die beiden. Iris Gavritsch und Matthias Renger. Sind sehr, sehr lustig und haben jetzt halt einen Podcast auch, der Couple Off heißt, also ja, Pärchen. Es ist ein Wortspiel, weil die dann immer in jeder Folge über Dinge sprechen und dann halt so einen Wortwitz draus machen. Couple Off Dates hatten sie jetzt. Naja, auf jeden Fall finde ich das sehr lustig. Also die beiden vor allem, und ja, es ist zwar auch also so quasi ein Firmenpodcast sozusagen, aber es ist toll, weil die zum Beispiel auch als Outro immer MusikerInnen einladen, denen halt Stücke zu schicken, und dann nehmen sie das als Outro und haben halt nicht irgendwie was Vorgefertigtes oder so. Finde ich gut. Ich mag schön. Die beiden. Die kennst du aus eigener Ich kenne sie nicht persönlich. Ich kenne sie tatsächlich aber von Anhörung, genau. Ich habe jetzt die ersten beiden Teile gehört und muss sagen, ich finde es sehr lustig. Sehr schön, sehr schön. Was war denn gerade mit TikTok? Du hast gesagt, die sind auf TikTok auch aktiv? Die haben irgendwie letztes Jahr angefangen, auf TikTok lustige Videos zu machen, die sie dann auf Instagram geteilt haben. Und ich denn da? Ich glaube, Paul Bukowski, der Autor, der hat das dann mal geteilt, und ich lache Tränen manchmal, wenn ich die Videos gucke. Es ist einfach sehr, sehr lustig. Toll. Ja, schön. Das sind zwei schöne Setzlinge. Wunderbar. Dankeschön dafür.
Bei TikTok fällt mir ein, dass ich heute Morgen gelesen habe, TikTok hat mal eben 1,7 Millionen Nutzer ausgesperrt, rausgeworfen, weil die wohl die Mindestaltergrenze nicht erreicht haben. Das waren also, ich weiß nicht, wie alt man sagen muss, 13 oder so. Dann haben die mal einfach 1,7 Millionen User, wo man dann denken würde, oh, dann geht ja der Dienst in die Knie. Das ist noch nicht mal 1% der weltweiten Nutzer. Also dieser Dienst, der ist ja irgendwie explodiert. Ist ein aktiver Nutzer hier im Kreis? Ich bin da auch nicht. Also mir werden ganz oft TikTok-Videos irgendwie in Twitter oder irgendwie andere Timelines gespült. Deswegen brauche ich da eigentlich mich gar nicht anzumelden, glaube ich, weil ich würde da, glaube ich. Kriegst eh alles mit. Ich kriege eh alles mit oder zum Großteil. Und ich glaube, ich würde zu denen gehören, die da drin versumpfen und. Dann ja, schütze ich mich lieber selbst davor, dass ich dann nicht die ganze Zeit dann am Gucken bin. Ach, Freundin von mir und Judith aus der Kitchen, die macht es aktiv, also was heißt aktiv, also sie ist selber nicht, also sie macht da glaube ich keine Videos und Zeug, aber sie... Ich wurde gerade kurz ein bisschen verwirrt. Sie guckt sich da halt relativ viel an und sie hat ihre TikTok-Zeit jetzt irgendwie massiv begrenzt auf, keine Ahnung, eine halbe Stunde pro Tag oder so, weil sie halt auch so der Typ Mensch ist, die dann halt da drin komplett versackt und. Ist das noch mehr reinziehend als Twitter? Ja, weil das ist, glaube ich, dann so rein vom Konsumieren ist es halt dann irgendwie noch mehr. Mhm. Nee, weil man dann von einem Video zum nächsten, dann sind die so kurz und ach, das eine und ach, das ist ja lustig, dann gucke ich mir mal, die Videos sind ja nur 10 Sekunden, dann gucke ich mir mal alle Videos von XY an und so. Also ich glaube, ich würde mich da echt drin verlieren und deswegen Eigenschutz geht davor und dann sind die ja auch so mit der Policy da nicht so, also dass die ja auch irgendwie... Ja, die haben so gewisse. Die haben auch Probleme mit dem Regenbogen, sagen wir es mal vorsichtig, ja. Ja, und so. Und deswegen, brauche ich das. Und wie gesagt, mir werden so viele TikTok-Videos in irgendwelche Timelines gespült, dass ich das eh alles mitkriege. Na gut, aber dann ist jetzt 21 Uhr, das ist doch eine perfekte Zeit zu sagen, dann gute Nacht. Und jetzt fängt das Spiel Nase. An, okay. Und dann werde ich jetzt ins Bettchen gehen. Tu das. Ja, danke schön, dass du bis hier dabei gewesen bist, dass du die Setzlinge mitgebracht hast und eine erholsame Nacht und möglichst morgen früh keine zu blöden Wege. Ja, danke. Na dann. Gut, bis dann. Schlaf rein. Jo, tschüssi. Dann tschüss. Gute Nase ist ja auch wieder so ein Ding. Aber ich habe gerade Sebastians Stimme gehört. Und wenn mich nicht alles täuscht, möchte er auch auf die Vorgartenbank. Gerade wo Vera weg ist, ist ja jetzt gerade Platz. So, bitte, setz dich. Das können wir jetzt auch im Querbeet dann machen. Also Nee. Wenn das hier steht, dann steht das da. Okay. Also du wolltest das eigentlich mit Vera gemeinsam machen, ne? Die ist zu früh abgehauen. Ja, aber macht ja nichts. Egal, es geht ums Podstock. Wir hatten es ja schon in den Terminen öfters jetzt angekündigt und gesagt, dass wir zu gegebener Zeit darüber reden. Und jetzt ist die Zeit gekommen, zumindest für den Teil, wo man mitmachen kann. Wir haben jetzt den Call for Participation gestartet. Und genau, da geht es darum, dass ihr quasi euch wieder auf unsere digitale Bühne setzen könnt. Im Prinzip, das kann eine normale Podcast-Episode sein, das kann aber auch ein spannender Workshop sein, das kann irgendein Thema, wofür ihr brennt sein, also wie das immer beim Podstock war, dass man da irgendwas, was halt irgendwie euch gerade so bewegt oder ähnliches, das kann es natürlich sein. Also da ist jetzt kein großer, also wir sind jetzt keine Metakonferenz für Podcasting, sodass alles nur Podcast-Bezug haben muss, sondern das kann ruhig auch was anderes sein. Da könnt ihr euch jetzt anmelden und was einreichen bis zum 24.07. Könnt selber entscheiden, ob ihr nur Audio, ob ihr nur Video machen wollt, ob es ein Livestream ist, ob es eine Konserve ist, ob es ein Workshop ist, der dann auch irgendwie mehr Beteiligung hat, also wo andere dann auch aktiv mit teilhaben können, so wie letztes Jahr, wo es auch spannende Diskussionsrunden gab. Im Prinzip, also wer letztes Jahr dabei war, so ähnlich wird das von der Bühne auch wieder her
funktionieren. Ja. Genau. Genauere Infos gibt es unter podstock.de, da ist der Link auch entsprechend zu finden und wo man sich anmelden kann. Hurra! Yay. Bist du dabei, Claudia? Ja, klar. Gut. Machst du auch einen Vortrag? Also ich hörte schon, wir machen eine Podcast-Folge auf jeden Fall. Da sage ich dann nachher bei meinen Setzlingen noch was dazu. Genau, und ja, mal gucken. Vielleicht reiche ich auch so noch was ein. Mal schauen. Themen hast du ja genug. Ja, wobei wir jetzt ja unlängst, als ich jetzt ja dann unterwegs war, wo ich dann hinterher auch in Wiesbaden war, habe ich ja auch hier bei dem Stefan, den wir ja gleich hören, und der Judith vorbeigeschaut. Und dann haben wir mit der Judith ja auch noch so 2-3 Podcast-Folgen aufgenommen und sind halt irgendwie so drauf gekommen, dass halt gerade halt dieser ganze Datenschutzbereich, also für den Datenschutz-Podcast, das macht halt momentan einfach alles keinen Spaß. Also die Themen sind halt wirklich, also es wird langsam echt hart. Es wird wirklich hart. So, also, ja. Ja, aber du hast doch so viel Zeug, wo du am Rumnörden bist, also. Ja, also, ne, also irgendwas anderes auf jeden Fall, aber halt so auch gerade, ne, also dieser, was ich jetzt gerade sagte, halt dieser ganze Datenschutzbereich, da muss ich echt mal gucken, wie wir da weiter tun, weil, ne, also jetzt hier mit Staatstrojaner und Uploadfilter und Luca-App und alles, was halt irgendwie ständig irgendwo hochgeht, es ist halt so. Oh. Es wird irgendwie alles nicht besser. Das ist, ja. Naja, mal gucken. Aber es wohl war. Genau, genau. Aber es gibt ja auch noch viele andere Themen, über die man auch reden kann. Und es ist halt so ein bisschen die Frage mit, ergibt das jetzt gerade irgendwie großartig Sinn, sich da halt auch noch über Luca und den ganzen Krempel halt da halt auch noch mit in den verbalen Kampf zu werfen? Oder ist nicht halt so ein, ja, okay, da reden eh 5 Leute drüber, dann ist es das jetzt halt so. Die üblichen Verdächtigen schweigen ja nicht und 2020 hat mich ausreichend gut zum Schweigen gebracht, dass ich mir denke, der ganze Themenbereich ist jetzt echt müßig. Ja. Vielleicht etwas zur Aufmunterung. China würde man ja jetzt nicht unbedingt so als, sagen wir mal, datenschutzfreundlichste Nation so wahrnehmen. Die haben aber tatsächlich angefangen, ein Datenschutzgesetz zu erlassen oder zu erarbeiten. Und sie haben sich, man höre und staune, sie kopieren die Europäische Datenschutzgrundverordnung in wesentlichen Teilen. Hat irgendein Experte durchgelesen und war sehr beeindruckt, dass sie einfach das Ding genommen haben und das für sich auch in Stellung bringen wollen. Das ist doch richtig schön, oder nicht? Heißt das, sie sind drauf gekommen, dass sie auch doch noch digitalen Handel und Datenaustausch mit dem Rest der EU haben wollen? Oder? Könnte vielleicht sein. Könnte vielleicht sein. Ja, ja, natürlich nicht. Ja, machen sie nicht aus edler Absicht und hoher Moral, sondern natürlich, weil es eine Wirtschaftsbedingung ist für Wirtschaftstätigkeit oder vereinfachte Wirtschaftstätigkeit. Genau. Na klar. Das findet man aber auch schon in Artikel 1 der Datenschutzgrundverordnung. Es geht um den europäischen Wirtschaftsraum. Also man denkt manchmal, das ist ja alles so hoch und edel und moralisch aufgehängt. Nicht nur, sagen wir es mal vorsichtig. Nee, aber das fand ich total interessant. Also, dass das tatsächlich bis nach China Auswirkungen hat, also zumindest Ideengeber ist, das finde ich schon nicht uninteressant. Es ist auf jeden Fall tatsächlich wirklich mal eine gute Nachricht in dem Bereich. Ja. Ach, also ich konnte dir was Gutes und Positives sagen. Ja. Das freut mich. Ah, ja. Guck mal. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja. Gut, dann muss ich mir ja auch nochmal was überlegen. Ich habe immer mal wieder den Impuls, irgendwas zu erzählen. Aber dann denke ich immer, ach, wer will mir schon zuhören? Und dann denke ich aber wieder, Sendegarten? Hören denn auch noch zu? Ja. Oh. Genau. Ein Zeichen. Das würde ich wohl auch so sagen. Das ist ein Zeichen, endlich auf die Gartenbank zu kommen. Das machen wir jetzt auch. Gartenbank, Tür auf.
Und auf der Gartenbank hat Platz genommen der Stefan Angbor 3D. Warum du so heißt und so weiter, haben wir alles in der 54 aufgeklärt. Das machen wir hier jetzt nicht noch einmal. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie es dir gerade geht und was seit 2018 in deinem Leben so passiert ist. Was bis jetzt geschah? Ja. Was hat sich seitdem getan? Es sind Dinge passiert. Ja, was ist passiert? Ja, ich meine, es ist jetzt irgendwie dieses Pandemie halt irgendwie passiert, das irgendwie nicht so cool ist, was natürlich gerade auch bestimmte Freizeitgestaltungsmöglichkeiten sehr einschränkt. Da glaube ich, sind wir hier alle betroffen. Keine Ahnung, sei es jetzt irgendwie im lokalen Hackspace, wobei der langsam wieder Leben kriegt, was echt schön ist. Und ansonsten, ja, halt irgendwie zum Beispiel die Veranstaltung, wo wir uns dann halt in der Regel sehen, halt irgendwie alle irgendwie so halb flach gefallen sind, dann halt doch irgendwie in irgendeiner digitalen Form dann doch passiert sind. Und ansonsten, was hat sich da jetzt noch getan? Ich weiß gar nicht, Sudden Dice gab es damals, glaube ich, noch nicht, wo ich halt als irgendwie Audiosensibelchen und in zwei Rollen spreche, halt einfach als Mitspieler, was ich sehr, sehr entspannend finde. Also der Herr Zweikatz macht da halt echt einen super Job, da irgendwie Dinge zu machen, und der Spotto natürlich auch. Also die üblichen Verdächtigen vom Sunday Morning Cast. Ansonsten, was hat sich noch so getan? Puh, also ich habe mittlerweile einen YouTube-Kanal, was ich irgendwie ganz nett finde, wo ich einfach wirklich sehr viel Spaß dran habe. Deswegen vielleicht auch vorhin ein bisschen der blöde Gag mit dem Handherz und so. Was hat sich noch getan? Die Welt hat sich ein paar Mal um sich selbst gedreht. Die Welt hat sich ein paar Mal um die Sonne bewegt. Ich bin älter geworden. Ruhiger. Nein, sonst würdest du dich ja nicht Gartenpunk nennen, weh. Genau. Der Gartenpunk. Genau, stimmt. Was ein Krach gab es damals, glaube ich, relativ neu. Das war, wir hatten darüber gesprochen, du wolltest aber erst Ei, dann Gag machen. Stimmt, dann kann ich jetzt endlich Gag machen. Ja, was ein Krach ist dann draus geworden. Genau, wir wollten einen Metal-Podcast machen, hatten doch, glaube ich, da gerade geplant, irgendwie die Nullnummer aufzunehmen, Sven und ich. Und irgendwie sind wir dann eben doch noch, weil ja zu besagten Abend an besagtem Lagerfeuer der Björn und der Roddy dann eben auch noch mit zugegen waren und man über den Namen für sowas nachdachte. Und ja, seitdem sind wir mit Roddy immer noch gut befreundet, der war auch ein paar Mal da. Und ja, Björn sind wir irgendwie nicht losgeworden, was auch sehr schön ist, muss ich sagen, das Björnchen. Und mit denen habe ich dann halt irgendwie doch mehr oder minder regelmäßig sehr viel Spaß über Musik zu reden, also nicht nur über Metal im Allgemeinen, sondern ich glaube, wo wir gerade halt einfach auch Bock drauf haben. Also gerade jetzt die Episode, die gestern rausgekommen ist, oder heute ist die heute rausgekommen, da sind wir halt mal doch so eher zeitweise halt auch so ein bisschen die Richtung Synthesizer abgedriftet. Ach. Und ja, ich werde gerade im Chat berichtigt, da das Bier nicht da ist. Gestern ist die rausgekommen. Und die 21. Mein viel haben wir jetzt in der Zeit nicht hingekriegt, aber umso länger und der wird dann halt. Und genau, und da haben wir uns dann halt ein gutes Stück über Synthesizer zum Beispiel unterhalten. Also, was dann natürlich wieder relativ. Ja, vom Format her ist das aber ein Zwei-Personen-Podcast. Oder habe ich das jetzt. Irgendwie begab sich an einem Vorabend vom Podstock, dass Sven und ich da saßen und uns halt einfach über Musik unterhalten haben. Andere Leute saßen dann still daneben auf der Bierbank und meinten dann so, hey Leute, es hört man hier oft, aber ihr solltet da echt einen Podcast draus machen. Und haben wir dann halt schlussendlich gemacht und haben uns dann halt einfach mit Björn mal drüber unterhalten, also nicht drüber unterhalten, sondern es halt in der Sendung unterhalten. Weil er halt auch ein riesiger Metal-Fan ist und Hardrock und hast du nicht gesehen. Und ja, der ist halt nicht weggegangen. Wie gesagt, finde ich bis heute toll. Wir drei haben halt echt super viel Spaß miteinander, wenn wir da irgendwie mit Musik rumtun.
Und was halt auch relativ schön funktioniert, ist halt einfach die Chemie zwischen uns dreien, dass wir uns halt die ganze Zeit während der Sendung halt irgendwie ein bisschen derbe vollblödeln und so. Das gehört halt einfach ein bisschen dazu. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe irgendwann vor Monaten, habe ich da mal reingehört, aber ich habe jetzt keine aktive Erinnerung. Deswegen muss ich leider so blöd fragen, ob ihr sozusagen ein festes Team seid, also ihr drei, euch dann oder ob ihr dann auch irgendwie rotiert oder du dann andere Leute einlädst oder so, wie das Konzept ist. Also Gästinnen haben wir natürlich auch gerne. Ja, wie gesagt, Roddy war schon mal da, mit dem haben wir häufiger mal geredet, der Schasen war schon da, wir hatten Johnny Deathshadow und Asche über mein Haupt, ich weiß nicht, wie der Drummer von Pyrogenesis heißt, aber der war halt auch mit dabei, die machen, glaube ich, dieses Bandleben oder so. Dann Malik war mal mit da und so und ja, einfach ganz viele tolle Menschen, mit denen man halt gerne über Musik redet. Wieder der Chat, danke Björn. Jan heißt er, der Drummer von Pyrogenesis. Und nee, also wie gesagt, es geht halt in der Hauptsache um Spaß an der Musik und ein bisschen härter und ein bisschen deftiger und genau. Als musikbesprechender Podcast hat man ja immer das GEMA-Problem. Hast du das irgendwie gelöst oder redet ihr einfach trocken über die Musik? Wir haben es sehr gut gelöst. Wir haben halt keine Musik im Podcast. Also was wir dann halt am Anfang noch irgendwie gemacht hatten, war dann irgendwelche hier auf Spotify irgendwelche Playlists zusammenzustellen, was halt auch wieder doof ist, weil Spotify ja sowieso ein bisschen riecht wie Laternen links unten. Entschuldigung. Weil es halt einfach Spotify ist und ja, ich habe einen Account, ich benutze ihn auch zum Musik hören, nicht zum Podcast hören. Wirklich absichtlich nicht. Und ja, weiß ich nicht. Da gab es aber, glaube ich, einfach nicht so viel Resonanz, dass man jetzt gesagt hat, okay, muss man das jetzt weitermachen, weil es ist tatsächlich dann, also bei so einer Sendung, wir springen dann halt schon relativ schnell von Band zu Band und gerade wenn wir uns dann vielleicht auch über ein bestimmtes Genre unterhalten, gut, dann teilweise ist das Zeug halt dann auch einfach nicht bei Spotify. Und ja, und dann ist es halt so, dann ist das halt, das ist so eine Playlist dann zusammenzustellen, ist dann halt teilweise echt schon mal eine Arbeit von ja, einer guten halben, dreiviertel Stunde, bis man da alles zusammen hat, wobei ich sagen muss, dass ich auch da sehr schön raus bin bei diesem Podcast, da mir die beiden anderen dann halt den ganzen Produktionsfu halt abgenommen haben, beziehungsweise halt abnehmen, also das heißt, Björn macht einen Schnitt und Sven macht dann die Shownotes und das funktioniert echt gut, also. Aber das Modell, wie es zum Beispiel gewisse Haifischfilme, Podcasts machen, dass dann einfach Szenen nachgesprochen und bei euch dann eben nachgesungen würden, das Modell habt ihr nicht? In einer Art und Weise erstmal muss ich sagen, wirklich Respekt für den High Alarm Podcast, den ich ja sehr mag, gerade eben wegen dieser nachgesprochenen, nachgespielten Szenen. Was wir halt haben, ist, am Anfang von jeder Sendung gibt es halt die Metall-Lyrik. Was halt einfach ist, wir nehmen uns irgendeinen Metal-Text von Dollar Band. Also das muss jetzt nichts unbedingt mit dem Thema der Sendung zu tun haben. Und jagen den halt durch sämtliche schlechte Online-Übersetzer, also Diepe ist zum Beispiel raus, weil Diepe ist einfach zu gut, durch 30.000 Sprachen, gucken dann, was rauskommt und das Ganze lesen wir dann halt auf Deutsch vor. Was natürlich total schön gewesen ist, als wir das eben mit den Johnny Deathshadow da eben da hatten und ihn halt seinen eigenen Text haben lesen lassen auf Deutsch dann und er das auch mit einer Bravour und schön eine Pathos gemacht hat, das hatte schon sehr viel Schönes. Ja, ja, schön, schön. Aber dieses... Genau, Jürgen war... Ja, Entschuldigung, red ruhig weiter, bitte. Die Redaktion bewirft mich noch. Jürgen war schon zu Gast und Benny natürlich auch von... Wie, den hattet ihr schon? Da. Verfliegst. Ja, ja, den hat steht noch in meiner Wunschliste. Ah, macht ja nichts. Der ist bestimmt, der kann auch zweimal erzählen, denke ich. Aber dieses Liedtexte ins Deutsche übertragen und dann vorlesen, da gab es doch vor vielen Jahren mal einen Podcast zu. Mir klingelt das gerade so im Hinterkopf. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber die Idee war schon mal in der Welt. Das war schön. Also ich sage,
die Idee ist sicher nicht ganz neu. Wir fanden es halt am Anfang einfach bloß, also wie man sich halt so ein Meeting zwischen uns Blödköppen halt vorstellen kann. Wir sitzen halt da, trinken wahrscheinlich das eine oder andere Bier und finden dann halt so eine Idee ganz lustig. Hört man mich noch? Wer hört euch denn zu? Ich meine, das ist ja jetzt so, ne? Männer setzen sich zusammen, trinken Bier und reden ja über Sachen, die niemanden interessieren. Habt ihr denn dann auch, wisst ihr, was euer Publikum ist? Habt ihr lauter kreischende Fans oder so? Kreischende Fans weiß ich nicht, habe ich noch keine gesehen. Tatsächlich ist es so, was ich relativ interessant an dem Ganzen finde, ist, also dass ich immer mal wieder so ein bisschen Feedback bekommen habe, dass es halt vor allem, oder nicht vor allem, aber dass es unter anderem eben Leute hören, die halt mit Metal überhaupt nichts am Hut haben. Mhm. Was ich halt irgendwie toll finde, weil wir ja dann doch irgendwo auch so ein bisschen einen Bildungsauftrag haben und so ein bisschen, ja, Gateway-Truck vielleicht sein sollen, hey, vielleicht hörst du dir mal das an oder das an und also es ist jetzt nicht, dass wir jeden und alle irgendwie zu der Musik, die wir halt ganz gerne hören, irgendwie bekehren möchten, sondern halt einfach, wir haben halt Spaß dran und wir möchten diesen Spaß halt nach außen tragen. Ich meine, wir wissen alle drei, dass wir, also wir sind zwei mittelalte weiße Männer und ein alter weißer Mann. Grüße an Björn. Er tippt schon. Er hat vor dem Chat geschrieben, er wird immer Altmetall genannt. Das finde ich sehr schön. Ja. Genau. Und nee, also das sind halt so Frotzeleien, die machen wir halt einfach untereinander und ich finde das einfach furchtbar schön, dass wir die tun. Nee, aber dass wir natürlich drei alte weiße Männer sind, die sich halt um eine Nischenmusikart unterhalten, ist uns natürlich völlig bewusst. Wir hätten gerne auch mehr weibliche Mitpodcasterinnen oder dergleichen. Wir haben, also wir versuchen das tatsächlich auch so ein bisschen in der Themen- und Musikauswahl versuchen wir reinzubringen, dass wir eben zum Beispiel auch Female Bands und sowas halt einfach pushen wollen, also Bekanntheit pushen wollen, einfach weil es da sau viel Gutes gibt. Ja, der ganze Metal-Kram ist halt schon so ein gutes Stück Sausage-Fest und das muss es halt einfach nicht sein. Muss bestimmt nicht. Und es gibt halt echt viele tolle Bands, wo halt nicht unbedingt fünf weiße Dudes mit Gitarren auf der Bühne stehen. Nee, aber es gibt auch sicher, ja, gibt es auch reine Frauen Metallkapellen? Voll. Gibt's? Voll. Also gibt da gerade, ich glaube aus Thailand sind die, ich komme gerade nicht auf den Namen, ich glaube, die müssen jetzt so um die 17 sein. Ja, also ganz junge, genau, da habe ich auch mal was von gehört. So ganz junge. Genau, die haben jetzt sogar dann auf dem nächsten, dann also nächstes Jahr auf dem Wacken dann einen Auftritt. Ach, also erstmal aus Thailand, was halt schon mal prinzipiell schwierig ist. Weil hier, genau, VOB, Voice of Bass Prod heißen die. Genau, und also jetzt erstmal halt, ja, Thailand als, oder Indonesien, als muslimischer Staat. Das ist ja sowieso alles Satanszeug, Musik ist sowieso schwierig. Und wenn sich dann halt noch so drei Mädels zusammenstellen, die dann halt da so diesen, Indonesien, genau, die dann eben diesen Heavy Metal spielen, wobei diese Länder, also Thailand und auch Indonesien, teilweise echt aktive Metal-Szenen haben. Also es gibt zum Beispiel auch in bestimmten Teilen Afrikas gibt es an Stellen aktive Metal-Szenen. Das hätte man tatsächlich nicht gedacht. Also muss ich sagen, da hat der Podcaster auch wirklich eine saugute Wirkung auf mich, weil es halt einfach mein Horizont auf eine Art und Weise erweitert, was ich total toll finde. Auf jeden Fall, das ist ja schön, wenn man einfach so über den Tellerrand hinausguckt. Und in den Ländern, die du gerade genannt hast, dann das ist doch so, ist das dann so ein bisschen Subkultur? Also einfach mal sich so gegen das Gewohnte so ein bisschen auch zu positionieren? Kann man das damit beschreiben? Also ich hab eine Doku aus, ich glaube, ja, das wird auch Indonesien gesehen. Da ging es auch um das Thema, erstmal prinzipiell Metal, dann eben noch Metal, wo halt Frauen auch eine Rolle spielen und ich glaube, die ticken einfach ein ganzes Stück anders. Also die ticken halt an der Stelle anders, dass sie sagen, ja gut, das ist unsere Musik,
Und die sehen das jetzt nicht mit dieser, christlich verbrämten Brille, wie es ja gerade auch in Staaten ganz gerne mal gemacht wird, dass das ja alles Teufelszeug ist und dass ja alle, die Metal hören, ja sowieso Satanisten sind und so, sondern für die ist es halt ihre Musik, die ist laut, die ist nicht glatt, die ist, es ist halt Metal, ne? Und aber für die hat das halt mit der Musik nichts zu tun. Also ich habe da Bilder von so einem Festival gesehen gehabt in Indonesien, und da war es halt so, die haben dann halt irgendwie erstmal da abgefeiert und Bands und live und große Bühne, viele Verstärker, alles laut und Bumm und Klatsch, und dann pünktlich, wie sie dann halt zur Moschee mussten, sind die dann halt in die Moschee, haben da gebetet, sind wieder raus, wieder ab in die Pit, und es ging weiter. Also Klasse. Das hat, glaube ich, an der Stelle in dem Kulturkreis hat halt das eine vielleicht nicht ganz so viel mit dem anderen zu tun. Und auch da gibt es natürlich dann diese hier Sittenpolizei und bla und blub und Zeug. Und ich glaube, wenn ich mich da jetzt länger drüber unterhalte, dann kommen wir wieder an den Punkt mit dem Aufregen, weil ich das persönlich furchtbar finde. Also es ist halt einfach so von den Metal-Szenen schon ein bisschen anders. Ja. Ich habe gerade ganz spontan gesagt, prima, weil ich finde es immer gut, wenn Dinge auch gemeinsam passieren können. Also ich kann sowohl Gläubiger einer Religion sein und trotzdem vielleicht eine Richtung, eine Musik- oder Kulturrichtung mögen, wo man so auf den ersten Blick sagen würde, das ist doch inkompatibel, und Leute machen es dann einfach und sagen, nö, es funktioniert, ich krieg's unter einen Hut und es funktioniert für mich gut und ich kann das auch leben und das passt einfach zusammen. Also wir haben manchmal so ein Ausschließlichkeitsdenken. Also wenn du X bist, dann kannst du nicht Y machen oder so. Und es gibt halt Menschen, die kriegen das einfach trotzdem unter einen Hut. Und das finde ich gut, wenn man dann... Ja, denen sagt vielleicht niemand, dass es nicht geht, und dann tun sie es halt einfach. Genau. Und es tut erstmal keinem weh. Also das ist dann höchstens vielleicht so eine, wie du schon sagst, so eine Wächterorganisation, die dann nach der reinen Lehre irgendwie unterwegs sind und sagen, das darf man aber nicht. Und dann stellt sich vielleicht einfach die Frage, ja, warum denn eigentlich nicht? Also was passiert denn dadurch? Ja. Aber gut, ja, okay, wir wollen dich nicht aufregen, wir wollen ja einen gemütlichen Sendegartenabend haben, und wenn das Thema dazu geneigt ist. Wie hat schon der alte Ulbricht gesagt, immer dieses Yeah, yeah, Umblätter, yeah. Ne? Und wir brauchen keine Nietenhosen und sowas. Nee, aber keine Ahnung. Ja, ich meine, also, die sind ja, solche Verbieter verstehen ja nicht, dass in dem Moment, wo das Verbot ausgesprochen wird, ein zusätzlicher Anreiz passiert, das dann trotzdem zu tun. Also dann wird es ja erstmal nochmal doppelt interessant. Ich meine, du machst das natürlich nicht in erster Linie, um jetzt gegen irgendwas zu sein, würde ich mal sagen, sondern weil es einfach deiner Neigung entspricht. Deswegen ziehst du vielleicht Jeans an, wo es nicht erlaubt ist, machst den Nieten an die Hose, wo die Leute die Nase rümpfen, aber machst es ja nicht, damit die Leute die Nase rümpfen, sondern weil es dir einfach gefällt. Oder du hörst dir laute, ungerade Musik an, weil du einfach selber da dich in dem wohlfühlst und nicht, um jetzt die Obrigkeit zu schocken. Weiß ich nicht, also in meinem Fall würde ich sagen, ja, ist so, ist, glaube ich, aber wahrscheinlich auch nicht für jede Person so gültig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass bei manchen Leuten halt schon auch ein gutes Stück irgendwie Rebellion dabei ist, was natürlich bei mir dann relativ schwierig gewesen ist, weil mein Vater mich halt irgendwie mit in einem relativ jungen Alter mit so Bands wie Queen oder sowas halt infiziert hat. Ja, okay, dann entfällt das sozusagen. Dann bist du eher so, das gab doch mal vor einiger Zeit in der Werbung so ein Kind, das dem etwas alternativ angehauchten Papa sagte, sie möchte gerne auch Bausparerin werden oder einen Bausparvertrag haben. Und der Papa kam damit überhaupt nicht zurecht. Das war die, so schön mit dem Klischee gespielt. Das war sehr hübsch. Das ist dann irgendwie die FDP-Version von Rebellion, ja, oder? Ja, genau. Ich möchte bitte. Ich möchte auch Spießer werden. Genau, ich möchte auch Spießer werden. Nein, was habe ich falsch gemacht? Apropos den Bund mit dem Teufel, ne? Hier wird gerade in der Schattenredaktion geschrieben, dass der Evidel Wallace, der Sven, 666 Follower auf Twitter hat. Das ist doch auch ein Zeichen. Ich glaube, irgendjemand muss da mal entweder, kurz. Entweder muss
Genau. Entweder muss ich ihm entfolgen oder muss mit irgendeinem zweiten Account folgen. Ich guck mal, ob ich ihm mit meinem anderen Account folge. Nein, das mache ich ihm natürlich nicht absichtlich verkauft. Nee, das mache ich ihm natürlich nicht kaputt. Aber schöner Fun Fact, ja. Der hat wahrscheinlich so 20 Fake-Accounts, damit er das immer wieder ausgleichen kann. 20 in die eine und die andere Richtung. Gut, das ist also der Metal-Podcast. Wie viele Episoden gibt es und wie oft regelmäßig, also wie regelmäßig setzt ihr euch zusammen? Gestern rausgekommen die 21, also das ist tatsächlich nicht so häufig dafür, dass es uns jetzt halt auch schon eine ganze Weile gibt. Meistens halt irgendwie, keine Ahnung, wie wir gerade am Reden sind, zwischen anderthalb und drei Stunden lang oder sowas. Wie gesagt, je nachdem, was das Thema auch hergibt. Wann haben wir angefangen? Das sind immer so Fragen, da müsste ich tatsächlich jetzt nachgucken, wann wir angefangen haben. Ach, das reicht so aus dem Gefühl. Wir wollen ja hier keine Steuererklärung machen. Nein. Ich glaub, nur so über den Daumen, das reicht doch. Ende 18, Anfang 19 müsste das gewesen sein. Nee, Anfang 19 müsste das gewesen sein, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Es war auf jeden Fall relativ zeitig im Jahr, wenn ich nicht komplett falsch liege. Also es hat eine Weile gedauert nach dem Podstock. Ja, das müsste hinkommen. Das müsste Anfang 19 gewesen sein, irgendwie so Januar, Februar, irgendwie so in dem Dreh rum. Genau, also seitdem machen wir das halt nicht so häufig, aber dafür dann halt ausgiebiger. Das ist halt ein Unterschied zu, keine Ahnung, einem Sunday Morning Cast oder sowas, was ich halt noch mache, ist da halt schon ein gutes Stück mehr Vorbereitung dabei. Also, hey, Band XY hat jetzt irgendwie ein neues Album rausgebracht, wie findet ihr das? Ja, da muss ich mich halt hinsetzen und muss das Ganze halt erstmal hören. Ja. Ich schaffe das tatsächlich nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Also ich würde mich da tatsächlich gerne mehr reinnörden, aber da fehlt mir halt einfach gerade aktuell auch ein bisschen die Zeit dazu. Ja, gut zu verstehen. Aber ich habe gehört, beim Sunday Morning Cast muss man sich auch gut vorbereiten. Man muss ja auch verrückte Sachen mitbringen. Das ist ja auch nicht so einfach nur hinsetzen, sondern man muss ja Hausaufgaben machen. Ja, das ist voll. Also das ist so total schwierig, sich dann irgendwie die Viertelstunde vor der Sendung dann nochmal hinzusetzen, irgendwie das Internet durchzugrasen und nach blödsinnigen Meldungen. Also ohne das so irgendwie entmystifizieren, aber es ist halt tatsächlich in den meisten Fällen so. Oder wir haben halt unsere wirklich tollen HörerInnen, die uns da irgendwie die ganze Woche mit irgendwelchen Themen bewerfen, die sie halt über die Woche im Internet finden. Von daher sind wir da, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben, dass sich die Vorbereitungen dann doch in einem managebaren Rahmen bewegen. Aber habe ich da nicht erst vor kurzem die Judith in einem gewissen Lamento wahrgenommen, die dann irgendwie sagte, ah, es wird immer schwieriger? Da war doch irgendwas. Es wird schwieriger, weil ich sag mal so, also ich weiß nicht, so in den letzten anderthalb Jahren irgendwie die Themenauswahl schwieriger geworden ist. Ich meine, gut, wir haben jetzt irgendwie so den orangen Cheeto in den USA, den sind wir jetzt losgeworden. Ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Den wollte der ja auch nicht sprechen. Oder anderen. Ihr habt doch so ein Veto da gehabt. Ja, eben. Mit 5 Euro richtig, oder so. Richtig, ne? Genau. Ja. Genau, das Trump-Moratorium. An das sich auch alle immer gehalten haben. Ja, ich meine, für ein paar Lacher war es halt gut, aber irgendwann dann so nach 4 Jahren hast du da halt irgendwie auch keinen Bock mehr drauf, weil er halt wieder was Dummes gesagt hat und wieder irgendwie völlig neben der Spur geredet hat. Ich meine, gut, der Neue ist jetzt nicht so richtig ergiebig. Was aber auch mal gut ist, so zur Abwechslung, oder? Ja, doch, das tut echt gut, aber es ist halt schwierig, also also was ich gemerkt habe, so bei uns allen Vieren eigentlich, dass wir irgendwie versuchen, den Themenfokus schon so ein bisschen so hinzudrehen, dass du halt nicht noch mehr schlechte Laune bekommst. Weil ich meine, im Endeffekt ist es ja so, dass wir uns die Meldungen vorher ja natürlich in 50% der Fälle vorher mal durchlesen müssen. Und wenn du dann halt irgendwie so eine Meldung hast, wo du halt sagst, ja, okay, ich habe mir den Kram jetzt durchgelesen und ich bin halt jetzt irgendwie noch schlechter drauf als vorher, dann ist es, glaube ich, auch nichts, was ich dann irgendwo in der Sendung bringen will. Also gab dann halt hier und da auch mal bei Leuten, die uns da halt die Themen zuschicken, vielleicht mal die eine oder andere Diskussion dahingehend so, ja, und ich habe das doch geschickt und warum kam das nicht und so. Ah, sorry, aber das ist halt einfach eine Meldung, keine Ahnung, in der
vielleicht auf eine etwas seltsame Art und Weise ein Mensch gestorben ist, aber da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Hm. Also da habe ich keinen Bock drauf. Dann suche ich mir lieber, keine Ahnung, irgendwas total Seltsames, was in Japan passiert oder irgendwas Nettes. Also vielleicht irgendwie eine Kuh, die auf irgendeiner Hütte auf dem Dach steht oder sowas und gerettet werden muss und gerettet wird. Und dann habe ich da wenigstens so ein bisschen Happy End und viel gut bei dem Ganzen. Und das hat sich tatsächlich bei uns schon so ein gutes Stück verändert. Bloß wenn du dann halt so durch die normalen Nachrichtenseiten gehst. Und dann eben, was Claudia vorhin schon gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, Bundestrojaner und hier Netzsperren und hast du nicht gesehen. Ich meine, du nimmst das ja als Mensch trotzdem auf. Also, so rein von der Wahrnehmung her. Und natürlich weißt du, was los ist und dann nervt dich das halt einfach an. Und wenn du das halt jeden, keine Ahnung, Sonntag oder halt auch die Woche über machst, dass du Themen suchst, dann muss er irgendwann bekloppt werden. Und ich glaube, mit einer Trommel und Baum rennen wollen wir jetzt alle irgendwie nicht, bloß damit wir den Podcast machen können. Deswegen versuchen wir uns die Themen halt irgendwie besser auszusuchen. Und ja. Das Schöne, ihr trefft immer gerne das Absurde, oft das Absurde, das ist schön. Wo man dann sagt, was? Wirklich? Das kann doch nicht sein. So, doch, das ist angenehm. Du bist Live-Hörerin, Claudia, ne? Mhm. Vom Sunday Morning Cast. Also du setzt dich sonntags morgens tatsächlich hin und hörst du ihn live zu? Ja, genau. Also das gibt es dann immer zum Sonntagsfrühstück quasi. Am Sonntag macht der Fellow Nerd häufig Frühstück und dann nebenbei halt zuhören, Sunday Morning mit hoffentlich dann immer etwas besseren Themen, als ich selber über die Woche in den Nachrichten gelesen habe, weil ich ja... Gib uns Mühe. Ich weiß. Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob ihr damals die Gartenzwerg-Shortage aufgenommen hattet. Ich weiß gar nicht, ob der Clemens euch die geschickt hatte. Das fand ich ganz lustig. Aufgrund von Brexit gab es in UK eine Gartenzwerg-Shortage, aber das war, glaube ich, schon das einzig Witzige. Ich kann mich dran erinnern, glaube ich. Dass tatsächlich so ein Thema ist, das doch ein schwieriges ist. Also ich meinte ja vorhin irgendwie schon, ich weiß gar nicht, was Pre-Show oder noch davor, dass ich nicht weiß, was ich vor 2 Minuten gesagt habe. Also tatsächlich bei irgendwie in der Stunde Pre-Show und dann nochmal 1,5-2 Stunden, manchmal auch länger, je nachdem, wie wir Bock haben, dann Hauptsendung, ist es tatsächlich so, dass wir dann untereinander teilweise nicht mehr wissen, ohne Shownotes, über welche Themen wir jetzt eigentlich gerade geredet haben. Kenne ich. Ich weiß auch nicht, was ich in meinen Büchern geschrieben habe. Das ist immer ganz schwierig für Lesungen. Da muss ich jedes Mal erst wieder nach. Dann kannst du deine eigenen Bücher lesen und bist überrascht. Boah. Ja, genau. Ja, genau. Aber halt immer, das kann positiv sein, toll formuliert. Ja, das ist immer doof, weil die LeserInnen, die jetzt dann zu einer Lesung kommen oder sowas, für die ist das Buch ja neu. Die lesen das jetzt gerade, ja. Und für mich ist das halt, weiß ich nicht, 5 Bücher her. Ich, keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. Ich muss mich da auch wirklich jedes Mal wieder dann wirklich vorbereiten für eine Lesung. Und dann ja, im dritten Buch auf Seite 124, genau. Da haben sie das geschickt. Das ist gut möglich, ja. Genau so. Ach. Ach, ich war das, okay. Verdammt, jetzt habe ich mich selbst plagiiert, scheiße. Ja, genau. Das ist erlaubt, glaube ich. Das eigene Zitat ist, glaube ich, erlaubt. Ja. Nee, aber ich kann das voll nachvollziehen, halt auch mit Themenauswahl und allem. Und deswegen, das ist mal dann total schön, sonntags dann mal auch ein bisschen lockerere Themen und so zu kriegen. Und genau. Und wenn ich die Hände gerade nicht irgendwo in einem Brotteig habe oder sowas, dann schreibe ich auch mal ab und an in den Chat. Das kommt sehr häufig vor. Ja, aber manchmal ist dann so ein ein Thema, wo ich mir denke, verdammt, jetzt würde ich eigentlich was dazu schreiben, aber jetzt stecke ich gerade bis zu den Ellenbogen in der Brotteigschüssel. Naja. Aber es ist ja auch so sehr rege bei euch dann immer. Hörer Nummer 1, der Schiller schreibt, das geht bei mir nicht mit dem Live-Hören, weil da die Sendung mit der Maus kommt. Und er bekommt die Information hier von unserem Gast, bitte nicht die Kinder auf den Sunday Morning Cast umgewöhnen. Ist das Angebot jugendfrei oder habt ihr da eine gewisse Altersbeschränkung drauf? Ich habe aus Gründen, weil ich das ganze Zeug zum Beispiel bei Apple eingereicht habe, prinzipiell per se den Explicit Tag gesetzt. Bei Wassenkracht natürlich auch.
Aber ja, nee, im Großen und Ganzen ist das schon alles eigentlich ziemlich recht jugendfrei. Klar, es kann natürlich mal hier und da vielleicht zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Kinky-Thema durchkommen. Was wir natürlich jetzt auch nicht bis ins letzte anatomische Detail dann irgendwie durchsprechen. Aber kann halt mal passieren. Ich meine, wenn du halt seltsame Themen aus dem Internet suchst, wirst du natürlich auch über irgendwelche, keine Ahnung, Sexunfälle und sowas stolpern. Und dann ist die Frage, müssen sich die Eltern dann Gedanken machen, ist das jetzt für mein Kind geeignet, ja oder nein? Das Problem ist, dass wir halt in Themen auch relativ schnell springen. Das heißt, es kann sein, dass wir gerade in einem Moment noch über, keine Ahnung, Alpakas in den Anden reden und dann irgendwie 2 Minuten später über einen Weihnachtsbaum, der wie ein Buttplug aussieht. Und dann fragen die Kinder natürlich, Papa, was zur Hölle ist ein Buttplug? Gut, dass du fragst. ich glaube, mein Telefon klingelt. Weiß ich nicht, also wir sind jetzt auf jeden Fall nicht explizit darauf angelegt, dass uns auch Kinder hören können. Ja, wie der Papa, der mal sein Kind fragte, was heißt ja eigentlich WTF? Und dann sagt das Kind, ja, welcome to Facebook. Ach, da war der Vater glücklich und hat an seinen Freunden immer WTF in die Mails geschrieben. Das geht das ja noch. Passt auch zur aktuellen politischen Lage, egal wo du es hinschreibst. Genau. Ja, bei WTF gibt es ja dann noch Steigerungsformen. Du kannst das klein schreiben, du kannst das W groß schreiben oder alles groß und dann die restliche Steigerung sind dann quasi die Anzahl von Frage- oder Ausrufezeichen, die du hinten dran machst. Ah, okay, da gibt es noch geheime Geheimzeichen, alles klar. Wir hatten die Idee, also Claudia hatte die Idee geboren, dich in den Sendegarten einzuladen, als wir gehört haben, dass der Lars umgezogen ist und sich ein neues Studio gebaut hat. Und dann haben wir gesagt, oh prima, wir reden mal über Audiotechnik und dann nehmen wir den Stefan dazu. Der kennt ja sich ja besonders gut mit aus. Und jetzt ist es aber so, dass der Lars immer sagt, sein Studio hat sich gar nicht verändert. Magst du das mal ganz kurz erzählen, Lars, was sich jetzt nicht geändert hat bei dir? Ganz kurz, alles. alles hat sich nicht geändert. Genau, nein, es ist, also ich habe neue Tische und da ist die gleiche Technik draufgekommen wie vorher und ich habe mir zwischendurch noch so ein kleines Friemel-Hobby zusammengesucht, in dem ich anfange, mich mit Synthesizern zu beschäftigen. Das hatte ich aber jetzt auch schon in der alten Bleibe laufen und der einzige Unterschied zu vorher ist, dass A, die Kabel schöner verlegt sind und B, das Mischpult von den Synthesizern jetzt auch mit dem Mischpult fürs Podcasten verbunden ist. Und das war's. Ganz unspektakulär. Ja, wobei so ein neuer Raum, wo du halt vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen mehr Platz hast oder ne, also das Blöde bei so einem Hobby ist, also ich weiß ja, wovon ich rede, das wächst ja von ganz alleine. Das heißt, die Kisten, die da irgendwie Brumm und Quietsch machen, die können unter Umständen sich vermehren, ohne dass man da irgendwie groß was dazu tut. Ne? Ja, das habe ich ja auch schon gemerkt letztes Jahr. Aber tatsächlich gibt es im Moment keinen Posten, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt gerne noch kaufen, weil ich sowieso damit noch nicht richtig umgehen kann und lernen muss. Und bis dahin brauche ich nicht noch mehr Zeug. Ja, das ist halt das Blöde an so einem Gear Acquisition Syndrome, ne? Ja. Aber ne, so aktuell ist das schon ganz nett und es klingt sehr nett. Jetzt fehlt hier nur noch jemand, der sich damit auskennt. Gibt es denn da in der Technik auch so ein Must-Have, was man so unbedingt gerne haben möchte? So dass der ja, was weiß ich, gab es da nicht früher so ein Kork irgendwas, den unbedingt alle haben mussten oder so? Gibt's ja, das nicht? 20 vielleicht. Aha. Und? Hast du sowas? Ja, ein Kork. Nee, also weil ich habe eben hier eine andere Beschränkung. Also mal abgesehen von, natürlich kann ich mir nicht irgendwie jeden Synthesizer kaufen, den ich gerne haben möchte, weil da fehlen dann halt einfach die finanziellen Mittel, weil die Dinger halt in bestimmten Regionen dann halt auch doch ordentlich preisintensiv werden. Das heißt, ich habe eigentlich hier so im Großen und Ganzen, ja, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, eher auch so die
Budget-Version. Jetzt nicht ganz irgendwie links oben, so irgendwo zwischendrin, aber so die richtig krassen Dinger wie, keine Ahnung, Moog oder irgendwelche alten, also da wird es ja dann noch schlimmer, wenn die Dinger dann noch alt sind und es die eigentlich nicht mehr gibt. dann können die Dinger ja völlig astronomische Preise erreichen. Aber da habe ich hier jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Mittelklasse irgendwas, Mittelklasse-Anfänger-Setup würde ich es mal nennen. Genau, und ja klar, eine MS-20 hätte ich gern. Aber können wir ja dann mal drüber reden, wenn wir mit Last-Setup fertig sind. Nee, aber vielleicht mal so für so komplette Noobs, die mit dieser Synthesizer-Idee so gar nicht vertraut sind. Letztendlich ist es doch ein Tongenerator. Also ich kann mit einem Synthesizer einen hörbaren Ton herstellen. Und Töne sind ja nichts anderes als Schwingungen. Also am Anfang ist irgendeine Art von Schwingungsgenerator. Der macht einfach einen hörbaren Ton. Und dann wird er halt verfremdet, verändert, mit Effekten belegt und so weiter. Was will man denn da eigentlich haben? Also was ist eigentlich so das Ziel vom Ganzen? Was ist denn die tollste Art? Ja, erzähl doch mal so ein bisschen. Und vielleicht kann Lars das ergänzen oder noch besser erklären oder so. Was ist denn, ja, das Wesen des Synthesizers? Ach, genau. Naja, also du hast halt am Anfang hast du erstmal eine Schwingung. Die Schwingung kann natürlich unterschiedlich, also aussehen ist natürlich jetzt blöd bei einer Schwingung, die du hörst, aber man stellt sich das halt so vor, als wenn man sich das Ganze erstmal auf einem Oszilloskop anguckt. Ja. Das heißt, also so eine Schwingung kann ja zum Beispiel, wie das Typische, was bei uns hier so in der Regel aus der Steckdose rausfällt, ein Wechselstrom mit 60 Hertz. Heißt, ich habe eine Sinusschwingung, eine relativ saubere, glaube ich sogar, die halt 60 Mal in der Sekunde hoch und runter macht. Das wäre ein Sinuston. Jetzt kann ich aber auch einen Square, also so einen Vierecks-Ton machen. Das heißt, der klingt anders. Ich kann Dreieck, Sägezahn, umgekehrtes Sägezahn, 50 oder 60 Hertz? 50 Hertz. 50 Hertz pro. Ja, natürlich. Genau, also kann praktisch was so die Grundwellenformen sind, habe ich halt verschiedene Möglichkeiten und die klingen dann natürlich auch unterschiedlich. Wenn ich besser vorbereitet wäre, hätte ich das Podcast-Setup so gebaut, dass ich dann hätte jetzt hier noch einfach eine von den Kisten mit anschließen, dann hätte ich es einfach zeigen können, aber ja. Genau. Das ist halt schon mal der Anfang. Dann hat man meistens dazwischen mal in einer relativ einfachen Ausbauform einen Filter. Also das heißt, Dankeschön. Ah. Der Crave, oder? Nee, ist es nicht. Ja, das ist der Crave. Was ist hier Crave? Was ist das? Der Crave ist ein Synthesizer von Behringer, den ich auch habe. Der für das, was er kann, wirklich furchtbar billig ist. Du kannst jetzt einen Ton erkennen? Moment, du hast einen einzigen Ton gehört und du weißt, welches Gerät das ist? Ich weiß sogar ungefähr, was er eingestellt hat. Ach, ich werde verrückt. Ihr seid ja absolute Irre. Schön. Also wirklich ganz, ganz grob ungefähr. Also ich weiß zum Beispiel, dass er seinen LFOs, also du hast die Schwingung, die du hörst, bei solchen Synthesizern. Und dann hast du nochmal sogenannte Low-Frequency Oscillators, also sprich einen Oszillator, der ganz, ganz langsam schwingt, also nicht mehr im hörbaren Bereich, sondern was Lars jetzt gerade zeigt, also dass der sehr langsam schwingt und damit kann ich dann zum Beispiel einen Filter beeinflussen. Also die Schwingung nehme ich und sage, okay, quasi, stell dir es vor, wie ein Männchen, das an einem Regler dreht, was praktisch die Schwingung beziehungsweise den Filter verändert. Also zum Beispiel an einem Equalizer dreht und den Regler für die Mitten, ne, immer laut und leise dreht, laut und leise dreht. Ja. Und das halt entweder der sechsjährige Neffe oder die Neffin, nee, Nichte. Genau. Genau, die dreht halt immer rauf und runter, genau. Jetzt ist es so, jetzt kann die natürlich da langsam hoch und runter drehen, also sachte, oder sie dreht halt, oder er dreht halt dann ganz, ganz schnell
oder ruckartig. Also das ist dann auch nochmal eine Unterscheidung. Das ist jetzt das Ruckartige. Genau, und so mit diesen ganzen Parametern kann ich halt spielen. Also ich kann, ich glaube, Pulse Width Modulation lasse ich jetzt mal weg, aber einfach mal, du kannst zum Beispiel dem Regler von dem Filter kannst du sagen, okay, du hängst dich jetzt an diese Control Voltage, also das wird alles über irgendwelche Ströme kontrolliert. Aha. Also quasi Regler zu ist ganz wenig Strom und Regler ganz offen ist viel Strom. Also was heißt viel Strom? Das sind dann irgendwie zwischen 9 und 12 Volt. Wäre dann quasi vollkommen offen. Und das kann man sich dann halt zunutze machen, indem man halt sagt, zum Beispiel, okay, ich habe jetzt die zeitliche Variante, das, was Lars jetzt gerade gemacht hat, mit diesen LFOs, also diesen Low-Frequency-Oscillatoren, die das halt machen. Jetzt hat er gerade schneller gedreht, jetzt dreht er langsam. Und jetzt verändert er natürlich noch die Tonhöhe. Und genau, und was halt bei diesen Kisten halt das Lustige ist, ich kann zum Beispiel auch sagen, ich habe jetzt einen sogenannten Envelope, also das heißt praktisch, ich habe einen Anschlag, also der Ton geht halt los und dann gibt es verschiedene Werte, die man dann einstellen kann. Also in der Regel ist es dann ADSR, also Attack, Sustain, Decay und Release, sprich, das ist so der Anschlag. Das Normale. So, das Anschlag, Halten also der Ton, und das Aufhören sozusagen, ja? Genau, der Ton geht los, dann wird er gehalten, dann nimmt er ab, also praktisch, wenn ich die Taste loslasse, und dann klingt er noch eine Weile nach, das ist dann das Release. Ja, das Echo. Und das wiederum kann ich zum Beispiel nicht das ja, Echo. Ja, nicht Echo, okay, ja. Der Nachklang, also praktisch zum Beispiel wie bei einer Klavierseite, ja, genau. Einem Klavier, das, was dann hinten noch nachklingt, ja. Wenn du praktisch die Taste loslässt. Ja. Und du unten auf die Pedale da rumdrückst. Genau. Jetzt bin ich gerade ein bisschen vom Weg abgekommen. Genau, und da haben halt die Kisten, also zum Beispiel dieses Kistchen, was Lars und ich da beide haben, diese Crave, haben dann oben halt so 3,5 mm Monobuchsen oben dran. Das heißt, ich kann bestimmte Sachen, also zum Beispiel dieses Envelope, diese LFOs und so, die kann ich halt mit bestimmten anderen Eingängen wiederum verkabeln und kann damit halt meine Patches bauen. Daher kommt übrigens auch das Patchen. Oder so bei solchen Synthesizern und Keyboards so der Name Patch, weil du früher halt große Wände mit irgendwelchen einzelnen Modulen hattest und die hast du halt irgendwie zusammengepatcht mit irgendwelchen Kabeln. Ja, verbunden einfach miteinander. Also verbunden. Verschiedene halt Effekte hardwaremäßig miteinander, genau. Verbunden, ja. Genau, wie du halt früher das auch zum Beispiel in der Vermittlung gemacht hast. Deswegen auch Dispatcher. Genau, und das ist halt so, also der Crave ist ein sogenannter semi-modularer Synthesizer. Das heißt, den kannst du halt auch ohne die ganzen Kabel zwischendrin spielen. Und dann gibt es halt noch die modularen Synthesizer. Da kommst du dann halt, dann hast du halt wirklich jedes Teil irgendwie das Ding, was jetzt die Grundstimmung oder die Grundschwingung macht, den Grundton macht. Dann halt den Filter, die LFOs, den ganzen anderen Kram. Also da gibt es teilweise völlig abgefahrene Module, die man sich da reinsetzen kann. Das sind dann halt alles einzelne Module und die musst du halt mit den Kabeln irgendwie verbinden. Und das ist halt dann der Unterschied. Da gibt es dann halt verschiedene Formate, sowas wie Eurorack und 500er gibt es noch, was gerade die Moogs früher gewesen sind oder auch jetzt noch sind. Genau. Und dann gibt es halt noch so, ja, keine Ahnung, so die Standalone-Teile, was dann auch mehr so häufiger die digitalen dann sind, also wo die Klangerzeugung, die Grundklangerzeugung praktisch nicht analog passiert. Sondern halt dann über irgendwelche Chips und Dinger, die dann halt über bestimmte Parameter dann halt einfach Sachen tun. Ich finde die Analogtechnik ein bisschen sympathischer, weil zu einem gewissen Grad verständlicher. Also was dann eben auch eins von echter. Von diesen Rabbit nicht erst, nee, ja, ich weiß. Echter, nachvollziehbar ja. Ist, glaube ich. Ja, ja, gut, okay. Aber dann müsste es eigentlich Röhren sein, oder? Wo man dann noch die Elektronen fliegen sehen möchte. Nein? Weiß ich nicht. Also, du könntest natürlich so einen Schwingkreis sicher auch über Röhren bauen. Wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht.
du hast dann halt den Aufwand, dass du halt wesentlich größere Netzteile brauchst, weil so eine Röhre braucht halt prinzipiell erstmal ein bisschen mehr Strom. Und eine Klimaanlage, und, Ja, wobei das ist hier auch schon relativ schlimm. Ich habe da so ein bisschen Analogtechnik rumstehen. Die heizt auch ohne Röhren ganz gut. Also bei Röhren wäre ich jetzt aber dabei. Jawohl. Das Problem ist, das ist kein Problem, aber ich lasse aktuell mit Absicht die Pfoten von der Röhrentechnik, weil einfach die Ströme wesentlich höher sind und das halt wesentlich mehr Aua macht, wenn man an die falsche Stelle greift. Ja. So bei den modularen Synthesizern und dem Kram, was ich jetzt hier rumstehen habe und was ich gerade dabei bin, so ein bisschen das Rabbit Hole abzutauchen, das Zeug auch wirklich selber zu bauen und zu entwerfen. Und nein, ich bin da sowas von am Anfang, also aber ich habe da Spaß damit, da reden wir halt irgendwie zwischen irgendwas zwischen 5 und 12 Volt. Ja, und bei den Röhren bist du dann halt ganz schnell mal bei 340 und mehr, ne? Ja. Das ist etwas für absolute Liebhaber. Also ich hatte früher mal mit einer Verstärkung, also ich musste im, ich war in einem Akkordeonorchester und da gab es einen Bass und der hatte einen Verstärker und das musste unbedingt ein Fender-Verstärker mit Röhren sein. Also da war der Leiter war da ganz wild hinterher und nach ein paar Jahren musste man den kompletten Röhrensatz austauschen, weil die einfach ausgenudelt waren. Die altern also auch, da muss man also auch noch dran denken. Ja. Aber klar, du hast da schon auch gewissen Verschleiß. Was ich immer noch nicht so richtig bei Synthesizern verstehe, ich kann jetzt einen Ton erzeugen und ich kann den auch verfremden, ich kann den wow machen oder wie auch immer, aber dadurch entsteht ja keine Musik in dem Sinne. Also Musik entsteht ja erst durch das Aneinanderreihen oder Übereinanderlegen von Tönen und das ist dann eine Möglichkeit auch irgendwie, weiß nicht, wiederholbar oder so. Schreibt ihr das oder schreibst du das irgendwie in so ein Rezeptbuch, was dann abgearbeitet wird von der Maschine? So wie wir unsere Audiowurst haben, wenn wir was aufnehmen, gibt es da auch so eine Wurst irgendwie? Es gibt da verschiedene Arten von Würsten, in die man das dann irgendwie reinpacken kann. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man halt mit dieser Regler, ne, der hoch und runter geht, den ich halt quasi mit einer Spannung fernsteuere. Darüber kann ich in erster Linie erstmal diesen Grundton, also die Höhe von dem Grundton, kann ich verändern. Also das heißt, je mehr Strom ich da reingebe, zwischen eben den Gott, wo ist das? Top 2 und 11 Volt oder sowas. Ein Volt pro Oktave, also das heißt praktisch zwischen einem C1 und einem C2 liegen dann im Endeffekt, liegt ein Volt und dazwischen kann ich halt dann die Töne irgendwie erzeugen, die dazwischen liegen. Das ist prinzipiell erstmal, wenn ich die natürlich ohne irgendwas, ohne irgendwelche Absätze zwischendrin mache, dann habe ich halt so ein Wingo. Also sprich, ich habe nicht wirklich das Chromatische, also sprich, dass ich wirklich die normalen Tonleitern damit spielen kann. Das kann man aber dann eben so hinbiegen, dass dann eben die Control Voltage halt so rauskommt, dass dann halt gerade Töne dabei rauskommen. Mhm. Im Idealfall. Und dann gibt es halt sogenannte Geräte, die nennt sich Sequencer. Das heißt, ich habe im Endeffekt, stellst dir vor, man kannte das früher aus den 80ern, diese Lauflichter, die praktisch immer, das ist eine relativ simple Schaltung, sowas zu basteln. Du brauchst einen Timer und du brauchst noch ein paar andere kleine analoge Bauteile und dann kann man sich sowas relativ schnell selber bauen. Also ein Schieberegister in der Hauptsache. Und dann kannst du halt praktisch sagen, okay, du kriegst einmal kurz ein sogenanntes Gate, also das ist dein Anschlag und auf den Takt springst du immer eins weiter. Und dann hast du dahinter praktisch in dem Stromkreis hast du dann quasi Regler, Potis, wo du dann einstellen kannst, welche Tonhöhe du spielst. Dann kannst du halt über eine andere Spannung dann angeben, wie oft kommt dieser Takt. Also das kann man entweder über einen Kondensator machen oder man kann das machen über einen Taktgeber wie einen 555, also das ist so eine Timerschaltung, so eine relativ bekannte, der NE555, das ist halt so ein kleiner IC und der kriegt halt eine gewisse Spannung und macht auf die Spannung dann aus der Spannung macht der dann eben einen gewissen gleichmäßigen Takt. Müsste Sebastian ja eigentlich auch kennen, ne? Sebastian, kannst du mit den Begriffen was anfangen? Ja, klar. Ja, natürlich. Was frage ich überhaupt, ich Idiot? ich stehe A55. Ja, NE555 war das Standardbaustein.
Teil fast für alle Schaltungen, die wir damals noch in der Ausbildung auch genutzt haben, wenn es um irgendwie Timing-Geschichten ging oder um irgendwelche Ansteuerungen. Das ja, war genau. Früher war das eigentlich das Standardbauteil für so ziemlich fast alle solche Schaltungen, ja. Genau. Das ist halt tatsächlich, der NE555 ist da relativ berühmt-berüchtigt. Genau. Und was du dann halt machst, ist im Endeffekt, du schaltest dann um, welche Spannung dann quasi durch dieses Schieberegister heißt das, also sprich, der kriegt dann einmal einen Takt und schaltet eins weiter. Also wie diese Blinklichter, ja. Ja. Die dann bei dem Knight Rider-Licht dann quasi so durchgelaufen sind. Und dann bestimmst du praktisch, welche Spannung da drauf kommt oder gerade welche Spannung da eben dann auf oder zu dem Synthesizer oder dem Ding, was dann hinten die Schwingung erzeugt, dann hinten drauf kommt. Damit kannst du Melodien machen. Ja, aber doch sehr aufwendig, oder? Das ist ja nicht komfortabel. Es hat niemand gesagt, dass es einfach ist. Ach so, okay. Ja, natürlich. Also was heißt einfach? Hat niemand gesagt, dass das komplett simpel ist. Wobei, wenn man sich ein bisschen reinhört, ist es eigentlich auch relativ überschaubar. Was ich jetzt mache bei mir oder in meinem Fall, ist halt so, ich mache das Ganze halt noch mit einer DAW, also einer Digital Audio Workstation. Aha. Und MIDI. Mhm. Ich benutze da das, was hier wahrscheinlich gerade auch irgendwo in der Signalkette drin ist, nämlich Reaper. Mhm. Da aber ganz wichtig ohne Ultraschall. Was? Deswegen, nackt? Ja. Ein nacktes tatsächlich Reaper. Ein nacktes Reaper ist tatsächlich für den Kram doch wesentlich angenehmer als ein Vor-Ultraschalltes. Einfach weil Ultraschall Reaper halt in einer Art und Weise anpasst, dass das halt für podcastende Menschen toll ist. Das tut's extrem gut. Das kann man nicht anders sagen. Sind ja dann auch so die ganzen Goodies drin. Hey, Studio Link und Studio Link Live und hast nicht gesehen und Soundboard und Zeug. Und das brauche ich aber halt, wenn ich mit meinen Synthesizern spiele, brauche ich das alles nicht. Nee, ich glaube, der Hauptunterschied ist ja zum Beispiel, dass wir taktfrei sprechen. Wir sind ja nicht darauf angewiesen, dass wir jetzt zwischen zwei Worten genau den gleichen Abstand haben. Bei der Musik, wenn du da so Noten spielen willst, in einem gewissen Takt halt, ja, nach einem Schema, was weiß ich, 6/8-Takt oder was da so angesagt ist, dann geht das ja nicht anders. Dann brauchst du ja ein Raster, auf dem du da überhaupt dich orientierst. Oder dein Taktgeber, dein NE555, der macht ja auch nichts anderes, als einfach feste Zeitabstände definieren. Ne? Genau. Ja, und das Ganze schicke ich dann halt irgendwie über MIDI, also das Musical Instrument Digital Interface, was irgendwie, ich glaube, seit den 80ern existiert. Also was, glaube ich, sogar älter ist als ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Mhm. Das gebe ich dann eben auf diese verschiedenen Instrumente, die ich dann halt hier stehen habe. Das ist das Schöne. Also es gibt halt jetzt so in den letzten paar Jahren, gerade eben, also der Crave ist ja von Behringer. Man kann sich über die Firma zu vielen Teilen streiten. Dass sie halt teilweise Sachen nachbauen, die halt aktuell noch auf dem Markt sind oder da halt einfach billige Rip-Offs von solchen Geschichten machen, das finde ich nicht cool. Auf der anderen Seite finde ich aber cool, wenn sie halt irgendwelche Synthesizer raushauen, die es halt nicht mehr gibt. Oder wenn dann, keine Ahnung, nur uralte, gebrauchte Geräte zu völligen Apothekenpreisen. Und da gibt es zum Beispiel den TD3, was der was war das? MC303, also so ein älterer 70er Jahre. TB303. TB war es, genau. So ein älterer Roland-Nachbau ist, der dem Original tatsächlich im Klang in sehr vielen Stellen in nichts nachsteht. Und wenn die Dinger halt dann für einen relativ guten Preis, und die Dinger sind halt tatsächlich relativ erschwinglich, finde ich, dann raushauen und ich damit spielen kann, dann habe ich da halt Spaß dran. Mhm. Wenn es natürlich irgendwie, keine Ahnung, sie hatten das jetzt mit Arturia, dass sie da irgendwie so einen Controller so nachgebaut haben und für irgendwie ein bisschen billiger irgendwie raushauen, aber halt tatsächlich auch nicht bedeutend billiger, dann ist das natürlich totaler Blödsinn und das soll dann hinfallen und das sollte man dann auch nicht kaufen. Aber vielleicht nochmal, bevor du jetzt wieder in irgendwelche Fachbegriffe gerätst, wo ich überhaupt nichts verstehe, also du hast ja gerade vom Sequencer bzw. vom
vom Reaper gesprochen. Ich kann mir ja jetzt quasi diesen Verlauf, diesen Zeitstrahl, kann ich mir jetzt gut vorstellen, weil ich das ja vom Ultraschall halt kenne. Und auf diesem Zeitstrahl kannst du jetzt im Prinzip Anforderungen definieren, die dann über MIDI an deine Generatoren gegeben werden. Und dann kannst du da so reinschreiben, gib mir zum Zeitpunkt 1 einen Ton mit der Mischung so und so und zum Zeitpunkt 2 einen Ton mit der Mischung so und einer anderen Mischung und so. So, also genau. Das gibst du so ein und dann brauchst du aber an den Erzeugern selber gar nicht mehr zu regeln, sondern du gibst diese Parameter über Reaper dann an die Maschinen. Das wäre schön, also teilweise, also kommt halt drauf an, wie viel dann der Synthesizer kann. Also vielleicht erstmal um, wie die Töne da hinkommen, also von meiner DAW, von meinem Reaper, zu den Geräten. Ich glaube, relativ viele Leute kennen die Piano Roll. Das ist halt, es gibt ja diese automatischen Pianos. Also ja, wo so Papierstreifen drin sind oder was. Weißt genau das. Ja, und genau. Auf den Papierstreifen hast du im Endeffekt kodiert eigentlich eine Tonlänge und eine Tonhöhe. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und genau das passiert dann da eben auch. Also sprich, du hast dann natürlich keinen Papierstreifen, sonst der Papierstreifen ist natürlich jetzt mittlerweile digital. Ist ja jetzt alles irgendwie. Das heißt, ich kann da quasi sagen, okay, von der Zeit bis zu der Zeit machst du mir einen Ton in der und der Höhe. Ja. Das Ganze wird dann durch Mathemagie dann eben in Ströme gewandelt und im Endeffekt bekommt dann die Kiste, die dann da steht, die den Ton machen soll, bekommt dann quasi ein Signal, hey, du spielst jetzt so und so lange diesen und jenen Ton. Man kann da noch ganz, 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 ganz viel anderes Zeug reinpacken. Verschiedene Parameter wie, was passiert, wenn ich den Ton loslasse oder was passiert, wenn ich den Ton halte und dann gibt es da nochmal Parameter, aber so in der einfachsten Version, du hast eine Tonhöhe, du hast vielleicht noch eine Anschlagstärke, das muss noch nicht mal sein, also du hast eine Tonhöhe und du hast eine Zeit. Das macht quasi, und mit einer Tonhöhe und einer Zeit kann ich eine Melodie machen. Ja, klar. Genau. Ja, wir hatten doch letztens diese Weltrekordfahrt im Miniaturm Wunderland, wo die da mit so einem Lok an wassergefüllten Gläsern vorbeigefahren sind. Und wenn die dann längeren Ton brauchten, standen dann halt mehrere Gläser dicht beieinander oder so. Das ist ja das Gleiche in Grün. Also Zeit und Tonhöhe ergibt eine Melodie, klar. Aber noch keine Effekte. Also die kommen ja dann noch dazu irgendwie. Okay, wann wollt ihr auch so ungefähr ins Bett? Ich merke schon, wir kommen da, wir müssen dich nochmal einladen, glaube ich, zu dem Thema. Aber ja, ich habe das halt jetzt, die Gelegenheit war jetzt gerade mal so günstig, um so ein bisschen einzusteigen. Also wie funktioniert denn dieses Synthesizern überhaupt? Also im Prinzip schon Maschinen mit speziellen Eigenschaften, mit speziellen, also gibt da unterschiedliche, ähnlich wie es bei den Geigen, gibt es die Stradivari, die macht besonders tolle Töne, gibt aber auch das Einsteigermodell. Angeblich. Gibt es das bei diesen Generatoren, Tongeneratoren auch? Die einen können die eine Schwingung sauberer hinkriegen oder einen Effekt toller als die anderen. So, ja? Es gibt, glaube ich, schon Abstufungen. Es gibt dann aber eben auch so, sag ich mal, so, wie heißt es hier bei den HiFi-Leuten hier, diese hier Goldstecker oder die Goldohren, die dann der Meinung sind, dass sie dann unterschiedliche Kabel hören in ihrem Signalweg. Voodoo. Gehöre ich nicht dazu. Was war da für ein Einwurf? Irgendeiner hat gerade was dazwischen. Voodoo. Was? Ich kenne das unter dem Begriff Voodoo. Ich kenne das unter Pyjama-Kabel. Pyjama-Kabel finde ich auch schön. Das sind dann die sogenannten Goldohren, die dann halt noch den Querschnitt vom Kabel von der Endstufe zum Lautsprecher hören. Gut, das sind aber auch Leute, die dann für irgendwie eine blöde Dreifachverteilung dann, keine Ahnung, mehrere hundert Euro ausgeben, weil sie der Meinung sind, dass diese Dreifachverteilung dann irgendwie den Strom, der irgendwie mehrere Kilometer vom Umspannwerk in ihre Wohnung gekommen ist, über wirklich verdammt viele Kilometer Kabel, dass dann diese Dreifachverteilung den Strom dann besser macht. Also da bin ich dann wahrscheinlich... Das ist linksdrehender Strom. Ja, genau. Da bin ich ja wahrscheinlich einfach zu physikaffin, als dass mich das irgendwie reißen könnte. Was war da eigentlich die Frage? Ja, es gibt natürlich dann bestimmte Synthesizer, die dann vielleicht teilweise mehr können, also die dann zum Beispiel mehr als einen Ton gleichzeitig spielen können. Gehen wir dann halt in die Richtung Polyphon, die dann halt bestimmte Filter haben, die vielleicht bestimmte Eingriffsmöglichkeiten haben, wie ich eben in den Klang von dem Ding eingreifen
kann und möchte, was halt die kleineren, billigeren vielleicht nicht so können. Was ist denn für dich dann, wenn du dich da dran setzt, da reizt, willst du irgendwie eine Melodie schaffen oder willst du irgendwie einen Klangteppich erzeugen oder den absolut verdrehtesten Einzelton mit erzeugen? Was ist sozusagen das Ziel, wenn du da dran gehst? Oder einfach nur spielen und dich überraschen lassen, was passiert? Also ich glaube für mich in allererster Linie Entspannung. Das ist tatsächlich bei mir das allererste, was ich daran habe, dass ich eben mit diesen Kisten spiele. Weil ich mich auf Dinge konzentriere, auf die ich mich normalerweise in meinem Alltag überhaupt nicht konzentriere. Also sprich, ich bin praktisch aus der normalen Gedankenwelt, wo sich halt ja in meinem Kopf halt zum Beispiel den ganzen Tag irgendwie alles um meinen Job dreht, um bestimmte Sachen, um Abhängigkeiten, keine Ahnung, bla und plop und Zeug und Projektmanagement und weiß der Teufel nicht noch was, was sonst noch an dem Tag alles gebrannt hat. Dann beschäftige ich mich halt in der Zeit, wo ich halt mit den Kisten spiele, bin ich da halt in meinem Tunnel. Und beschäftige mich eben nicht mehr mit den Themen. Ich beschäftige mich nicht mehr damit, dass ich irgendwie dann nachher den Müll noch rausbringen muss, dass irgendwie, keine Ahnung, Wäsche abgenommen werden muss oder was weiß ich. Also Alltag raus und Synthesizer rein. Davon mal abgesehen ist es halt eben auch noch, ich glaube, die Jinx wird mich da verstehen, ein sehr, sehr tiefes und breites Rabbit Hole. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fange jetzt an, irgendwie die Dinger wirklich auf Komponentenbasis auseinanderzunehmen und versuche da irgendwie so Schaltungen auch selber nachzubauen und vor allem die zu verstehen. Die Musik, die Akustik, also die Musik steht nicht unbedingt im Vordergrund, sondern mehr so. Auch, okay. Ja, es ist vielschichtig, ich merke schon. Wie gesagt, also ein sehr, sehr großes, breites Rabbit Hole, wie zum Beispiel, dass ich mich zum Beispiel jetzt gerade momentan, keine Ahnung, mit solchen Sachen auseinandersetze wie Musiktheorie. Ui, das ist tief. Halt einfach zum Beispiel bestimmte Tonarten, die es da gibt. Also ich meine, gut, in der Schule haben wir irgendwann mal gehört und gelernt, es gibt Dur und es gibt Moll. Genau, Moll und Dor haben wir immer gehört. Genau, also ne, Moll klingt traurig, Dur klingt lustig und da gibt es aber noch so viel mehr. Da gibt es myxolodisch und da gibt es dorisch und da gibt es verminderte und hast du nicht gesehen. Also da gibt es halt, da ist halt so viel mehr. Was halt auch wieder so ein Rabbit Hole ist, dass man abtauchen kann, wenn man das möchte und da Bock drauf hat und da halt mehr drüber lernt. Und dann versucht man halt eine Melodie eben nicht mehr in einem Dur oder einem Moll zu schreiben, sondern es eben zum Beispiel in einem, ja, in einem Myxolodisch oder in einem Lydisch. Aber okay, ich habe jetzt rausgehört, eine Melodie zu schreiben. Das ist dann das, was am Ende dann doch bei herauskommen soll. Also eine hörbare Melodienfolge. Oder es ist ein Rhythmus, also fängst dich dann an mit, was man hören kann, wo man sagen kann, ja. Liebe Frau, hör dir das mal an oder so. Oder nicht unbedingt? In meinem Fall ja, weil ich sag mal, ich habe so im tiefsten meines Inneren habe ich halt den Drang, dass ich doch ganz gerne sowas Ähnliches wie irgendwelche Ohrwürmer fabriziere. Das jetzt nicht bei irgendwelchen Leuten, die das gerade nicht wollen, weil es nach 21 Uhr ist, sondern halt einfach so von den Melodien und so wie ich musikalisch im Kopf tick, ist es halt einfach, dass bei mir hin und wieder halt irgendwelche Ohrwürmer rauskommen. Oder Ovo-Melodien, also das habe ich halt in dem Kram gemacht, wo ich halt irgendwie Metal gemacht habe. Tatsächlich. Weiß ich nicht, das probiere ich halt auch mit den Kisten jetzt irgendwie. Okay. Jetzt und Ohrwurm für alle, Popcorn. Tak, 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 tak. Hey, es ist noch 21 Uhr, ich sag's dir, ne? Wir dürfen das. Okay. Genau, aber ja, Vangelis ist zum Beispiel ein echt gutes Beispiel. Jean-Michel Jarre sind dann natürlich so aus der Zeit wirklich die Pioniere, nicht die Pioniere gewesen, aber die haben schon ganz schön viel eingerissen. Also die haben schon da ganz schön viel gemacht. Und dann kommt halt noch, also was du zum Beispiel mit den Modularen machen kannst, zum Beispiel viel, ist einfach mit Zufall spielen. Also, ja, will man das denn?
Ja, genau, ja, wenn man es will, wenn man es kontrolliert. Also kontrollierter Zufall sozusagen. Also schon ein Widerspruch in sich ein bisschen, nein? Ja, doch, du versuchst den natürlich dann irgendwie, also du kannst den versuchen irgendwie einzugrenzen, also dass dann der zum Beispiel auf ein gewisses Raster passt, oder es gibt dann halt Leute, die spielen dann halt stundenlange Sessions mit irgendwie Zufall, mit Sachen, die überhaupt nicht miteinander synchronisiert sind und da kommt geiles Zeug bei raus. Mhm. Ist was, da bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Ich versuche das immer mal wieder, aber komme ich gerade noch nicht so richtig musikalisch drauf klar, weil natürlich mein Kopf tickt natürlich durch viel zu viele Jahre irgendwie Musik, die ich gemacht habe, natürlich jetzt so, dass es halt ein gewisses Raster passen muss und dass es natürlich dann auch Tonhöhen immer in einem chromatischen Muster laufen muss, also die üblichen Tonleitern und sowas. Da ist halt daneben ist halt noch so viel mehr, oder dass du halt sogenannte Drones machst, die halt einfach bloß Schwingungen, langgezogene Töne und so Kram sind. Damit kann man furchtbar tolles Zeug machen. Das ist halt einfach so, du hast halt die Palette offen. Ja. Dann guckst du da drauf. Jo, was machst du da jetzt damit? Und dann fängst du halt an zu spielen oder nicht. Und wenn nicht, dann ist das halt was, womit du nichts anfangen kannst. Und dann ist das halt auch okay. Hast du dich trotzdem erfolgreich 2 Stunden lang nicht über Projektmanagement und Müll raustragen beschäftigt? Ja. Völlig valider Punkt an der Stelle auch, ja. Naja, wenn du selbst, sagst, das nur, ist, nur, ne, du hast es als quasi als erste Motivation genannt. Also als erstes, ne, das etwas anderes als den Alltag erleben. Da. Es entspannt mich tatsächlich, ja. Also selbst drüber nachzudenken, okay, was könnte ich zum Beispiel, wie gesagt, diese YouTube-Nummer, die ich da jetzt irgendwie neulich angefangen habe, also ich will es nicht sagen, da ist jetzt ein gewisser Leidensdruck da, aber es ist halt schon eine gewisse Motivation da, dass ich das Ganze eben weiterentwickle, also dass ich jetzt nicht irgendwie jede Woche das Gleiche spielen will oder das Gleiche machen will, das heißt vom Klang her, vom Grundton her, von Takten her, von Sachen, die ich da einfach mache, also das heißt, ich probiere dann halt auch Sachen einfach aus. Funktioniert ja, das? Ja. Funktioniert das nicht? Dann kommen eben so Sachen wie, okay, ich beschäftige mich jetzt vielleicht doch mal 1 Stunde, 2 Stunden mit irgendwie Musiktheorie oder mit Polyrhythmen oder mit, ne? Also man will ja dann auch neuen Content bringen. Krass, ja, faszinierend. Also es ist schon, also ich habe das tatsächlich auch ein bisschen mit dem Anspruch und mit dem Hintergedanken gemacht, einfach mich da auch selber ein bisschen bewegen zu halten. Einfach auch was anderes zu machen, als irgendwie jeden Tag viel zu viel zu arbeiten und da geistig auszulaugen und halt nebenher nichts anderes zu machen. Von daher ist das halt dann schon irgendwie ganz schön. Habe ich das jetzt richtig verstanden? In den YouTube-Kanal, den du machst, da geht es um genau diese Art von Erstellung von hörbarem. Oder es geht tatsächlich um die Ergebnisse dessen. Also was ich mache. Also ich rede da nicht. Nein. Bis jetzt noch nicht, ich rede da nicht. Also bis jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mal noch mache oder nicht mache. Keine Ahnung. Das ist halt einfach so. Ich lasse dieses Boot da jetzt einfach mal ein bisschen vor sich hin segeln und mache halt, worauf ich Bock habe. Und ich baue dann halt jeden Sonntag meistens den Sunday Synth Jam auf dem Kanal und spiel da halt so in der Regel zwischen, keine Ahnung, so 5 und 10 Minuten, 15 Minuten da so irgendwie mit den Dingern rum. Schön. Ist natürlich mehr Vorbereitung, weil die Dinger müssen natürlich dann erstmal so zusammengeklöppelt werden und so programmiert werden, eben über die DAW, dass da natürlich dann auch irgendwas halbwegs Vernünftiges bei rumkommt. Mhm. Zumindest im Augenblick ist es so. Das heißt, ich habe da, keine Ahnung, ja, das ist Sunday Morning, dann mache ich irgendwie mal hübsch Mittagsruhe, dann fange ich halt, keine Ahnung, so um 4, um 5 an, da ein bisschen Spückes zu machen, ein bisschen rumzuspielen, dann ist es, keine Ahnung, 6 oder so, also so 1,5, 2 Stunden da irgendwie was zusammenzutackern, das Ganze dann aufzunehmen, als Video und mit Ton und den ganzen Bums. Halt nur ein bisschen Schnitt und dann halt der übliche Fu mit hochladen und vertecken und ja, genau. Verstehe. Lars, eine Frage an dich. Auf der Skala von 1 bis 10, wie sehr kannst du das nachvollziehen, was Stefan da gerade erzählt hat?
11. It goes gedacht. To 11. Und zwar komplett. Also der Punkt mit Behringer zum Beispiel ist ja umstritten, Nachbauten umstritten, ja, aber einige Geräte gibt's nicht und sagen wir es so, wären sie nicht in diesem Preisniveau, könnte ich mir diesen ganzen Spaß nicht leisten, um einfach zu üben und zu trainieren, es kennenzulernen. Von daher nehme ich die Möglichkeit, das so zu kaufen, eben mit und an. Nach oben ist natürlich viel mehr, aber das geht nun mal nicht. Ja, das Ding ist halt, was das Coole an diesen Semi- und analogen Kisten ist, ist halt, die Dinger sind halt auch echt gut hackbar, ne? Also die sind halt ab einem gewissen Grad, wenn man sich damit beschäftigt, halt so nachvollziehbar, dass man sagt, ja, okay, ich hätte halt jetzt gerne aber an dem 130 Euro Synthesizer, der TD3, hätte ich halt gerne noch das und das. Ja, dann gucken wir mal so ein bisschen ins Internet, was da andere Leute so machen. Und dann, ja, da knubberst du da noch irgendwie einen Widerstand, ein paar Kondensatoren ran und dort noch einen Schalter und dort noch ein bisschen was und dann hast du das. Und ja. Ja, soweit bin ich dann noch nicht, noch in der Kennenlernphase. Oh, ich kann dir was total Tolles empfehlen. Das ist, es gibt es leider aktuell nicht von Bastel-Instruments. Gibt es da so einen total hübschen Elektrobaukasten. Und es ist genau das. Also du kriegst halt ein paar Bauteile. Du kriegst irgendwie so ein paar Breadboards. Also es sind oh Gott, wenn man viel zu viele englische Videos über den Kram guckt, wird es echt schwierig. Also so Steckbretter, wo du deine Bauteile reinstecken kannst und den nötigen anderen Kram, um da wirklich Töne rauszuholen. Für auch so im Dreh rum 160 Euro hat das Ganze gekostet, so mit allen Sets, die es da gibt. Und damit kannst du dir halt irgendwie Synthesizer und Sequencer und den ganzen Kram halt wirklich in Bauteilen zusammenstecken. Ah, nett. Das ist voll. Und dann kannst du halt sagen, okay, und was passiert, wenn ich jetzt da ranfasse? Dann verändert sich der Ton. Also es ist halt, wie gesagt, alles irgendwie so 9 bis ja, so um die 9 Volt rum. Also das ist halt nichts, das ist noch nicht mal irgendwas, was irgendwie groß zuckt oder irgendwas. Gut, es kommt auf die Größe des Kondensators an, aber da muss man es dann vielleicht nicht unbedingt übertreiben. Genau, und dann kannst du dir halt da irgendwie Dinge zusammenbasteln und die dann halt Töne geben, was irgendwie auch völlig seltsam befriedigendes Gefühl ist, also zumindest für mich. Was natürlich dann blöderweise aber auch ein Hobby ist, was sehr schnell sehr viel Platz einnehmen kann, habe ich feststellen müssen. Weil man will ja dann noch andere Bauteile. Ja, und dann wird es wieder raumnehmend, was tatsächlich für mich hier gerade so ein bisschen eine gewisse Einschränkung ist. Sprich, ich habe jetzt halt für den ganzen Kram hier nicht so viel Platz, wie ich gerne hätte. Was aber auch ganz gut ist, weil sonst hätte ich halt mehr Zeug rumstehen und hätte eben mehr. Und da ist es vielleicht auch ganz, ganz nett, eben mit dieser Einschränkung das Ganze eben irgendwie machen zu müssen, auch mit dem YouTube-Kanal und dem ganzen Kram. Klar wäre natürlich irgendwie ein Studio, wo ich dann irgendwie meine Lichter aufgebaut lassen kann, dann irgendwie cooler, weil dann hätte ich nicht jeden Sonntag irgendwie den Trouble, die blöden Softboxen wieder zusammenzustecken und hinzustellen. Aber ja, halt einfach mit Limitierungen leben und mit um diese Limitierungen dann rumarbeiten, ist halt auch irgendwie das ganz Witzige. Eine zusätzliche Challenge. Aber jetzt kann ich mir langsam vorstellen, ich habe mal so alte Bilder gesehen von Jean-Michel Jarre, wenn er da ein Konzert gegeben hat und auf der Bühne sitzt er und ist umgeben von technischen Geräten, wo ich mir denke, meine Güte, um ein paar Töne zu erzeugen, ja, da kannst du auch ein C64 nehmen, kannst du auch Töne mit erzeugen. Was zum Geier hat er denn da alles stehen? Aber jetzt wird mir das so langsam klar, wo die besondere Herausforderung liegt und dass man vielleicht doch seine eigenen Erzeuger unbedingt, seine selbstfrisierten dabei haben möchte. Jetzt C64 sind da nochmal ein ganz anderer Schnack. Gerade die aus der ersten und ich glaube aus der ersten und zweiten Revision. Die hatten früher den sogenannten SID-Chip. Das war der Chip, der IC, der quasi die Töne gemacht hat. Aha. Und der hatte zumindest in der ersten Revision einen gewissen Bug, der den hat ganz eigen klingen lassen. Aha. Und
Das ist dann später beseitigt worden, wo sich dann viele Programmierer von Spielen, vor allem Spielen natürlich, beschwert hatten, weil sie haben diesen Bug halt ausgenutzt und haben damit halt sehr, sehr eigene Töne produziert. Ja. Und die Dinger gibt es immer noch so hin und wieder, dass man da irgendwelche Kisten findet, wo dann eben diese SID-Chips im Originalen oder in irgendwelchen Nachbauten drin sind, als wirklich auch Standalone-Synthesizer, ohne den restlichen C64 drumherum zu haben, um eben solche Chip-Tunes, also solche typischen 80er-Jahre Computerspiel-Sounds rauszuholen und damit halt auch Musik zu machen. Total spannend, also ich mag Chip-Tunes hin und wieder echt gern hören. Und und in späteren Revisionen wurde dieser Bug, der dann irgendwie zum Feature wurde, dann von Commodore dann gefixt und die Leute haben sich aufgeregt, dass das Ding halt nicht so geil klingt. Und deswegen sind stellenweise auch die originalen C64 Revision 1 oder 1.1 sind dann teilweise echt mit den Preisen völlig durch die Decke gegangen, weil die Leute halt diese originalen SID-Chips genommen haben, haben die ausgebaut und haben die halt einen Synthesizer reingebaut. Ah! Ja, genau. Genau. Also der besondere Fehler sozusagen, den muss man kultivieren. Ja, herrlich. Ja, herrlich. Also das. Was eine Welt. Also ich bin jetzt etwas geflasht. Klar, ich kenne Synthesizer. Beim Kongress haben wir auch schon vor dieser großen vor diesem großen rotierenden Tisch gestanden, wo da so mehrere Racks da auch nebeneinander standen und dann konnte man an allen möglichen Hebelchen drehen. Ja? Ich weiß, welchen Stand du meinst. Ich finde ihn auch total cool. Ich möchte aber nicht despektierlich klingen, aber groß ist da vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort dafür. Okay. Groß, aber gut. Es gibt Bilder, wenn du groß sehen willst in der Richtung und der Art und Weise Musik und Klänge zu machen. Es gibt Bilder aus der Bibliothek, in Anführungsstrichen, von Hans Zimmer. Wenn du das Bild von Weitem siehst, denkst du so, ja, das ist halt eine Bibliothek, da hinten stehen Bücher. Wenn du das Bild dann aber mal genau anguckst, dann sind das keine Bücherregale. Das ist einfach bloß ein Raum mit Wänden voll irgendwelcher Synthesizer-Module. Das ist völliger Wahnsinn. Genau, ich hätte gestern auch zum Beispiel noch zum Thema Chiptunes schon in der Sendung Was ein Krach gehabt, die Band oder Typ, glaube ich, also es ist, glaube ich, nur so ein Einmann-Ding, Masterput Record, der macht total wirren Kram, der macht Metal mit Chiptune, mit irgendwie zwischendrin hat er noch ein paar alte Floppy-Laufwerke, die dann irgendwelche Gitarren haben und so Kram. Völlig abgefahren, aber total geil, höre ich die letzten paar Tage ziemlich häufig. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in eine Welt, die mir bisher noch nicht so auf diese Art und Weise bekannt wurde, war. Also hat und vor allem die Begeisterung, die ist, glaube ich, rübergekommen. Also das muss ich sagen. Ich habe zwar nicht viel verstanden, das Prinzip ja, von den Techniken nicht, aber ich habe die Begeisterung wahrgenommen. Es ist ungefähr wie bei den Schweizer Fußballspielern. Ich kenne die Regeln auch nicht so ganz genau, aber ich habe gemerkt, wie viel Herzblut sie dabei gewesen sind. Das ist toll. Ich würde so ganz langsam gerne von der Gartenbank runterkommen, aber wir müssen eigentlich noch ganz kurz auf Sudden Dice zu sprechen kommen. Dass du wenigstens sagst, was das ist, wer da dran beteiligt ist, was ihr da in die Welt setzt und was wir da hören könnten, wenn wir da reinhören, bitte. Okay, ganz kurz noch, bevor wir bei dem Synthikram-Zeug jetzt noch den Deckel drauf machen, muss ich nämlich natürlich nochmal ganz shameless self-pluggen. Weil ich habe mir irgendwie mal so ein bisschen ein Ziel gesetzt. Bei diesem YouTube hat man die Begrenzung, dass man seinen Namen vom Kanal erst dann bekommt, wenn man 100 Follower hat. Und das ist so quasi jetzt mal so das erste Ziel, was ich mir gesetzt habe. Und deswegen schaut doch mal auf YouTube drauf. Bleepy Toys heißt der Kanal. Bleepy Toys. Ich packe das dann gleich nochmal kurz hier in den Chat rein. Das ist vielleicht vom Aussprechen her nicht unbedingt der geschickteste Name. Nee. Aber er macht im Endeffekt macht er dann schon Sinn. Ja. Und genau. Klick doch mal die Glocke. Nee, die Glocke müsst ihr nicht klicken, das ist Blödsinn. Das ist für den YouTube-Algorithmus gut und wichtig, aber das ist mir erstmal egal. Aber wenn ihr da irgendwie so ein Follow da lassen könnt oder vielleicht euch einfach die Videos gefallen, was mich natürlich dann auch extrem freuen würde. Genau, liken, dann, abonnieren und die Glocke drücken, ne? Das ist die heilige Dreifaltigkeit auf YouTube. Nee, genau. Ist klar.
Wie gesagt, Glocke muss jetzt nicht sein. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie mit diesem Kanal da völlig irgendwie viral oder durch die Decke zu gehen oder da in absehbarer Zeit irgendwie Geld damit zu verdienen oder was. Ich meine, wenn es den einen oder anderen Synthesizer-Hersteller gibt, der mir dann irgendwann mal Kisten zuschickt, dass ich die ausprobieren kann und damit spielen, hätte ich nichts dagegen, aber das ist in so, so weiter Ferne, also das ist ungefähr so wahrscheinlich, dass, als dass ich in den nächsten 5 Jahren zum Mond fliege. Och, das sag mal nicht. Wenn das so weitergeht da in Boca Chica, dann am ja. Mond vielleicht. Ich habe nicht gesagt, dass es vollkommen ausgeschlossen ist. Genau, aber genau. Nee, aber ich mache das halt ja, genau. In der Hauptsache, weil ich Spaß daran also habe. Also Bleepy, Bleepy, Toys. Und, genau. Also die, ja, die Geräusch machen, die quietschigen Spielzeuge. Ja, also, ja, okay, genau. Das macht Sinn, das stimmt. Und dann ist ja, ergibt es Sinn, wir wollen doch das Deutsche. Was ganz hier. am Anfang eigentlich nur so ein bisschen so ein Gag gewesen ist, weil ich mir halt irgendwie über Weihnachten, kurz nach Weihnachten, so Weihnachten, Neujahr, habe ich mir also gedacht, ich könnte mir eigentlich mal so ein bisschen ein kleines Regal lasern, wo ich den ganzen Bums mal draufstelle. Einfach, dass ich den hier habe, dass ich rangreifen kann und damit spielen. Gesagt, getan und dachte ich so, ja, die Seite sieht noch ein bisschen leer aus und habe mir dann halt einfach so ein komisches Logo ausgedacht. Dachte mir so, ja, Bleepy Toys passt halt irgendwie die quietschenden Kisten. Und hab da eben das Logo drauf gezaubert und das ist eben das, was man jetzt auch auf dem YouTube-Kanal sieht. Super. Schön. Gut, dann werden wir jetzt alle mal YouTube genau. Anwerfen. Natürlich. Finde ich toll. Das ist wie Podcast mit Bild. Das, ne, ganz ja, plus ganz ohne Gelaber dann halt in dem Fall. Ne? Auch noch ohne Gelaber, meine Güte. Weil Besseres gibt's ja gar nicht. Nee, super. Du hast mich wirklich neugierig gemacht. Also ich werde auf jeden Fall mal reingucken, das kann ich dir sagen. Ja. Cool, freut mich. Genau. So jetzt kurz zum Sudden Dice. Also Sudden Dice. Der plötzliche Würfel, oder was? Plötzliche Würfel, genau. Genau, Sudden Dice ist ein Rollenspiel-Podcast-Projekt mit sehr, sehr vielen Ambitionen. In verschiedenste Richtungen. Also der Grundgedanke war halt erstmal den der Herr Zweikatz, also der Aristocats, ja auch schon mal hier gewesen und gut getrollt, hatte, war im Prinzip, er mag Podcast, er mag Hörspiele und er mag Rollenspiele. So, bei den meisten Sachen, die sich halt zum Beispiel in Podcasts mit Rollenspielen beschäftigen, ist das entweder, dass man sich halt auf einer Metaebene damit beschäftigt oder die Leute spielen und es klingt scheiße. Und das war so ein bisschen wohl sein Mückenstich, den er halt selber versucht hat zu kratzen. Hat sich dann gefragt, okay, warum tun das Leute? Also warum klingt das doof? Warum macht ihr nichts mit Soundeffekten? Und daraus ist halt auch also neben den Sachen, die da halt rausfallen, einfach als Rollenspielen, also wo ich dann halt hauptsächlich auch irgendwie so ein bisschen beteiligt bin und da halt einfach mitspiele, weil ich Spaß dran habe, weil ich jetzt auch noch nicht so viele Rollenspiele gemacht habe und das ist für mich halt auch so eine schöne grüne Wiese, über die ich da mal drüber gehe und da einfach meinen Spaß habe. Es ist halt zum Beispiel so, dass initiiert eben durch den Thorsten, da immer mal wieder die Sachen mit den Audiospenden passieren. Das heißt, werden Gesprächsfetzen, Geräusche und dergleichen. Also du hast halt, keine Ahnung, 10 verschiedene Leute, die irgendwie sowas machen wie, hä? Oder keine Ahnung. Also so ein Zeug nimmt er halt dann auf, stellt die dann halt auch, also stellt auch sicher, dass die Leute, die das dann halt für uns, für ihn, für das Projekt halt aufnehmen, dass die der Meinung sind, dass die da jetzt keine irgendwie Urheberrechte oder sowas dran haben und er stellt das dann halt in so eine freie Sounddatenbank, also so, dass es jeder nutzen kann, ob der jetzt ein Spiel macht, ob der jetzt irgendwie ein Pen Paper macht, ob irgendwas als Geräuscheffekt, finde ich völlig super. Er geht dann auch irgendwie rum und nimmt da selber noch Zeug auf und ist halt sein Rabbit Hole, dass er gerade abtaucht und will das jetzt auch noch ein bisschen verschärfen. Da nehme ich ihm aber jetzt nichts weg, weil ich da auch nicht weiß, wie weit die Projekte da gerade sind. Genau, aber es war halt dann noch ein bisschen hochwertiger und genau. Und wie gesagt, wir versuchen halt irgendwelche netten Runden da zu spielen, versuchen da natürlich auch irgendwie so ein bisschen unterhaltsam zu sein, dem, was wir da tun. Eben als entweder schnöseliger Snob-Sohn, der halt Snob-Sohn, der da halt eben irgendwelche, so drei Fragezeichen der
Detektivgeschichten spielt oder eben als Füchsin, das halt durch eine Fantasy-Welt rumhopst und Leute meuchelt. Genau. Und alles fing eigentlich irgendwie so ein bisschen an mit einer völlig bescheuerten Idee bei irgendeiner Jubiläumssendung vom Sunday Morning. Wir gemeint hatten, ich könnte ja eigentlich immer so ein Pen and Paper spielen. Mhm. Ja, das haben wir dann irgendwie, ich glaube, so 200 oder sowas gemacht. Ist auch schon wieder ein Stück her. Und haben das dann nochmal gemacht und nochmal. Und irgendwie ist das halt irgendwie kleben geblieben. Und da wurde dann halt irgendwie auch so dieses Sudden Dice mit raus. Es sind mittlerweile sehr viel mehr Leute im Hintergrund auch beteiligt, was ich auch sehr schön finde. Verschiedene Runden, gerade die Runden, wo ich gerade spiele, liegen aus Zeit- und Energiegründen, glaube ich, gerade so ein bisschen brach. Was wir eben die 1W6 Freunde sind und jetzt habe ich gerade einen Hänger im Kopf, das ist auch schon meine 6. Stunde heute, mindestens. genau, kein Problem. Hier im Sendegarten ist das alles völlig in Ordnung, gar kein Problem. Genau, die Pathfinder-Runde, die liegen halt gerade so ein bisschen wegen Zeit- und Energielosigkeit hier und da bei verschiedenen Personen da eben gerade so ein bisschen brach, aber es gibt halt noch Ars Magica, dann gibt es jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie das andere Ding heißt. Er ist im Chat, aber er hilft mir nicht. Das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Genau. Eclipse Phase, was auch ein ziemlich cooles, cyberpunkiges Setting ist, wo ich eigentlich total Bock drauf hätte, aber noch eine Runde. Nee. Okay. Genau, der Kai ist zum Beispiel im Hintergrund noch mit am Tüdeln, also der Hobbykoch. Aha. Und noch verschiedene andere Leute aus der Bubble, die ihr auch doch zum Großteil kennt. Also ein großes Projekt, wenn man so will. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und auch vor allem sehr, 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 sehr viele Leute, die ihr noch nicht kennt, die aber teilweise auch sehr, sehr toll sind. Ja, dann ist das vielleicht eine Quelle für zukünftige Gäste. Mal sehen. Das könnte ja die Folge unbedingt sein. Sowas wird ja Folgen haben. Sendegarten wird Folgen haben. Genau. Aha, und dann gibt's noch, ja, bitte, dann, was gibt's noch? Dann gibt's noch die Meta-Episoden. Also zum einen haben wir natürlich noch, logischerweise Spaß am Spielen, Spaß am Schneiden teilweise, am hörspielartig Dinge tun. Zum anderen haben wir aber auch so ein bisschen den Plan, andere Leute damit zu infizieren. Also sprich, andere Leute dazu zu befähigen, das auch zu machen. Also sprich nicht, ich stelle ein Mikro in die Mitte vom Tisch, dann habe ich einen Glastisch, da habe ich meine Metallwürfel und ich würfel drauf. Und das klingt natürlich dann alles völlig furchtbar, das kann niemand hören. Ihr hattet vielleicht Spaß an der Runde, aber es wäre vielleicht auch unterhaltsam gewesen, wenn ich mir nicht alle 2 Minuten die Kopfhörer von Ohren reißen müsste. Und deswegen gibt es eben diese Meta-Episoden, wo dann halt so ein bisschen erklärt wird, ja, wie geht denn das eigentlich und wie mache ich denn das und wie kommt der halbwegs brauchbare Ton da irgendwie in den Computer rein, wenn ich mit anderen Leuten rede, spiele, mache. Oder wie mache ich Schnitt, wie baue ich Atmosphäre auf und solche Geschichten. Ich habe natürlich jetzt logischerweise die audiosensibelchen Folge rausgezogen, weil zu der habe ich halt ein besonders inniges Verhältnis, weil ich die gemacht habe. Alles klar, ja. Ich bezeichne es ganz gerne als Audio-Selbstkasteiung, einfach weil ich natürlich dann das Rohmaterial bekommen habe und verschiedene Leute haben sich da echt Mühe gegeben, richtig beschissene Sachen zu machen, also richtig furchtbare Sachen zu machen, einfach als Negativbeispiele. Aber ich muss den Kram natürlich schneiden und vertonen und noch drüber sprechen und Zeug und das war schon teilweise echt schwierig, weil ich da wirklich ein bisschen sensibel bin. Ja, wenn man dann mit dem Ergebnis nicht immer so zufrieden ist und dann doch noch ein bisschen besser, das kann quälend sein, das kann ich mir gut vorstellen. Das habe ich mir tatsächlich verkniffen. Ich habe an dem Material, was ich bekommen habe, tatsächlich nichts gemacht, außer dass ich es teilweise pointiert schlimmer gemacht habe. Weil wir das Material ja wirklich als negatives Beispiel stehen lassen wollten. Also sprich, so sollte das jetzt vielleicht nicht klingen. Ja, okay. Dann halt erklärt, okay, wie geht's besser? Was kann ich machen? Was kann ich machen, wenn meine Tastatur zu laut rumknuppert? Was kann ich dagegen machen, wenn ich zu viel Raum auf dem Mikrofon habe? Geh halt näher ans Mikrofon ran. Dreh ein bisschen leiser, dann geht das auch.
Also so relativ simple Sachen, die man dann halt vielleicht machen kann, ohne direkt irgendwie 50.000 Euro für irgendwelches Audio-Equipment ausgeben zu müssen. Ja, ja, ja. Es kommt doch nicht schon wieder mit diesen pragmatischen Vorschlägen. Wo man kein Geld für ausgeben kann. Habe ich auch schon, also, mal eine schöne Episode bei den Haushackers hinterlassen. Das war auch sehr schön. Ich weiß, die gebe ich auch immer noch total gerne wieder an, wenn Menschen fragen, was kann ich denn machen, so zu Ton und so weiter. Hm? Ich glaube, ich habe mir dann zu Recht einen gewissen Ruf erarbeitet. Schon. Okay, ja, also ich gucke auf die Uhr, so ganz langsam sollten wir wirklich von der Gartenbank runter. Es fällt wie immer schwer, den Gast zu entlassen oder zumindest von der Gartenbank runterzulassen. Du bleibst uns ja hoffentlich bis zum Ende der Episode dabei, hoffentlich. Wir haben das gar nicht vorbesprochen, ich frage jetzt einfach mal so. Bleiben, müsste aber mal ganz kurz, glaube ich, für so 10 Minuten mal kurz weg, weil, ne? Keine Frage, gar kein Problem. Kommt dann einfach wieder mit rein, das hatten wir das letzte Mal schon so gemacht. Ich werfe dann einfach so meine 2 Cents oder was auch immer ich da gerade übrig habe, dann einfach mit dazu. Genau, so ist die Idee, genau. Einfach den Faden, was gerade gesprochen wird, einfach kommentieren oder was auch immer. Eine kleine Korrektur würde ich noch eben sagen. Ich habe eingangs gesagt, du warst in der 54. Episode da. Ich glaube, du hast das dann nochmal wiederholt. Du hast dich von mir in die Irre führen lassen. Es ist die 57. gewesen. Also glaube mir nichts, du bist sonst verloren. Also bitte, wer vom Stefan nochmal, Stefan sozusagen, nochmal 3 Jahre früher hören möchte, wo er noch nicht so ganz in die Synthesizer-Welt eingestiegen war, glaube ich zumindest. Das wäre dann die 57, so, um es noch wieder falsch zu sagen. 5, 7, da können wir reinhören. Ganz herzlichen Dank und bis in 10 Minuten. Ich finde es ganz kurz, ich wollte gerade gucken, wer da jetzt eigentlich in der 54 gewesen ist, war aber bestimmt auch eine total tolle Person. Bis ein paar Minuten. Alles klar. Und wir nutzen die Gelegenheit, gehen von der Gartenbank runter und gucken dahin, wo das Gestrüpp so ein bisschen kraus wächst, nämlich im Querbeet. Und das ist der Ort für dies und das und alles Mögliche und jenes. Und da sehe ich jetzt einen ersten Eintrag. Wir hatten gerade schon kurz von Reaper gesprochen, beziehungsweise Ultraschall. Und dazu soll es jetzt ein Handbuch geben, Fragezeichen. Der Lars weiß da etwas mehr drüber. Ja, aber auch nur ein bisschen. Ich habe da einen Post im Sendegate gefunden. Und ja, bei Ultraschall ist es ja so, dass es viele Videotutorials gibt. Aber jemand hat eben die Idee gehabt, Ultraschall könnte ja ein Handbuch bekommen, und zwar mit Hilfe der Community. Und das liest sich wie folgt. Jede gute Software braucht ein Handbuch. Ultraschall ist seit langer Zeit eine der besten Lösungen zum Podcasten. Das Handbuch fehlt allerdings noch. Um das zu ändern, brauchen wir eure Mithilfe. Unser Ziel ist es, ein komplettes Handbuch aller Features, GUI-Elemente, Shortcuts sowie Tipps und Tricks zu erstellen. Da wir das nicht alleine schaffen, brauchen wir die Hilfe jedes Einzelnen von euch. Und dazu gibt es dann im Sendegate in dem entsprechenden Post auch noch ein URL und also einen Link. Kannst du draufklicken und dann landest du auf einem Pad, wo man dann die Dokumentation schon begonnen hat. Und dort kann man dann mitarbeiten. Mhm. Voll cool. Würde ich gerne mitwirken, aber ich habe auch gar nichts ausprobiert so richtig und ich fühle mich immer noch wie der absolute Noob. Ich wäre froh, wenn ich das hier regelmäßig alle 2 Wochen ans Laufen kriege. Ja, aber ich weiß, dass es viele andere Menschen gibt, die sich viel besser damit auskennen. Die Claudia zum Beispiel. Ah. Kennst du das mit diesen eingetretenen Pfaden, wenn man ja, so seine Prozesse irgendwie mal so drin hat und dann plötzlich ist doch wieder alles anders und so. Ja, ja, ja. Und dann gibt es ein Update und dann funktioniert das alles nicht. Aber so die Idee, ein Buch zu schreiben, und wenn es nur ein Handbuch ist, das müsste dir ja eigentlich gefallen. Ja, immer, immer. Ne? Da bin ich auch total dabei. Aber ich glaube, tatsächlich wirklich viel beitragen kann ich auch nicht. Wir hatten das mal beim Podstock festgestellt.
wo ich dann mal gefragt habe, so apropos, könnte mir da hier jemand was helfen, ne? Weil ich habe irgendwie nicht verstanden, wie ihr euch vorstellt, dass das und das funktionieren soll. Ich weiß gerade nicht mal mehr, was es war. Und dann saß, der Udo hat sich dann tatsächlich ein bisschen Zeit genommen. Wir saßen dann draußen auf der Bank und ich zeige ihm, was ich halt vormache und wie halt so mein Prozess ist, wie ich da halt hinkomme und wo ich halt anstehe. Und er so, ach, so kann man das auch verwenden? Ah. So, ach, das ist anders gedacht. Ja, also ne, das ist so wie es gedacht ist und wie es tatsächlich verwendet wird, waren dann zwei völlig unterschiedliche Welten, die sich wahrscheinlich nicht einmal in der Unendlichkeit getroffen hätten. Also ja, war lustig. Das glaube ich. Aber auch für so Entwickler natürlich total spannend, ne? Das, also für ich, du weißt ja selber, die Dinge, die du regelmäßig machst, für dich sind die völlig klar und natürlich kann das nur genau in dieser einen Art und Weise gemeint sein, gebraucht werden. Du weißt genau, mit dem Wort ist genau das eine verbunden und dann bist du mit jemandem, hast mit jemandem zu tun, der benutzt die Worte einfach anders, füllt sie mit anderen Inhalten und so. Und man steht da und sagt, hä? Was ist denn das für ein Hornochse? Der kommt ja überhaupt nicht klar. Und dann stellt man so langsam fest, naja, vielleicht ist man selber der Hornochse, weil man die Welt einfach so eindimensional gesehen hat. Das passiert mir manchmal. Ja. Da ja, muss ich auch mal aufpassen. Aber ich glaube, da müssen wir uns alle so selber an die Nase fassen und aufpassen, wie wir halt auch kommunizieren und wo es da vielleicht auch einfach mögliche Stolperfallen gibt. Mhm. Ja, ja. Das immer im Hinterkopf haben. Das reicht schon, glaube ich. Ja. Ja. Ja, ich habe übrigens gerade nachgeschaut. Die 54 ist übrigens die Bike-Track mit auf Distanz Goes Baikonur. Mit einem gewissen Herrn Lars Narber, aka Sastikel. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Ah, nee, habe ich auch ganz entfernt mal von gehört. Ja, also ach, kann man sich gleich auch mal wieder anhören. Wo wir ihn eingefangen haben, sozusagen. Hm. Eine der besten Entscheidungen dieses Sendegartens. Aber 54, 54. Also bei mir sagt hier das Archiv vom Sendegarten.de sagt 54. Ist die mit dir? Ja, da war aber doch, warte mal. Der Schiller schreibt im Hörer Nummer 1 sagt, ja, genau. Hörer Nummer 1 sagt, das kann nicht stimmen, der Lars ist schon länger da. Ja, also deswegen bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen, ne? Also das. Okay, Baikonur ist ja vielleicht auch noch vor, also das war dann vielleicht, dass wir das Thema speziell beleuchtet wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich. Meine Bemerkung, wir hätten dich da eingefangen, ist falsch. Ja, das ist falsch. Das wird jetzt geklärt. Moment, wie du weißt. Ja, ja. Wurde abgepfiffen. Also ich bin schon durch. Also warte nicht auf mich. Ich dachte, wir bekommen jetzt eine Nummer, wo du das erste Mal im Sendegarten also gewesen bist. Ach doch, Björn, was bitte? War jetzt die Erwartung. Der Björn 43. Schreibt im Chat, dass er bei der 43 auch schon dabei war. 43. Ja. Na gut, knapp daneben. Naja, okay. So wie bei der 11. Auf der Skala von 1 bis 10. Bei 43. Sehr gut. Also ich würde sagen, das war irgendwann in den 30ern. Aber sicher bin ich da jetzt auch nicht. Ist dann für die Hörer eine kleine eigene Rechercheaufgabe. Also vielleicht bis zum nächsten Mal könnte das ja rauspulen und in die Kommentare schreiben. Und derjenige mit dem Richtigen, der hat dann gewonnen. So, hat nichts aus. Das wissen wir noch nicht, aber wir überlegen uns dann was, ja. Im Zweifelsfall müsst ihr dann halt ein Videofrühstück mit uns ertragen oder sowas. Sowas, genau, um Gottes Willen. Oder einen Vortrag beim Postdoc, einen freien Slot. Jetzt droh den Leuten doch nicht. Ach, das wird doch super. Ich meine, Sektfrühstück mit dem Sendegarten, also ich wäre dabei. Klingt gut. Der Schiller schreibt gerade die 23, Zini. Ja, da war ich. Aber nur da warst Gast. Du nur Gast. Mhm. Also irgendwo dann danach. Die irgendwo 25 oder was war ich noch einmal Gastsprecher und irgendwann 26 stehe ich dann in der Liste. Also
als durch die Sendung führten. Naja, aber das ist darum geht es ja auch gar nicht. Nummern schieben, ja, hier. Also. Ja, schon, dass wir uns nicht mehr erinnern können, das ist ja auch schon, das zeigt, das ist ein Zeichen. Ja, seitdem ist aber auch so viel passiert. Beruhigend. Ja, ja. Die Welt hat sich ein paar Mal um die Sonne gedreht. Wie war das? Was hat Stefan vorhin gesagt? Das ist mal eben 100 Folgen her. Ne? Also das ist unlängst. SMC geht jetzt auch straff auf die 400 zu. Ne? Ja, das ist mir sowieso ein Rätsel, wie er das jeden Sonntag schafft. Also alleine von der Power her. Also Hut ab. Da muss ich immer wieder sagen, Hut ab für solche regelmäßigen Angebote. Alle 14 Tage ist schon... Also so, dass ich manchmal denke, oh, können wir nicht einmal ausfallen lassen. Und dann, aber jede Woche, boah, lieber, würde ich nicht durchgehen. Ja, ich glaube, der Thorsten hat das mal ganz nett gesagt. Der hat halt gemeint so, ja, selbst wenn wir das mit dem Podcast nicht machen würden, vielleicht nicht ganz so regelmäßig, aber wir würden uns halt wahrscheinlich trotzdem miteinander unterhalten, einfach weil es Spaß macht. Das ist natürlich ein gutes Argument. Auf jeden Fall. Man kann es natürlich auch gleich als Podcast aufnehmen. Ja. Aber dann bräuchtest du vielleicht nicht die Geschichte von der Kuh, die auf dem Dach steht, suchen. Die ist ja schön. Das würde dir erspart bleiben. Okay. Die Suche ist halt teilweise steinig. Wir kommen wieder zurück zum Handbuch und zu dem Hinweis vom Lars und sagen Dankeschön dafür, dass du das gefunden hast und hier dafür Werbung gemacht hast. So, nächste Thema ist Podlife 2.0 für Android. Muss ich mal eben gucken. Von wem kommt das denn? Der Sebastian ja. Hat das reingeworfen. Erzähl genau. Mal was dazu, bitte. Da hatten wir ja schon einmal das erwähnt, dass es Podlife jetzt auch fürs Android-Universum gibt. Und da ist jetzt hinzugekommen, dass man über Favoriten halt, wie man das auch unter der iPhone-App kennt, halt sich Podcast favorisieren kann und diese werden dann halt entsprechende Push-Benachrichtigungen automatisch. Bekommt man eine Push-Benachrichtigung, sobald eine Episode online geht und der Livestream startet. Begrenzt ist das Ganze aktuell auf 2 Podcasts oder 2 Streams, je nachdem, wie man das sehen will. Das wird dann später, in einer späteren Version, wird das dann ausgebaut als wahrscheinlich kostenpflichtige Funktion, wie das halt auch unter der iOS-Variante ist. Aber das kann man jetzt schon mal für 2 Podcasts kann man das schon nutzen. Und ja, und ansonsten ist die Suche und die ganze App so ein bisschen aufpoliert worden, schreibt der Sven Hennessen in seinem Tweet, wo er das ankündigt. Wo kann ich denn ablesen, ob ich schon die 2.0-Version habe? Unter dem Info-Button auf der Podlife sehe ich nur allerlei Packages. Ja, wahrscheinlich im App Store, wenn du in der App-Info bist, kannst du da wahrscheinlich mehr sehen. Also wenn du da lange drauf drückst und dann App-Details, dann geht ja diese App-Info-Geschichte auf. Und echt? Da müsste eigentlich unter Erweitert dann unten Version 2.0.0 stehen. Ups, was? App-Details? Okay, ich muss mich mal intensiver mit meinem Dings hier beschäftigen, glaube ich. Ach, da. Ach, guck mal. Danke für den, was auch immer. So, ist App. Völlig neue Welten tun sich auf. Ja, Changelog. Ja, aber alleine dieses, ne, da musst du lange draufdrücken. Da kommt man doch unter Erweitert. Gerätenutzungsdauer, 1 Minute heute. Das wäre richtig intensiv, ja. So, App-Details. Ich habe die Version 2.0.0. Guck mal, dann ist sie schon drauf. Hier hat sich automatisch reingeschlichen. Na, guck, ja, fein. Ja, danke. Danke für den Hinweis, Sebastian. Dann weiß ich jetzt auch, was sich auf meinem Handy tut hier. Sehr gut. Bitte. Wofür ich den Sendegarten liebe. Super. Er erklärt mir meine eigenen Anwendungen hier. Super, super, super. Großartig. Ja. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo ich den Autoschlüssel wiederfinde, den ich letztens verlegt habe, dann bin ich richtig glücklich. Schublade unten links. Ach so, ja, dann gucke ich mal. Dumme ist, ich habe gar keine Schublade. Ich habe gar keine Schublade. Gut, alles klar. Irgendeine Jackentasche. Ich hatte letztens tatsächlich kurz eine Nebengeschichte. Es gibt einen Ort, wo immer der Autoschlüssel liegt, ne? Und ich bin einen Abend nach Hause gekommen
Und ich hatte immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, aber ich wusste nicht, was es war. Und es war tatsächlich so, dass ich den Autoschlüssel nicht an diesen Ort gelegt hatte. Das hatte mein Unterbewusstsein irgendwie gespeichert, aber ich wusste es aktiv nicht. Und dann hat das Auto hier gestanden, ich mache Homeoffice, das steht sich gerade die Füße grün, also hier so Moos sitzt da an. Und dann brauchte ich das Auto aber irgendwann und greife wie immer an den Ort, wo der Autoschlüssel liegt, und da liegt er nicht. Da ist mir derartig der Schreck in die Glieder gefahren. Das war wirklich unangenehm. Und dann musste ich wirklich lange nachdenken, wo das Ding denn wohl sein könnte. Und dann war es natürlich da, wo es sonst auch immer ist, in der Hosentasche. Aber da wusste ich, warum mir mein Unterbewusstsein signalisiert hatte an dem Abend, hier stimmt irgendwas nicht. Das war ganz faszinierend, wie viele Ebenen wir so haben. Das ist immer irre. Mhm. Na, go ahead. Ja, ich hatte neulich die Situation, dass ich im Auto saß und gefahren bin. Und ich muss halt, um hier dann an der Wohnung ins Parkhaus reinzukommen, brauche ich natürlich dann meinen anderen Schlüssel. Ne? Den habe ich natürlich logischerweise nicht am Autoschlüssel, das wäre aber ziemlich dämlich. Guck dann schon mal so in Richtung der Tiefgarage fahren, wo denn da jetzt gerade mein Schlüssel ist, so hängt am Hausschlüssel mit dran, guck da so, finde den auch und denk mir dann so, fuck, wo ist eigentlich mein Autoschlüssel? Während ich fuhr und der ja genau da stark, wo er sollte, und das war dann so der Level an Verpeiltheit. Genau. Wo ist meine Brille? Genau. Du hast sie auf der Nase. Oh, ich habe gerade mein Mikrofon gehauen. Das muss ich ein bisschen justieren. Jetzt bin ich wieder zu hören, ja? Gut. Ja. Lauter. Ich finde es beruhigend, dass das nicht nur mir passiert, das ist schön. Ja, das ist dieses Dynamische beim Podcasten. Genau. Ich mache ja so Gesten. Ich rede ja mit den Händen auch. Das seht ihr nur nicht. Das ist gut so. Was war gerade Rums? Bitte? Wer hat das gesagt? Okay, niemand. Alles klar. Konnte ja auch schon mal niemand sein. Der Schiller hat im Chat übrigens mittlerweile rausgefunden, fürs Protokoll, die erste Folge, in der Lars eine Schippe in der Hand hat, ist die 26. Blumentopf. Okay. Ich kann mich weder an das Schippe in der Hand noch an kann mich an nichts erinnern. Aber gut. Das ist okay. Lars, alles Gute zu 100 Folgen. Hey! Yay! Juppie! Stimmung! Happy 100! Jetzt muss ich nochmal eben gucken, ob hier irgendwo Kuchen steht. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Kuchen da. Ja, Happy 100. Super. Guck mal, der Schiller löst sofort eine Party aus hier. Haben wir nicht noch so eine Tröte? Hat doch sonst hier immer so viel Kram rumliegen. Du brauchst nicht mehr. Ja, genau. Okay. Super. Ja, was im Querbeet alles passiert, da finden wir sogar Jubiläen nebenbei. Einfach so unter der Hecke. Toll. Gut, also Podcast 2.0. Vorgeschlagen. Was? Vuvuzelas, ja. Oh, was waren die schlimm, die Dinger. Gütiger Himmel. Ihr musstet ja mit Fußball anfangen. Naja. Ja, und dann hören wir auch wieder mit Vuvuzelas hier. Genau. So, dann kommen wir doch mal zum nächsten regulären Punkt. Das wäre nämlich der Blühkalender. Was ist los im Podcastland? Und wieder, wie immer, zusammengetragen von unserem 100er Jubilar Lars. Wie immer, die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate. Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate. Und die Liste ist leider pandemiebedingt immer noch recht überschaubar. Los geht's dieses Mal am 5. Juli. Da gibt es das Podcast-Meetup München. Das Ganze findet noch remote statt. Nicht-Münchnerinnen sind dabei herzlich willkommen. Man trifft sich auf bbb.jitsi.rocks. Beginn ist um 19 Uhr. Am 10. Juli ist dann das nächste Funheim. Los geht's um 18 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein. Das findet statt auf dem Teamspeak-Server der PodWG M-Channel Funheim. Wer kann's erraten? Ab 20 Uhr schaut man dann Videos zum Thema Wasser via Big Blue Button.
Diese Ansage jetzt hat sich überhaupt nicht verändert in den letzten Wochen. Ich wiederhole sie einfach, wie sie ist. Irgendwann im Hochsommer soll es ein Podcamp geben. Für weitere Informationen kann man da einfach podcamp.de im Auge behalten. Ich habe mich heute noch ein bisschen umgesehen und habe nichts gefunden oder ich habe Tomaten auf den Augen. Vom 13. bis zum 15. August ist wieder das Podstock, eine Kombination aus Podcast, Festival und Barcamp. Auch das findet dieses Jahr nochmal remote statt und unter podstock.de kann man sich auf dem Laufenden halten. Und wie wir heute schon gehört haben, gibt es ja schon den Aufruf, sich zu beteiligen. Im September ist dann auch schon das nächste Funheim. Weitere Details, genauer Termin und Programm und so weiter wird im Laufe der Zeit noch bekannt gegeben werden. Und damit habe ich die Liste dann tatsächlich auch schon wieder abgefrühstückt. Das Ganze kommt aus einem Termin-Wiki und weil es ein Wiki ist, kann man da selber auch noch Einträge hinzufügen. Die werden dann im nächsten Sendegarten hier auch mit auftauchen. Und natürlich gibt es in dem Termin-Wiki auch Links zu den Infos zur Veranstaltung, so zum Beispiel URLs, Links, genaue Adressen etc. Und da kann man sich dann am besten mal eben durchklicken. Prima, ganz vielen herzlichen Dank dafür. Beim Farnheim, dass diesmal das Thema Wasser ist, könnte es beim nächsten Mal das Thema Feuer sein, dann Erde, Luft. Also die Elemente, also die klassischen Elemente einmal durchgehen. Das wäre witzig. Aber das müsst ihr mit Vera besprechen, die hat ja das Thema Wasser da irgendwie reingebracht. Wasserträgerin sozusagen. Prima, aber Dankeschön für den Überblick. So, dann kommen wir nochmal zu Setzlingen, aber zu anderen diesmal. Die Vera hat ja gerade schon in der Vorgartenbank zwei Setzlinge genannt und ich habe hier noch einen vom Hörer Arnim, der hat auf einen Podcast hingewiesen, der heißt In Spektren und ich kenne ihn nicht, aber ich weiß, dass die Hinweise von Arnim gute Hinweise sind, deswegen kann ich ihn hier mehr oder weniger blind weitergeben, aber ich lese mal vor, wie sie sich selber beschreiben. Wer sind wir? Ende April 2021 hat sich auf Discord eine Gruppe Menschen gefunden, die sich auf den asexuellen und oder aromantischen Spektrum verortet, beziehungsweise Aspekt sind und die sich in den Kopf gesetzt haben, einen deutschsprachigen Podcast ins Leben zu rufen, der sich mit dem Thema rund um diese beiden Spektren beschäftigen möchte. Wen wollen wir erreichen? In erster Linie richten wir uns an andere Menschen, die sich auf einem der beiden oder beiden Spektren verorten, aber eigentlich alle, wirklich. Weil wir der Meinung sind, dass Aspektthemen nicht nur für Menschen auf den beiden Spektren interessant sind. Was wollen wir erreichen? Zum einen natürlich unseren Beitrag zur Aufklärung über das Asexuelle und das Aromantische. Aromatisch, da steht tatsächlich aromatisches Spektrum, wird beitragen, zum zweiten gegen irreführende und schlecht dargestellte mediale Eindrücke ankämpfen und mit eigenen Worten sprechen, denn fremd bezeichnet wurden wir zu lange. Woher kommt der Name, Inspekten? Es gibt weder zwischen Asexualität und Allosexualität noch zwischen Aromantik, da heißt es doch wieder Romantik, also es geht nicht um die Aromen, das Aroma, sondern um die Romantik. Aromantik und Alloromantik eine feste Grenze. Man kann nicht sagen, ab dann ist eine Person asexuell oder aromantisch und ab dann ist sie allosexuell oder alloromantisch. Die Übergänge sind fließend und es handelt sich mehr um ein Spektrum. Alle Beteiligten gehören mindestens einem der beiden Spektren an. Außerdem fühlen wir uns gelegentlich ein wenig wie Leute, die Dinge unter die Lupe nehmen und Inspektionen durchführen. No, das ist ja direkt neben dem Nerdgehen untergebracht. Also Inspekten, der Podcast. Ich sag euch auch gleich die URL, wenn ich das hier der heißt inspektren.eu, also inspektren.eu. Das ist der Vorschlag von Arnim. Ganz herzlichen Dank dafür, Arnim. So, und dann haben wir noch einen Setzling von Claudia. Was hast du denn da mitgebracht? Ich habe einen Setzling mitgebracht. Dieses Mal tatsächlich kein Podcast-Setzling, sondern ein Online-Setzling und zwar Litera.tools. Das ist ein Projekt, das der Fellow Nerd und ich tatsächlich gemeinsam betreiben. Das haben wir im März diesen Jahres haben wir damit angefangen und zwar ist das eine Plattform, auf der wir unterschiedliche Open-Source-Tools zusammengestellt haben und halt auch gratis zur Verfügung stellen mit der primären Zielgruppe eben für AutorInnen und Kreative.
Da gibt es halt ja so Sachen wie Etherpads und ein Big Blue Button. Da gibt es auch ein Mobilizone, wem das noch nichts sagt. Das ist eine Alternative zu Facebook-Gruppen und Facebook-Events. Genau, und einen Livestreaming-Server haben wir da aktuell gerade im Testbetrieb. Da knuppert der Clemens auch gerade noch ein Jitsi dran, damit man halt quasi auch direkt aus dem Browser raus dann laut Plan quasi livestreamen kann und sich nicht mit einem OBS rumschlagen muss, was halt für die Zielgruppe doch meistens sehr erschlagend ist, wenn man das erste Mal sieht. Genau, wir betreiben ja auch schon seit... Vor allem, weil man sich mal selber sieht. Entschuldigung. Ja, das außerdem, aber... genau, aber so ein OBS ist ja doch, doch jetzt nicht die einfachste Software und für technisch jetzt nicht völlig affine Leute, genau, haben wir versucht, das Ganze irgendwie ein bisschen ansprechender zu machen und halt verständlich darzustellen, auch warum wir das machen und warum Menschen das dann vielleicht auch nutzen wollen würden. Genau, und da haben wir noch so ein paar Sachen eben, die jetzt demnächst dann noch so kommen sollen, so eine Alternative zu Linktree und was dann halt bei der Digital Courage unter Nudel läuft, wollen wir dann halt auch für die AutorInnen und Kreativen unter litera.tools noch zur Verfügung stellen. Das Ganze hat auch so ein Single Sign-On, das war, glaube ich, eigentlich das Schwierigste wahrscheinlich bisher, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, und ein bisschen genauer über das Projekt werden wir dann, wie ich hörte, wohl beim Podstock reden. Da wollte schon jemand einen Slot einreichen, dass wir dann direkt darüber auch mal live podcasten können. Genau, ein Mastodon-Server ist da auch in dem Konglomerat mit drin. Der ist allerdings nicht im Single Sign-On, sondern der läuft einzeln unter literatur.social. Genau, und die Plattform ist litera.tools. Jo. Das ist so toll. Wir haben nämlich in der Episode 123 schon mal darauf hingewiesen, wir drei, die nicht so ganz genau wussten, was es eigentlich ist. Und wir haben da gesagt, eines Tages wird die Claudia uns das mal richtig schön erklären. Und das ist jetzt in der 126 der Fall. Das ist doch total schön. Ja, da hattest du nämlich geschrieben, einen Blogpost mit unter Lalala Lounge Day. Das war so schön. Das haben wir erwähnt da. Stimmt, ja. Und ja, mittlerweile läuft es an und ich habe jetzt auch mehrere Workshops schon für verschiedene AutorInnenverbände gemacht und denen das mal ein bisschen hergezeigt, weil viele haben halt dann auch gleich geschrieben, oh, das ist ja ganz interessant, aber hatten dann wirklich auch so Berührungsängste. Ja, also die kommen halt wirklich ganz häufig von Facebook oder Ähnlichem und kennen halt tatsächlich eigentlich diese ganze freie Open-Source-Szene und so weiter nicht. Ja? Also das sind halt auch Menschen, wenn die einen Podcast starten, dann sind das selten die das dann irgendwo selber mit dem WordPress über Podlove machen, sondern ne, die suchen sich dann halt eine Hosting-Plattform oder so. Ja. Und genau, um da dann halt so ein bisschen das in die Breite zu kriegen, haben wir das dann halt angefangen, ja. Super Angebot. Dankeschön erstmal an euch, dass ihr euch die Mühe macht und ganz viel Erfolg, dass da möglichst viel Zuspruch dazu kommt. Ja, vielleicht dazu gerade noch mal ganz kurz die Fußnote, weil halt viele auch gefragt haben, ja, wie finanziert ihr das denn? Das ist für uns wirklich ein reines Hobbyprojekt. Das läuft auf einem Server, den wir ohnehin haben. Und wir haben aber gesagt, für den Fall, dass das wirklich riesengroß werden sollte, werden wir dann halt für eine kommerzielle Nutzung, also Leute, die dann vielleicht das Big Blue Button also für ihre Coachings verwenden oder was auch immer, ne, werden wir dann halt einen geringen monatlichen Beitrag irgendwie nehmen, so 1-2 Euro oder sowas. Also das soll nie teuer werden, dass sich halt Kreative das nicht mehr leisten können und na, also das sollte halt irgendwo so in dem Bereich sein, wo halt auch so Posteo und so weiter mit ihren Angeboten sind, Tutanota und so, Mailbox.org, genau. Ihr sagt dann wieder Bescheid, wenn ihr wieder Tester für Streaming braucht, ne? Ja, das geht demnächst wieder los. Super. Dann liest die Claudia uns wieder die Leviten. Ja, der Stefan hat schon fleißig getestet. Ja, das auch. Oder vielleicht lieber was aus irgendwas Eigenem, ja. Ja, oder wie hieß das Buch? Sie liest die Leviten, oder wie hieß das Buch? Genau. Nee, wir haben halt festgestellt, dass das für Stimmübertragung alles ganz okay ist, aber wenn man da versucht, halt irgendwie Musik drüber zu jagen, aus brummenden, quietschenden Kisten,
ist das scheinbar nicht ganz so einfach für den Server oder für die Einstellung, die man da treffen muss. Und das war relativ interessant. War ein guter Beta-Test. Mhm, genau. Und jetzt die Tage gibt es das Ganze dann halt nochmal voraussichtlich eben dann aus einer Jitsi-Session raus. Ja, mal gucken. Wird auf jeden Fall dann wieder ganz spannend, so das nächste Level dann freizuschalten und momentan halt so die ganzen Leute an die bestehenden Services halt so ein bisschen ranzuführen. Hm. Jo, prima. Dankeschön dafür, für diesen Setzling. Und dann kommen wir in die Endrunde zu den Blütenschätzen. Die Blütenschätze sind Sachen, die uns irgendwie begegnet sind. Die können Podcast-Bezug haben, müssen nicht. Das kann irgendwie ein Erlebnis sein. Man kann etwas erwähnen, man muss nichts erwähnen. Das heißt also, es ist hier mehr oder weniger freies Spiel. Aber ich frage einfach mal in die Runde. Den Stefan fragen wir mal als Gast. Hast du vielleicht irgendwas in letzter Zeit irgendwas gesehen, gehört, erlebt? Einen YouTube-Kanal zum Beispiel, der dir irgendwie besonders am Herzen liegt? Ja, um mich zu wiederholen, das, was ich eben gestern, also was in der Episode von gestern, was ein Krach, dieses Masterput Record, das ist tatsächlich ganz irgendwie großartiger Kram. Das ist einfach ein riesen Nerd, der das macht, der eben erstmal Chiptunes macht, das in Metal und mit teilweise noch irgendwelchen Floppy-Laufwerken, die dann Takt oder Geräusche machen. Zusätzlich dazu dann eben noch in seinen Alben und um seine Alben dann noch Kryptorätsel baut. Die man dann über verschiedenste Wege dann eben erkunden kann, also auch über verschiedenste keine Ahnung, es gibt halt Sachen, das geht halt dann in Richtung FTP, wo du dann eben Sachen zusammenfinden musst oder dann halt über über irgendwelche Shell-Skripte und hast du nicht gesehen, also was dann schon fast irgendwie so kleine Capture the Flag Aktionen, also natürlich sollst du die Server nicht übernehmen, aber wo du dir dann halt über verschiedenste Services dann eben da auf eine ziemlich nerdige und schon gute hackermäßige Art und Weise dann eben die Rätsel zusammensuchst und das ist einfach so faszinierend geiler Nerd-Scheiß. Ich habe das total gefeiert, als ich das entdeckt habe. Aber man muss nicht vorher noch ein paar Geocaches lösen, bevor man dann zu den Rätseln kommt. Nee, macht man dann so quasi von daheim. Aber ja, es ist so ein bisschen wie, es stimmt schon, es ist ein bisschen wie Geocachen, nur halt mit mehr Internet. Ja, okay, ja. Fischen, Geocachen im Internet. Super. Oh, meine Güte. Ah, diese Rätselfreunde-Szene, das ist mir, also wirklich, ich bewundere das. Ist noch eine Variation und noch eine Komplikation möchte man gerne haben, um sich gegenseitig irgendwie Geocachen ist Spaß toll, zu bereiten. Also, herrlich. Ich habe jetzt auch nichts dagegen, im Gegenteil, habe ich auch schon eine Weile aktiv betrieben. Also. Das habe ich nicht verstanden. Was hast du aktiv betrieben? Geocachen habe ich auch schon eine Weile ziemlich aktiv gemacht. Ach so, Geocachen. Also, das ist auch toll. Und das dann halt im Internet, also so best of both worlds. Man muss nicht rausgehen, das sind keine Menschen. Super. Genau, keine Viren und so weiter. Genau. Ja, super. Ja, vielen Dank für diesen schönen Blütenschatz. Claudia, hast du auch einen vielleicht zufällig? Ah, ich versuche mich gerade zu entscheiden. Oh, es kann, können noch mehrere sein. Der doppelte Blütenschatz. Also ich war jetzt ja unlängst, also als ihr die letzte Folge hattet, war ich tatsächlich auf einem Schreibretreat in diesem draußen. Also das ist also tatsächlich da in der Nähe von Wiesbaden, wo ich dann halt auch dieses Encounter mit der Brücke hatte, beziehungsweise eben nicht auf dem Rückweg. Genau, und da haben wir ganz unglaublich tolle, viele Kreativitätstechniken und so weiter halt auch ausprobiert und also wir haben da wirklich 4 Tage durchgeschrieben und es fühlte sich trotzdem an wie Urlaub, es war unglaublich. Und eine von den Sachen, und das haben jetzt ganz viele wahrscheinlich schon mal gehört, ist diese Pomodoro-Technik. Zum Thema Tomaten auf den Augen. genau, wo man halt 25 Minuten arbeitet und dann halt 5 oder 10 Minuten Pause macht und dann wieder 25 Minuten arbeitet und also wirklich halt immer so abwechselnd.
Und ja, das funktioniert tatsächlich relativ gut. Ich habe das ja für mich, ich hatte das schon mal ausprobiert gehabt und ich komme irgendwann halt in so ein bisschen längeren Schreibflow rein und dann habe ich halt gesagt, okay, ich stelle mir das halt einfach auf 35 Minuten fürs Schreiben und halt für E-Mails beantworten bleibe ich bei 25. Genau, und das kann man sich dann aber auch wirklich so ein bisschen ausprobieren, wie es für einen selber passt. Also ne, das ist alles nur eine freundliche Empfehlung des der Straßenmeisterei, das mit diesen 25 und 5 Minuten halt. Auf jeden Fall fand ich das eine unglaublich tolle Sache, die halt ganz viel Druck irgendwie rausnimmt und zwingt einen auch dazu, Pausen zu machen beim Arbeiten, was mir tatsächlich sehr gut tut und sehr entgegenkommt, weil das ist so eine Sache, die ich sonst halt immer sehr verschlampere. Genau, und von daher, also Pomodoro-Technik, nicht nur für kreatives Arbeiten, sondern halt auch wirklich fürs Arbeiten, wenn man jetzt nicht im Kundenverkehr ist und die ganze Zeit halt irgendwie das Telefon beantworten muss oder sowas, großartige Sache. Also kann man tatsächlich mal ausprobieren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich nenne sie immer Tomatino aus, ich weiß nicht warum. Ich habe mir mit der Tomate, habe ich mir das so gemerkt, weil der Erfinder, ich glaube aus Italien, oder Erfinder ist ja auch übertrieben, gab halt jemanden, der hatte Probleme sich zu konzentrieren und der hat sich das dann einfach so überlegt, solche Einheiten für sich selber zu definieren und als er brauchte irgendeinen Taktgeber und hatte keinen EM55 oder was das heißt. Dann hat er einfach so einen Küchenwecker in Form einer Tomate da stehen. So ist die Legende jedenfalls, die ich gelesen habe. Und seitdem heißt das Tomatino. Ach, Pomodoro-Technik. Ich sage immer Tomatino. Keiner weiß, völlig was ich meine. Keiner weiß, was ich meine. Das ist ein völlig normaler Begriff. Ich habe das vor einiger Zeit auch mal wieder angefangen, aber ich falle dann immer wieder aus dem Raster. Nach den 25, wenn es bei mir gut läuft mit der Arbeit, sind mir die 25 Minuten zu kurz. Und wenn es schlecht läuft, sind sie mir weit zu lang. Dann bin ich schon gedanklich wieder ganz woanders. Also und vor allem habe ich dann immer Kaffeedurst und Toilettenbedarf, gerade wenn es nicht Pause habe. Das ist, da will sich mein Organismus nicht anpassen. Ich verstehe. Naja, aber vielleicht einfach mal mit diesen Längen rumprobieren, ne? Also halt auch für die unterschiedlichen Arbeitsphasen oder halt unterschiedlichen Arbeiten und so, ne? Ich glaube auch, dass diese Pausenkultur, also wirklich zu sagen, ich mache jetzt nach x Minuten bewusst einfach mal einen Cut, dass wenn man das wirklich trainiert und sich dann auch so selber so ein bisschen diszipliniert, das ist wirklich eine Hilfe. Ich glaube, Raucherinnen und Raucher sind da noch im Vorteil, weil die haben so eine Automatik, die machen alle Zeiteinheiten, machen die irgendwie eine Pause. Und ich glaube, dass denen da eine gewisse Ruhe auch, nicht nur durch die Zunahme oder die Einnahme von Nikotin oder so, sondern auch einfach, indem sie Abstand nehmen von dem, was sie so gerade tun. Ich habe das auch schon mal gehört, dass man das als in eine Apfelpause ummünzt, dass man keine Zigarette raucht, sondern einen Apfel isst oder so. Aber so viele Äpfel kann man ja gar nicht essen. Da müsste man sich den schon portionieren. Lustig ist, okay, jetzt fast Kaffeepause vorgeschlagen. Aber was lustig ist, von wegen Apfelpause und so, ich habe jetzt auch so eine moderne Uhr, die mich daran erinnert, dass ich ab und zu mal aufstehen soll. Und das ist halt so praktisch jede Stunde. Und für mich funktioniert es tatsächlich irgendwie relativ gut, dass ich dann eben so diese Stundenslots tatsächlich echt gut, also die funktionieren für mich gerade echt gut. Also, dass ich wirklich eine Stunde konzentriert arbeite, dann natürlich irgendwie E-Mails beantworte und bla und blub und Zeug. Man hat natürlich immer den Kollegen, der da reinkommt, ich brauche was von dir, was sich dann halt rausreißt, aber gut. Entschuldigung. Das funktioniert für mich gerade so als Erinnerung, so, okay, jetzt machst du mal kurz irgendwie 5 Minuten. Gut, ich gehe rauchen, aber funktioniert für mich gerade echt gut. Super. Ja. Ich habe letztens einmal hier, da war bei der ISS Außenbordeinsatz, habe ich ja letztens auch erzählt, ne, mit diesen Solarpanelen da, die sie da ausgerollt haben. Und man sah dann auch immer wieder ins Kontrollzentrum und da war einer, der da so auch an seinem Computer saß, an seiner Konsole und ganz konzentriert da arbeitete, schaute auf seine Uhr und sprang plötzlich auf, wie von der Tarantel gestochen. Wo ich dachte, das hat wahrscheinlich jetzt, seine Uhr hat ihm wahrscheinlich jetzt gesagt,
du musst mal wieder aufstehen. Und dann ist er sofort, um dem Befehl seiner Uhr zu folgen, ist er wirklich aufgesprungen. Er blieb am Ort, er ist nicht weggegangen, er musste offenbar nicht zur Toilette oder so, sondern er ist dann einfach gestanden an seinem Pult. Aber diese abrupte, also auf die Uhr schauen und sofort abrupt aufstehen, da musste ich wirklich vor mich hin ein bisschen schmunzeln, weil ich mir das so vorstellen kann. Computer Saves aufstehen und dann muss er das auch sofort erledigen. Ja, nicht nur das als freundlichen lustig, Vorschlag der Straßenmeisterei. Also genau das funktioniert bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Also so das Saying, also dieses, du musst heute noch oder du solltest heute noch so und so viele Schritte gehen. Ja, pfeif drauf, geh mir nicht auf den Keks. Jetzt erst recht nicht. Steh auf. Nein. Genau. Zähl das doch wem anders. Don't tell also me what genau, to do. Also dieses, ja. Ja, aber wirklich, also diese ganzen Gamification-Sachen, die ziehen bei mir irgendwie nicht. Mir wäre ja auch lieber, ich würde mich da besser austricksen können. Das ist ja. So. Ich schließe mich an. Beruhigend, ja. Ja, es ist, also ja. Ich mache manche Sachen mit Begeisterung, aber sobald auch nur am Horizont irgendwie eine Verpflichtung aufscheint, dann habe ich schon wieder keine Lust mehr dazu. Mhm. Das ist wirklich zum Schreien. Also, manchmal stehe ich mir da auch psychologisch selber auf der Leitung. Also es ist nicht nötig, dass man so kompliziert macht. Aber tja, ja. Habe halt auch nur das eine. Den einen hier. Okay, dann haben wir den Lars. Hast du was gefunden als Blütenschatz, Lars? Ich habe zwar lauter tolle Podcasts gehört, aber es ragt jetzt keiner dieses Mal so raus, dass ich sagen würde, das wird jetzt mein Blütenschatz. Das wäre dann allen anderen gegenüber unfair. Okay. Ich überspringe dieses Mal. Kein Problem. Kein Problem, alles gut. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Ich denke, den machen wir den packen wir dann ganz nach hinten. Dann fragen wir mal den Sebastian zuerst. Was hast du denn mitgebracht? Ja, ich habe keinen Podcast, aber dafür was zum Schauen. Feuer und Flamme, das Format, denke ich, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen schon bekannt sein. Da ist jetzt Staffel 4, seit, glaube ich, Mai wird das ausgestrahlt. Es sind, glaube ich, immer noch dabei, wenn ich richtig sehe. Ja, das ist eigentlich eine spannende Doku-Serie von Feuerwehrleuten, die quasi dann aus ihrem Alltag echte Einsätze zeigen und auch einfach einmal mitnehmen und ist eigentlich immer ganz nett anzuschauen, finde ich persönlich, und macht Spaß und man lernt einiges, wie der Alltag funktioniert dort. Ist das das, wo bei den Einblendungen immer so ein leichtes Quietschgeräusch kommt? So ein Fiep. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Wäre ja schön, wenn es weg wäre. Ich fand es unerträglich, obwohl die Serie an sich spannend ist. Also am Anfang wird der Feuerwehreinsatz, also der, wie es halt über den Lautsprecher geht. Nee, ich meine tatsächlich jedes Mal, wenn irgendwie Text eingeblendet wird. Aber vielleicht ist das ja vorbei. Das wäre ja total cool. Wäre mir auch bei älteren Folgen jetzt nicht aufgefallen. Also müsste ich mal drauf achten, aber vielleicht sollte ich nicht drauf achten. Achte nicht drauf, nachher machst du es auch nicht mehr. Ich habe es auch gesehen, sowohl in der Live-Ausstrahlung als auch in der Mediathek. Ich habe nichts gehört, das heißt bei meinen Ohren nichts, aber es saß jemand daneben, der sehr gute Ohren hat, und der hat auch nichts gesagt. Von daher, entweder ist das nachbearbeitet worden, vielleicht haben die ja auch so ein Zaubermittel, oder es ist eine andere Serie gewesen. Hast du schon alle geguckt, Sebastian? Darf ich spoilern oder nicht? Ja, du das eigentlich alle, die veröffentlicht worden sind, die habe ich eigentlich geguckt, ja. Die letzte Folge, Staffel 4, wo diese Kompostanlage da, große, wo die kleine Frau da in einer Bärenruhe alle Leute durch die Gegend geschickt hat, war das spaßig? Also das war großartig. Ja. Tolle Typen. Also wirklich Töfte. Und alle voller Lob und Anerkennung für ihre Ruhe. Also sie hat in aller Seelenruhe, hat sich überlegt, wie man den Angriff gegen das Feuer vornimmt. Und dann so, dann machen wir das. Und das Bild dieser kleinen Person zwischen all den großen Typen, das war schon wirklich beeindruckend. Aber sie war die Chefin. Sie hatte sich da klar durchgesetzt. Also Töfte. Sehr schön. Ja,
Ja, ein schöner Einsatz, ja. Und dann auch später, wie das dann nachher von den freiwilligen Feuerwehren, die dann auch der Berufsfeuerwehr dann sozusagen zur Unterstützung kommen müssen oder das dann übernehmen, so gesehen, weil einfach dann irgendwann klar ist, okay, das wird hier noch länger dauern und genau. Dass das nicht wieder anfängt, ja. Und auch, was ich auch sehr spannend, ich glaube, die beginnt, wenn wir schon am Spoilern sind, mit dem Großeinsatz, wo diese Autoreifen da brennen und wo dann einfach nur noch die Möglichkeit besteht, Regelstellung heißt also einfach nur noch umliegende Gebäude zu schützen und dann einfach das Feuer ausgehen zu lassen, weil es einfach vom Energiebedarf einfach so hungrig ist, dass es einfach gar nicht sich mehr löschen lässt, zumindest nicht mit vertretbaren Mitteln oder beschaffbaren Mitteln und das ist dann schon krass. Ja. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil unser Podcast-Kollege Jan Giesmann auf Twitter schrieb, das sei das Spannendste, was er im deutschen Fernsehen je gesehen hätte. Und ich gedacht, also wenn Jan, der steckt ja seine Nase schon in ziemlich viele Produktionen, wenn der sagt, das ist das Spannendste, was er je gesehen hat, was macht denn das sein? Und habe das so angemacht und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, das ist wirklich das Spannendste, was man, also ich habe da wirklich mitgefiebert, die 45 Minuten, die waren schon, halli, wurde da oben, wie du sagst, Riegelstellung, also der da oben auf der Drehleiter, dem die Gasflaschen um die Ohren flogen, meine Güte. Ja, also es sind so Gefahrenpotenziale oder auch was man unterschätzt, ist auch diese Abwärme, die das Feuer abgibt, dass dann einfach auch Gasflaschen, die 30 Meter oder so entfernt stehen, einfach sich auf 80 Grad oder so erhitzen können, einfach über die Dauer der Zeit und das ist krass. Das war echt krass. Also, und da, die hatten, wo ich dann auch dachte, meine Güte, jetzt haben die Fernsehleute da zum ersten Mal so eine Feuerwehrtruppe mit Kameras ausgerüstet und dann gleich das größte Feuer irgendwie seit Menschengedenken da in der Halle. Aber das stimmt ja nicht. Also, dieses Prinzip, wir begleiten da die Leute, die Feuerwehrleute, das hat es halt früher schon gegeben. Da gibt es das Staffel 1, 2, 3. Wir sind gerade, privat gucken wir das nach. Wir sind, glaube ich, Staffel 3, Folge 7 oder so. Den müssen wir aber nochmal gucken, weil wir drüber eingeschlafen sind. Also nicht, weil sie so schlecht war, sondern weil es so spät war. Nee, also auf jeden Fall ein toller Blütenschatz. Ja, kann ich auch mich gut anschließen. Obwohl das ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass es mir gefällt, sondern es muss dir gefallen. Aber mir gefällt es halt auch. Ist ja nicht schädlich. Ja. Und was hast du uns mitgebracht? Ich habe einen Datenschutz-Podcast mitgebracht, wo man denkt, boah, Datenschutz, das ist ja das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Ne? Normalerweise ist das so eine ernste oder sehr ernste, trockene und nicht zu sagen staubtrockene Angelegenheit, so ein Datenschutz-Podcast. Und es gibt aber einen, der ist ein bisschen anders. Und zwar ist der, müssen wir vielleicht dazu sagen, weil das hier so ein kommerzielles Angebot ist, von einer Firma Intersoft Consulting Services aus Hamburg. Da gibt es aber zwei Mitarbeitende, Laura und Cornelius, die machen seit einiger Zeit da einen Podcast, wo sie sich einfach über Datenschutzthemen unterhalten. Cornelius ist aber auch ein Hobbymusiker. Wir haben ja jetzt hier auch zwei Hobbymusiker heute gehört und hat dann, er spielt seit einiger Zeit zu Beginn der Episode immer irgendwie so ein Lied, was er sich ausgedacht hat. Meistens ist es unmittelbar klar, warum das irgendwie mit dem Thema Datenschutz zu tun hat. Bei diesem war es nicht ganz so klar und da entwickelte sich zwischen den beiden so eine unglaubliche Heiterkeit, die sich durch die ganze Episode zog und die habe ich einfach mal mitgebracht, weil ich das jetzt für so einen Datenschutz-Podcast von einer Consulting-Firma, Werbeträger, da hätte ich das nie erwartet, aber es klingt halt so, wie es jetzt klingt. Du willst ja nicht eine von diesen Aluhutträgern sein. Aber manchmal denkst du doch, bin ich frei oder unterjocht? Wo soll's hingehen, wem verkauf ich meine Seele? Wer bezahlt, wer befiehlt mir, was ich meine, ohne dass ich es bemerk? Wer vergibt mir meine Sünden und belohnt mich, wenn ich brav war? Der liebe Gott kann's ja nicht sein, denn da ist erst später Zahltag. Wer minimiert meinen Lebenssinn auf den Status eines Kunden? Bitte verzeiht meine Fragen, vielleicht bin ich etwas betrunken. Wow. Jedes Mal denke ich, ich weiß bestimmt, was kommt, und dann kommst du.
Und dann ist doch wieder alles anders. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius. Hallo Laura, grüß dich. Was für ein Song. Was hat dich denn dazu inspiriert? Ja, ich habe den Sinn auch noch nicht ganz verstanden. Manchmal, okay. Was ich damit eigentlich, also vielleicht ist es so ein Antikapitalismus-Song. Oder wie, also so ganz bin ich mir, ich frag's mich halt manchmal noch, ne? Ja, verstehe ich. Wie ich denn, also bin ich jetzt, also ich muss es auch erst noch verarbeiten. Das hat ja, okay. Ja, ich habe gerade gelernt von einem anderen Künstler, dass man Künstler gar nicht danach fragen soll, was sie sich dabei denken, weil ja die Kunst alleine wirken soll und jeder soll sich seine eigenen Gedanken machen. Das wollte ich eigentlich auch sagen. Was fällt dir eigentlich ein, mich zu fragen, was das bedeuten soll? Ich dachte, nimmst du ja den Zauber weg. Frag mal. Ja, die 2 Minuten habe ich mal rausgesucht. Ich hoffe, die Firma erlaubt dieses Zitat, weil es mir einfach so gut gefallen hat. Es ist eine sehr interessante Sendung, weil es unter anderem darum geht, ob es erlaubt ist, als Arbeitgeber sowas wie Auslieferungsfahrer per GPS zu tracken, um diese Informationen an die Kunden weiterzugeben. Es geht um sowas wie Lieferando, wo dann als Kundenservice gegeben wird, ja, ihr Essen kommt in 10 Minuten oder so. Oder der Fahrer ist schon in der Nebenstraße. Und die beiden haben da sehr unterschiedliche Positionen und man kann fast beide nachvollziehen. Also auch Datenschutzinhalt technisch sehr, sehr schön und locker aufgearbeitet. Also Laura und Cornelius kann ich da wirklich empfehlen. Das ist der Dr. Datenschutz Podcast. Moment, wie heißt das Ding jetzt wieder genau? dr-datenschutz.de. Da findet man das dann unter dem Stichwort Podcast. Und das ist die Episode 26. Wo ist mein Burger? Weil es geht nämlich dann am Ende um die Lieferung von Essen. Sehr, sehr also, großartig. Ja, das ist wirklich, also die beiden machen das schön. Und das sind Juristen, ne? Wo man normalerweise denkt, ah, die sind doch alle so ein bisschen steif, aber es gibt eben auch andere und deswegen habe ich die hier mal rausgekramt und mitgebracht. Super, dankeschön. Ja, gerne. Ich habe mir gedacht, dass das was für dich sein könnte. Ja, total. Herr Menschen, Cornelius, die noch Spaß an den Themen haben, hervorragend. Ja, Muss ich mir gleich anhören, wie die das hinkriegen. Genau. Das ist wirklich, ja, es gibt eine Menge, also ich hatte ja schon mal gesagt, das Thema Datenschutz, das ist im Podcastland wirklich gut vertreten. Erstaunlich. Weil, naja gut, es ist halt vielschichtig und es ist auch gut, wenn sich da gewisse Leute zu Worte melden, also auch von Aufsichtsbehörden. Wir so als Anwender müssen ja auch mal gucken, wie sehen das denn so die Aufsichtsbehörden, damit wir uns einigermaßen orientieren können bei den manchmal nicht so ganz einfachen Entscheidungen. Was ist denn jetzt noch erlaubt und schon verboten? Das ist ja über alles andere als eindeutig. Also immer so ein bisschen ist, dass sie den Finger in den Wind halten und so ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Und da hilft es schon, viele Stimmen zu hören, finde ich jedenfalls. Hm. Ja, und ganz vieles sind ja halt auch wirklich so juristische Definitionssachen, die mit der Realität und der technischen Umsetzbarkeit selten was zu tun haben, sondern es ist dann halt wirklich eigentlich eine Wortklauberei um eine Definition, die halt absolut nicht realitätsgebunden ist, die dann allerdings halt geltendes Gesetz ist. Also, ne, schwierig. Ja. Da hat sich die juristische Welt auch so ein bisschen verselbstständigt. Also, da ist es schwierig als Praktiker dann das, also quasi die Brücke, die Übertragung in die Praxis einigermaßen solide hinzukriegen. Also, ich erlebe das Spannungsfeld schon deutlich. Ich sage dann auch immer dazu, wenn ich irgendwie eine Empfehlung abgebe, ich sage, das ist jetzt auch meine Meinung und ich bin eher so ein bisschen pragmatisch. Wenn sie an einen Hardliner geraten, dann kommen sie damit nicht durch. Bei mir kommen sie damit noch durch, weil ich sehe, dass so keine besonderen Risiken dadurch entstehen. Aber es ist vielleicht nicht
jedes Komma und jedes, jeder Halbsatz genau erfüllt. Das ist manchmal nicht so einfach. Ja, lustigerweise hat sich die technische Umsetzbarkeit in genau die andere Richtung aufgemacht. Und ist da wahrscheinlich einfach schon so 5 Kapitel weiter als die juristische Definition, die sich gerade noch um irgendwelche Grundlagensachen halt gerade kloppen. Ja. Auf jeden Fall ein spannendes Feld und dieser kommerzielle Podcast, der hat mir da jedenfalls Spaß gemacht. Ich habe da sehr gelacht. Also den habe ich, ich war vor einer Woche, vor 2 Wochen bin ich mal wieder ins Büro gefahren und da hatte ich den gerade im Auto und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Was machen die denn da? Ich meine, der ist immer gut, aber das war, Cornelius sagte, ich habe hier ein Lied geschrieben und ich weiß auch nicht, was das heißen soll. Das ist großartig. Allein diese Idee schon. Nö, ich weiß es auch nicht. Und ich bin Künstler und frag mich nicht nach dem Inhalt meiner Kunst. Das ist so schön. Hat sich gerade so ergeben. Ist großartig. Ja. Gut. Also, die Podcast-Welt ist weit und bunt und es gibt alles Mögliche von den Solisten, die einfach aus ihrem Leben erzählen, von den Firmen, die Bewerbung für sich machen, auf die trockene oder auf die weniger trockene Art und Weise. Alles ist da dabei. Und sogar Podcaster, die auf YouTube unterwegs sind. Das ist doch auch schön. Es gibt so gewisse Portale, die sind nicht gut, die stehen nicht gut da, aber es ist auch, also Kontaktshow ist nicht Portalen generell gegenüber. Alles in mit Maßen, genau. So, jetzt ist aber auch ein Maß erreicht, nämlich hier das Ende des Sendegartens einzuleiten. Oder das Ende haben wir ja schon angefangen mit den Blütenschätzen, aber jetzt tatsächlich auf die letzte Minute zu kommen. Und das geht natürlich nur, indem wir uns, also das fand ich als hier der Laberkopf, mich ganz besonders bedanke bei den Menschen, die das hier heute mitgeschaltet haben, mitgemacht haben. Da geht der Dank als erstes Mal an den Stefan, der als Gast hier auf der Gartenbank gesessen hat. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, ich bedanke mich, dass ich in Lars Jubiläumssendung dabei sein durfte. Wie ich erst zu spät erfahren hätte, sonst hätte ich noch Blumen mitgebracht. War natürlich wie immer schön und wie ich ja schon anfangs gesagt habe, es ist immer schön, sich mit euch zu unterhalten. Von daher. Ja, vielleicht ist aber so eine Handvoll Widerstände und Kondensatoren dann doch noch besser als Blumen. Könnte ich mir vorstellen. In das Rabbit Hole, ja, aber egal. In das Rabbit Hole muss Lars selber springen, da stoße ich ihn nicht rein. Ja. Aber wo wir schon jetzt sind bei dem Jubilar hier sozusagen, dann danke ich auch dir für die 100. Folge Sendkarten. Danke fürs dabei sein, Lars. Immer wieder gerne. Super. Und ich danke der Claudia, die seit einiger Zeit, also längerer Zeit leider verhindert war, aber wir haben immer gesagt, sie ist nicht weg, sie kommt wieder, das sind nur Terminkollisionen und sie ist da. Super, danke. Ja, endlich. Doch wieder Spaß gemacht, dankeschön. Super, super, super. Ja, und dann danke ich natürlich auch dem Sebastian, der den ganzen Sendegarten überhaupt technisch zusammenhält und auch mit seinen Beiträgen einen wunderbaren Beitrag leistet. Mit Beiträgen Beitrag leisten, ja, es ist schon spät. Okay, aber ihr wisst, was ich meine. Dankeschön, Sebastian. Ja, immer wieder gerne. Und auch dir danke, Martin, für die schöne Moderation wieder heute. Plus eins. Was Sebastian sagt. Was ist denn jetzt los? Vera hat mich letztes Mal schon damit so überrascht. Jetzt fängst du auch damit an. Habt ihr euch was vorgenommen? Wollt ihr den alten Mann sprachlos machen oder was? Ja, ich danke. Ich glaube, das werden wir nie schaffen. Ich bin hier im Sendegarten redselig, aber das nur, weil ich die ganze Woche über nichts sage. Also ich kondensiere das dann alles hierhin. Ja, aber gerne. Also es macht mir tatsächlich immer wieder Freude, auch wenn ich, das ist immer wieder der gleiche Effekt, ne? Man denkt, oh, ein langer Arbeitstag und oh, jetzt noch hier, muss das sein, aber wenn wir dann hier so loslegen, dann funktioniert das einfach. Und aber nur, weil tolle Gäste, tolle Mitwirkenden, tolles Publikum, toller Chat, der auch heute wieder schöne Einwürfe gemacht hat, Kommentare gegeben hat. Und wir wissen ja auch von den Live-Hörenden und den Konservenhörenden, die uns Kommentare reinreichen, dass es ja anscheinend
ja, wohlwollend aufgenommen wird. Das ist schön. Vielen Dank also auch eben an die Konservenhörenden, die den Podcast so genießen und konsumieren, wie er eigentlich gedacht ist, als Begleitmedium, als dabei sein. Wann immer man dafür Zeit hat, wie immer man das möchte, in welcher Geschwindigkeit, zu welchen Themen. Vielleicht war das heute ein bisschen nerdig mit den Synthesizern, ich gebe es ja zu, aber ich habe mich so ein bisschen hinreißen lassen, weil es einfach spannend war. Und das muss man ausnutzen, finde ich. Okay, genug der Worte. Was? Willst du noch was sagen? Nee, ich meinte nur 8 Details. Ab und an dürfen wir auch mal ein bisschen nerdig sein. Wir sind ja eigentlich alle ein bisschen nerdig. Also alle unsere GästInnen sind ja auch auf ihre Weise und mit ihren Themen ein bisschen nerdig. Das ist doch total okay. Ja, ich denke nur an die Bisamratte, die vielleicht dem einen oder anderen so gedanklich so, ist jetzt auch mal genug, ja. Aber naja. Als jemand, der für das kommt auch wieder. Als jemand, der für diesen Ausdruck in Teilen mit verantwortlich ist, nicht in dem Schöpfenden, eher so im Angewandten. Kriegst du den öfter zu hören, meinst du, oder was? Naja, ich war in dem Gespräch dabei, als das mit der Bisamratte aufkam. Aus Gründen. So. Okay, das heißt, du reagierst sofort. Sehr vorsichtig, alles klar. Okay. Gut, haben wir das auch geklärt. So, jetzt gehen wir aber alle Mann und alle Frau hoch aus dem Garten raus mit Lächeln im Gesicht, optimistisch, was die Zukunft uns bringt. Wir sind ein bisschen, am Anfang haben wir gesagt, boah, wir brauchen alle ein bisschen Aufmunterung. Vielleicht hat das ja heute ganz gut gewirkt und funktioniert. Ich fühle mich jedenfalls aufgemuntert. Danke euch. Und wir sagen dann einfach Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut in die Nacht. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.